Hallo und willkommen zu Outlaws Perspective. Eigentlich ganz kurz, das Video sollte sich um den Snare-Planer drehen. Ich habe mir gestern eingeladen von Dolos. Aber es ist so viel mehr geworden. Das Video ist so episch. Es ist ein richtiges Brett. Ich habe aber ganz viele Marker dem Video hinzugefügt. Du kannst also durchsteppern auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn du dir das reinziehst, vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Und ich hoffe, du nimmst was mit. Ich bin mir sicher, du nimmst was mit. Ja, viel Spaß damit. Geht los. Also, ich begrüße ganz herzlich hier mit mir. Da unten, da ist der Core Legend von Dolos. Und da ohne Kamera, da ist der Priton, auch von Dolos. Hallo und herzlich willkommen. Schönen Dank, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ja, hallo. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Bevor wir damit loslegen, müssen wir natürlich einmal ganz kurz in die Grundlagen gehen und klären. Was ist Dolos? Ja, Dolos ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, bei der Entladung von Waren zu helfen. Also wenn man jetzt als Händler unterwegs ist, dann kann es ja manchmal sehr anstrengend sein. Man hat die ganzen Waren eingekauft und dann will man die ja schnell wieder loswerden, ja, damit man gleich die nächste Fuhre machen kann. Und wir unterstützen dabei. Mhm. Wir bieten Versicherungsdienstleistungen auch an. Also, nee, erklär ruhig. Ja, ist gut. Das machen wir genau ähnlich. Nee, also man könnte es auch sagen, es gibt böse Zungen, die behaupten, wir wären sowas wie Piraten. Aber ich seh das auf einer rein geschäftlichen Ebene. Also wir haben halt eine gewisse Nische, die wir besetzen, und das ist halt der Entladungsservice. Ja. Auch schon vor, ihr kümmert euch auch darum, dass die Sachen ankommen, bevor der Händler, sagen wir mal, jetzt sein Ziel erreicht. Richtig, ja. Wir machen aggressives Marketing, nennen wir das gerne. Genau, aggressive Verhandlungen. Also. Ich habe jetzt hier im Chat schon gelesen, irgendwas mit, also ist angeblich Piraterie oder so. Das habe ich auch schon gehört. Ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren. Ja. Ihr seid 100% Piraten. Ihr macht Piraterie. Ihr seid da. Genau. Wir machen nichts anderes als Piraterie. Das heißt, voll 100% auf dem Gameplay-Loop. Also, weil... Bevor alle gesagt haben, dass es den überhaupt gibt oder so. Okay. Aber waren wir da dabei. Das heißt, ihr seid richtig committed, weil wir sind, also zum Beispiel meine Orga, ich kann es nur mal sagen, wir machen ja Outlaw, sag ich mal, wir machen auch Piraterie, wir gehen halt ein bisschen den soft will ich nicht sagen, aber den so einen breiteren Weg, aber ihr sagt so, Piraterie, wir beschäftigen uns komplett damit, das ist unser Ding und das war's. Das hört sich gut an. Wo können die Leute euch finden im Verse? Oder ist das eher einfach irgendwo hinstellen mit einer vollen C2 und warten? Also das funktioniert ganz einfach. Es ist wie bei Ghostbusters. Also ruft nicht uns an, wir rufen dich an oder so. Wie war es nochmal? Das heißt, wir sind dann schon da, wo ihr uns braucht. Mhm, okay. Weil wir ja genau wissen, wo die Handelsrouten sind. Ja. Also das gehört auch ist auch Teil unseres Services. Also wir sind sehr serviceorientiert. Mhm. Deswegen sprechen wir auch ziemlich viel mit den Opfern, mit den Kunden. Kunden, genau. Customer Service. Customer Relationship ist das Wichtigste eigentlich. Richtig, ja. Man muss den Kunden da abholen, wo er ist, ist ja eigentlich der Spruch für euch, oder? Richtig, genau. also im Verse sind wir halt immer da, wo man uns am wenigsten erwartet, aber immer da, wo ihr uns am dringendsten braucht. Also kurz bevor ihr eure Ware abgebt oder und dabei verkürzen wir dann euren Gameplay-Loop. So hört sich das sinnvoll an. Und das macht auch einen gewissen Charme aus. Und da würde ich sagen, ich würde euch die Sachen geben. Also ganz ehrlich, also ich würde, wenn ich euch treffe, ich würde sagen so, das Wichtigste ist ja eigentlich, erstmal, wenn man euch trifft, erstmal anhalten und dann quatschen. Ne? Genau, richtig. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie so eine Begegnung. Man begegnet sich ja da im dreidimensionalen Raum, wie sowas ausgehen kann. Und die erste ist, wir sprechen unsere Kunden immer an und begrüßen sie. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man halt weiß, mit wem hat man es zu tun. Mhm. Und bitten dann darum, halt stehen zu bleiben, weil wenn man da so im Flug ist, da kann ja auch viel passieren. Und wenn man dann steht, dann schauen wir uns mal an, wie so euer Warenwert ist.
Und dann bieten wir jedem ein maßgeschneidertes Angebot. Ja, genau für ihn, in Form von einer kleinen Versicherungsgebühr. Und wenn man die dann bezahlt, dann kann man auch weiterfliegen. Also da gibt's, kann man einfach weiterfliegen und seine Sachen verkaufen. Das Gute ist ja, man spart sich ja, hat sich ja seinen Geleitschutz gespart. Das stimmt. Und du kaufst, das ist ja quasi eine gute Idee. Mach vielleicht dann an dem, wenn ihr diese Serviceleistung vor Ort anbietet, on demand, genau, ist das meistens immer mit einem kleinen Aufschlag verbunden, muss man ja sagen. Klar. Ja, klar. Aber man muss halt nicht irgendwie sich erst noch teuer die Zeit investieren und teuer Geleitschutz suchen. Ne? Ja, das würde ich auch gar nicht empfehlen. Also fliegt die Route einfach so ohne Geleitschutz und ihr braucht auch keinen Torrids oder sowas. Das ist alles, diese ganzen Ausgaben, die würde ich mir sparen, weil im Zweifel muss man sind auch wir nicht schon tragen. Da. Nee, man muss auch keine Waffen dabei haben. Gar nichts. Einfach Anzug der Schande an, also der weiße Anzug, Anzug der Schande an und losfliegen. Richtig. Ihr müsst auch dann nie den oberen Bereich eures Cockpits verlassen, weil ihr könnt gleich wieder zurückfliegen, wenn es wäre. Ja. Nee, Quatsch. Also wenn die Leute bezahlen, können sie ja weiterfliegen. Ja. Es gibt natürlich auch einige, die wollen halt so das Action-Paket dann von uns haben. Das ist dann, wenn sie halt nicht bezahlen oder weiterfliegen oder halt in unsere Richtung schießen. Also ganz, ganz problematisch ist immer so Raketen aufschalten, weil das mag man in der Mantis nicht so gerne. Deswegen, wenn das passiert, dann sehen wir das als einseitige Willenserklärung des Action-Pakets und dann geben wir euch halt die Ware ab. Ja. Ja, genau. Also dann kann man auch mal so richtig erleben, wie dieses ganze Boarding-Gameplay funktioniert. Das ist dann wie so ein Kindergeburtstag, nur da kommen dann die Großen. Ja, genau, richtig. Also dann könnt ihr mal zeigen, ob ihr die richtige Waffe dabei habt und genug Munition so. Und dann ist auch so eine Übungssache. Man kann dann auch mal, und wenn dann so 7 Millionen Credits auf der Kante stehen und du sagst, ja, ich gehe dann volle Risiko, ich will den Spaß, den Nervenkitzel. Da seid ihr dann die Richtigen. Das ist eine Hands-on-Inspection dann, ne? Ja, genau. Achso. Kontrolliert ihr auch die Qualität? Macht ihr auch Qualitätskontrolle von der Ware und so weiter hinterher? Ja, wir nehmen auch nur das gute Zeug mit. Also, die sicherste Art und Weise, um nicht Teil unseres, also nicht Kunde zu werden von uns, ist, dass ihr halt irgendwas Unwichtiges ladet. Scrap. Sowas wie Barrel, also alles, was so keinen guten Warenwert hat. Ja. Da findet man auch sehr gut eine Einigung meistens. Ja, so fliege einfach weiter. lass ja auch Leute durchfliegen, wo du sagst, so, komm, hat keinen Zweck. Oder, ja. Klar, gibt es auch. Keine Ahnung, fliegt jemand durch. Und ich glaube, letztens hatten wir jemanden, der ist mit einer HLC gekommen. Und wir wollen ja schon die ganze Zeit mal eine HLC überfallen. Aber ist ja selten. Fliegen die endlich, ja, genau. Ja. Der hatte aber dann nur irgendwie, was weiß ich, 40 SCU irgendwas drauf, weil er halt so einen Testflug gemacht hat. Was haben wir denn? Ich glaube, wir haben dann gesagt, er soll 5000 Alpha-UEC zahlen, dann kann er weiterfliegen. Also einfach nur so eine Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung, damit er hätte natürlich jetzt auch das Action-Paket haben können an der Stelle. Er hat es dann auch bekommen, weil die 5000 waren ihm zu viel. Das finde ich auch immer sehr seltsam. Das passiert uns ja genauso. Dann sagen wir, okay, komm, wir machen hier, wenn was kommt, wir halten eigentlich auch nur auf, erstmal nur, wir schießen auf alles, was einen Laderaum hat, damit der erstmal merkt, oh, da ist jemand. Ne, das ist ja auch oft, dann wissen die Leute nicht. Muss man da sich so. Und dann sagen wir, okay, manchmal machen wir dann so, ja, komm, wenn du weiterfliegen willst, gib 50.000. Ist ja schon, aber ist 50.000 ist ja heute nix. Ja, ist ja so viel Geld im System. Die sind ja alle reich, weißt du? Und dann, alle haben sie gesagt. Ja. Es ist sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig, was da manchmal abgeht. Ich habe auch mal, das ist aber schon bestimmt 2 Jahre her, als ich noch Leute überfallen habe, ins Schiff rein, was ich nicht mehr mache, weil ich doof finde, habe ich gesagt, komm, gib mir einen Credit, dann gehe ich von deinem einen UEC, gehe ich von deinem Fahrstuhl runter, dann gehe ich raus. Oh ja. Nein. Geht's ums Prinzip. Wir mussten das ausfechten. Es ist, kennt ihr auch, ne? Es ist das kein... Also ich habe letztens richtig cooles Angebot von jemandem bekommen. Den haben wir auch rausgezogen. Der hatte einen Warenwert, vielleicht kennt der eine oder andere die Route, der hatte einen Warenwert von 7 Millionen an Bord. Und dann haben wir den rausgezogen und gemeint, der soll uns, 3 Millionen geben. Und dann hat er angefangen, uns anzubieten, dass wir ihm doch die Ware abkaufen können. Also für 2 Millionen, die wir ihm jetzt überweisen, weil dann würden wir immer noch total viel Gewinn machen. Okay. Und er hätte nicht so einen großen Verlust. Okay.
Okay. War auch irgendwie seltsam. Ja, natürlich, clever. Nein, wir hatten mehr so nicht. Liberalisierungswaffen, Maschinen. Ja, Liberalisierung. So, also, das macht ihr bei Dolus. Ihr habt auch einen großen Discord-Channel. Ihr könnt den gerne mal, wenn ihr einen Link habt, den mal reinposten in die in den Chat und so. Der ist nämlich offen für so ziemlich jeden. Ihr habt natürlich wahrscheinlich auch einen geschlossenen Bereich, aber ihr habt einen offenen Bereich, wo man sich informieren kann. Und ich sag's nochmal, ich hatte ja auch Itezzo hier zu Gast von Dolus Signum. Ihr seid jetzt Dolus, ne? Ja, genau. Itezzo ist Dolus Signum, das ist halt nur eine Untergruppe irgendwie, die sich hauptsächlich den PvP verschreiben. Und da könnt ihr euch informieren, da könnt ihr euch bewerben, da könnt ihr die Leute kennenlernen, könnt ihr quatschen und ihr habt auch ganz viele Informationen immer aus dem Bereich Star Citizen. Also ihr macht auch Community-Arbeit. Genau, also wir haben ja diesen Public Discord, auf dem kann man sich einfach einfinden. Und vor allem, wenn man im Bereich Dogfight interessiert ist, ist es eine super Empfehlung, weil wir ziemlich viele deutschsprachige Dogfighter drauf haben und nicht nur die Elite, sondern es gibt auch so Trainingsabende, bei denen man einfach dazukommen kann und dann spielt man im Arena Commander, haut man sich auf die Mütze und weil wir halt wirklich sehr gute Dogfighter bei uns auf dem Discord haben, lernt man da auch wirklich was. Also man fühlt sich dann am Anfang, also das passiert nicht, dass man der Meinung ist, man ist voll der Hengst und ballert alles weg, sondern man bekommt dann ganz schnell mit, dass man noch viel zu lernen hat, aber das ist ja auch gut und damit, da wird man auch wirklich, wirklich besser. Und wenn man das ein bisschen überlebt, auch dieses Fighten, dann ist man auch im Verse ganz gut gerüstet und meistens nach bereits 2 oder 3 Sessions dem durchschnittlichen Dogfighter im Verse überlegen. Also das kann ich nur empfehlen. Ja? Du kannst ruhig sagen, hier sind schon die Fans, die im Chat posten Robbenkloppen, also die verkürzte Version Robbenkloppen. Du kommst rein und du fühlst dich erstmal nicht wie einer, der die Robbe kloppt, sondern wie die Robbe, die gekloppt wird. Richtig. Und, aber ich kann nur das so weitergeben, was ich gehört habe. Ich bin bei euch noch nicht. Ich habe einen anderen Plan mit Itezzo zusammen. Ich bin bei euch noch nicht. Aber meine anderen Orga-Kollegen, die haben sich ja auch bei euch verdingt und sind da jetzt ganz schön fleißig dabei. Der Leo zum Beispiel, Dakota und so, die machen auch da mit und die sind eigentlich begeistert über ihre eigenen Lernfortschritte und sind jetzt eigentlich auch schon an dem Punkt, wo die schon anderen Leuten auch was beibringen können. Und finde ich ganz gut. Es geht halt einfach so weiter. Und wenn man sich dann da so ein bisschen öffnet dem Ganzen, auch um einfach, man kann sich auch mal eine Meinung bilden, man kann ja auch das mal ausprobieren und dann sagen, okay, ist nichts für mich oder ist was für mich, finde ich das eine gute Sache. Also open-minded zu sein und da reinzugehen und zu sagen, ich versuche das mal. Ja? Man kann eigentlich nur lernen an der ganzen Geschichte. Kann man nur lernen davon, ja. Ja. Und was du davor hast, zum Thema unserer Situation, ist ja eine reine Piratenmacher und es ist echt kleine Piratenorga, also wir wollen, dass alle unsere Mitglieder halt Vollblutpirat sind, machen nur das und ich habe gerade einen kleinen, Audio. Ja, Break. Das bist nicht nur du, ich glaube, sein Internet ist gerade ein bisschen. Achso, okay, das ist nicht bei mir, wackelig. Das ist bei ihm dann. Okay. Ja. Also du hast auch gehört, ne? Okay. Ich versuch's. Ja. Er hört mich nicht ordentlich, oder was? Jetzt haben wir dich ordentlich. Leitung mal ganz kurz weg. Okay, also eine Piratenorga. Oh, nee. Sag mal deiner Familie, die soll... Ja, das hatten wir gestern auch schon. Immer wenn er bei Grimhex rumpendelt, dann mag sein PC nicht sonderlich. Oh, okay. Ja. And call is gone. Nee, wir warten ganz kurz, bis er aus... Er versucht mal aus Grimhex wegzufliegen oder so. Ja, geben wir ihm einen kurzen Moment. Multitasking hier wieder. Mann. Sein Bild wackelt auch. So, ist es jetzt wieder besser? Ja. Maike Maus hat gefragt, könnt ihr auch völligen Noobs was beibringen? Sie fragt für einen Freund. Also in Dogfight auf jeden Fall. Das ist einfach mit dazukommen und dann lernt man da auf jeden Fall was. Mhm. In der Piraterie, wenn man jetzt bei uns Mitglied werden will, wäre es gut, wenn man schon ein bisschen Star Citizen-Erfahrung hat. Also du musst keine Erfahrung im Bereich der Piraterie haben, das ist gar kein Thema. Dafür haben wir ein Trainingprogramm. Mhm. Aber du solltest halt schon wissen,
wie man von A nach B kommt und wie man nicht gegen einen Asteroiden knallt und dein Schiff einigermaßen unter Kontrolle haben. Das ist bei Einsätzen vom Vorteil. Das ist eine Voraussetzung, die wir haben. Was ist mit Multi-Orga? Kann jemand sagen, ich möchte gerne Piraterie von Dolus lernen, bin aber noch in einer anderen Orga? Habt ihr Multi-Orga oder seid ihr, nee, komm, bei uns ist es exklusiv. Nee. Und da ist schon wieder weg. Ist er jetzt ganz weg? Ja, ist angefroren. Oh, oh. Nee. Oh, oh. So, Moment kurz. Bleibt mal noch kurz hier. Also bei uns ist exklusiv, das heißt, man muss sich der Orga voll und ganz verpflichten. Es gibt nicht Multi-Orga, sondern du bist dann voll dabei. Ist auch ein bisschen schwierig, die Loyalitäten, also was willst du machen? Wenn du in einer anderen Orga bist, dann bist du ja meistens dann mit den zukünftigen Kunden in einer Orga und das ist dann alles ein bisschen kompliziert. Deswegen, wenn du Pirat bist, dann bist du ja auf der dunkleren Seite von SC. Auf der richtigen Seite, sagen wir. Ja, auf der spannenderen und verführerischen Seite, der stärkeren. genau. Ja. Man muss aber halt auch dazu sagen, Piraterie ist halt etwas, so wie wir es zumindest machen, etwas, das verbraucht extrem viel Zeit. Man muss sich halt auch weiterbilden und da ist eine zweite Orga manchmal vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, das stimmt, du musst dich viel, aber das ist eigentlich ganz gut, wenn man im Team mehrere Spezialisten hat, die sich dann auch mal mit dem einen oder anderen beschäftigen. Du kannst hier nicht auch immer alles draufschaufeln. Wir sind natürlich auch teilweise Familienmenschen, haben auch nicht immer Vollzeit. Ne? Also ich sehe bei uns und dann die einen finden was raus und dann ändert sich halt auch dauernd die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Man kann auch sehen, es gibt halt immer so gewisse Zeiten. Da gibt's wir haben so Schichten praktisch. Ja. Eine Schicht macht Feierabend, dann kommt die nächste. Ja. Ich nehme noch eine Frage mit auf, bevor wir gleich anfangen, über die Kernsache zu sprechen, Interdiction und Snareplan. Petzi hat gefragt, wird sich eurer Meinung nach mit Master Modes, habt ihr ja auch viel getestet, glaube ich, der PvP stark ändern? Eigentlich will ich keine PvP-Fragen rein, aber interessant ist hier theoretisch, schreibt er, sollte es ja möglich sein, dass man da wegfliegen kann. Also mit Master Modes, dass du quasi den Piraten entwischen kannst. Das ist die Frage hier. Also das würde ich komplett verneinen. Das ist genau. Also jetzt im Augenblick ist es so, wenn du die Basics des Dogfightings kannst, also eine Stunde mit die Tetsu, dann weißt du, wie ein Tricord funktioniert, also dass du in alle drei Richtungen abhaust, dann ist es jetzt, wenn du ein schnelles Schiff hast, sehr schwer, dich einzufangen und du kommst dem aktuellen Flugmodell sehr gut davon. Genau das will ja CIG ändern mit den Master Modes. Das heißt, die Master Modes sind eine Entwicklung drauf, dass du aus einem Kampf nicht einfach abhauen kannst. Und soweit ich Master Modes jetzt auch testen konnte, ist, wenn du mal in einem Kampf drin bist, dann kommst du da nicht mehr raus. Also du musst ja, damit du wieder in den NAV-Modus kommst, musst du ja dann B drücken, dann fahren ja deine Schilde runter, deine Countermeasures gehen aus, also deine Gegenmaßnahmen. Und da musst du der andere nur eine Rakete hinterher schießen und du kannst dann die Entscheidung treffen, ob du wieder in den Kampf reingehst, damit du zumindest mal einen Decoy schmeißen kannst, oder ob du die Rakete vielleicht überlebst, ohne Schilde und ohne alles. Das heißt, Master Modes werden nicht dafür sorgen, dass du besser abhauen kannst, wobei allerdings die Master Modes dafür sorgen, dass du besser triffst und dass deine Türme, wenn du jetzt in der C2 bist und du hast einen Turmschützen dabei, auf einmal echt gefährlich sein können. Wir sind da eine Hammerhead geflogen und eine Hammerhead ist normalerweise ja eher ein Opfer gegen gute Lightfighter, auch wenn sie voll besetzt ist, außer sie ist in der Atmosphäre. Und in Master Modes ist es quasi so, als wäre man jetzt die ganze Zeit in der Atmosphäre. Das heißt, die Lightfighter sind ja nicht so schnell und die Türme treffen auf größere Distanz. Und deswegen sind Türme echt eine Gefahr. Aber für die Piraterie hat es aus meiner Sicht überhaupt keine Auswirkung, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, halten sich die Kunden ja alle an unsere Geschäftsgrundlage und allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die AGB ist einfach. Ja. Genau, dass sie ja keine Eskorte und keinen Turm mitnehmen, weil dann sparen sie ja quasi Geld. Ja, das also das wird sich auch nicht ändern mit Master Modes. Für die Wirtschaftsleute daraus ein konkludentes Handeln, also die stimmen den Bedingungen still zu in dem Moment, wo die euch treffen. Richtig, genau. So. Und wenn die alleine sind, ist das halt, haben die schon im Vorfeld, haben sie sich halt darüber schon Gedanken gemacht und haben das auch durchgesetzt. Also niemanden mitnehmen, alleine fliegen. Und dann wichtig aber auch, es gibt ja so eine Klausel, es ist erlaubt, sich am Ende komplett zu beschweren und im Chat euch durchzubeleidigen. Ja, das muss man auch. Also man muss schon ein bisschen Salz dann am Ende abgeben. Ja.
Und dann auch markieren, dass man ja eigentlich hätte gewonnen. Ja, und dass der seid. Eigentlich nur unfair ist, dann weil Piraten haben ja auch nichts zu verlieren. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Das steht auch, das weiß ich, das haben wir auch drin stehen bei uns. Das steht eigentlich ziemlich weit oben schon. Das ist groß, extra groß gedruckt. Hier noch eine Frage, genau, der Priton hat mir die zugespielt aus dem Chat. Wie seid ihr organisiert? Seid ihr demokratisch? Seid ihr eine basisdemokratische Palais-Veranstaltung, die einen Captain wählt? Oder wie geht das ab? Dolus. Ja, erzähl mal, Erik. Ja, an sich. Gut, man kann es jetzt aufteilen. Entweder halt so generell oder während eines Überfalls oder eines Kundenservices. So generell haben wir so eine so leicht separierte Führungsebene, die halt einfach, die ist halt kleiner als die gesamte Orga, um halt Entscheidungen schneller zu treffen. Aber an sich sind wir relativ familienähnlich, sage ich mal. Jeder hat eine Entscheidungsmacht und wird alles so entschieden, dass jeder glücklich ist. Hm. Das geht halt vor allem aber auch deswegen, weil wir so klein sind. Aber wer, klein, aber gibt's den Diktator bei euch? Wer ist der Chef? Gibt's einen Chef? Er will ja sagen, der Captain dazu. Ja? Und wir sind stolz, dass wir einen Captain haben. Ja, also wir haben müsst ihr das sagen? Ist das jetzt, war das eine Verpflichtung? Nee. Ich grüße auch den Tribun und meine Mutter, by the way, habe ich auch gesagt, dass ich das mache. Dürft ihr? Ja, wir müssen aufpassen, gerne. Der Tribun, der schaut zu, das hat mir schon geschrieben. Richtig, nein, also wir sind... Ich kann ihn hier blocken, dann kann er nicht mehr zugucken, ne? Also ich kann, wenn ihr frei sprechen wollt, kann ich den auf Twitch und YouTube blocken und dann könnt ihr einfach frei sprechen. Nee, also wir sind wirklich tatsächlich alles cool mit unserem Captain und ist auch sehr wichtig, weil er hält die Truppe zusammen. Ja. Der ist eigentlich, ich glaube, ohne Tribunen wäre es, glaube ich, nichts gewesen. Er möchte immer ganz gerne, dass wir halt auch anerkennen, dass er halt echt ein guter Dogfighter ist. Ja. Aber wenn man ihm das regelmäßig sagt, dann ist er auch glücklich. Also dann hat man auch ein gutes Auskommen. Ja. Und halt während Überfällen ist der Diktator immer der das Ziel findet. Aber, so sonst, kann man's eigentlich abkürzen. Aber sonst seid ihr, also er entscheidet auch über Personalaufnahmen oder wie läuft das bei euch? Oder habt ihr da... Nee, wir haben, das ist bei uns so organisiert, wir haben eine Gruppe von Quartiermeistern. Ich bin einer davon. Also Führungsebene. Genau, das ist die unterstützende Führungsebene, wie so ein Stab, genau. Und wenn Bewerbungen reinkommen, haben wir auch eine Person bei uns, das ist der Seishin, der die Bewerbungen bearbeitet und halt auch prüft, ob die Bewerber halt zu uns passen. Und dann gibt es ein Vorstellungsgespräch bei uns, wo wir uns erstmal kennenlernen, wo wir auch dem anderen sagen, was wir erwarten. Also es ist ein sehr klares, tacheles Gespräch, wo wirklich gleich auf die Tiefe gegangen wird. Also weißt du, was bei uns Aktivität bedeutet und so. Wir sind eine sehr aktive Orga, damit man gleich weiß, auf was man sich da einlässt. Und dann an dem Gespräch versuchen natürlich einige teilzunehmen, damit man so ein Gesamtbild hat und dann wird da gemeinsam entschieden. Also am Ende hat der Captain das letzte Wort. Das musste er aber, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie ziehen, sondern man bespricht das dann gemeinsam. Und ansonsten das ist aber eigentlich nur für diese ganzen administrativen Aufgaben da. Bei Einsätzen wird das aufgeteilt. Also derjenige, der als erstes am Ziel ist, ist meistens die Person, die dann den Ton angibt, weil er das beste Lagebild hat. Und da gibt es dann keine Hierarchie, dass ja, ich bin jetzt aber der Quartiermeister und deswegen machen wir es so, und? Sondern der gerade die beste Antwort hat, der das wird halt gemacht. Und bei wem wird sich beworben jetzt? Also wenn jetzt, wie läuft das ab? Also jetzt sieht uns jemand hier, vielleicht jetzt live oder auf YouTube, welches ist der erste Schritt? RSI-Bewerbung oder Discord oder... Also ich kann nur eine Sache empfehlen, schaut euch erstmal auf unserer Website dolus.eu unseren Kodex an. Das ist wichtig, dass man sich mit uns beschäftigt hat. Den Link ruft auch reinposten, ja, sehr gut. Genau, und dann eine Bewerbung, auch darüber gibt es dann direkt einen Link zu unserer RSI-Seite oder halt über unsere RSI-Profil von der Organisation dann darüber bewerben mit einer aussagekräftigen Bewerbung. Und aussagekräftig meine ich, wir wollen halt gerne wissen, wie lange spielst du schon SC? Wir wollen sehen, dass du SC nicht erst seit gestern spielst und jetzt meinst, du gehst in die Piraterie rein, weil man muss dazu sagen, Piraterie ist super flott und eher das Endgame von SC. Das heißt, du solltest schon zumindest 6 Monate auf dem Buckel haben, wo du das Spiel gespielt hast, oder echt 3 Monate durchgehend.
Ja, und man sollte rauserkennen können, dass du weißt, was Piraterie bedeutet. Also eigentlich, dass du die ganze Zeit im Chat beschimpft wirst, dass du Griefer bist. Obwohl ich dazu, da, wenn ich da mal einhaken muss, man lernt auch Learning by Doing jetzt nicht nur die Piraterie an sich, also wie das funktioniert, wie die ganzen Sachen zusammenhängen, sondern auch die, wie sich das anfühlt. Wie du dich fühlst, wenn du das erste Mal jemanden überfällst, wenn du das noch nie gemacht hast, ist halt erstmal seltsam. Und dann auch damit klarzukommen, wie der Gegenüber damit umgeht und wie dumm das manchmal ist. Also wie dumm das dir dann erscheint, dass du dann so angefeindet wirst, aber spielst du das ja nur das Spiel. Das sind auch Sachen, das ist so eine Lernkurve. Die hatte ich ja auch damals als Care Bear, der dann da gesagt hat, ich möchte das gerne machen. Das sind Sachen, die, ob da 6 Monate SC reichen, weiß ich nicht. Da reichen vielleicht 3 oder 4 Monate Piraterie zu, um dann auf den Punkt zu kommen, dass du sagst, wie fühlt sich das für mich an? Ist das überhaupt mein Ding? Kann ich damit umgehen? Will ich das? Ja, ja. Finde ich. Ja, das ist halt, wie gesagt, du hast ja ziemlich viel in der Piraterie noch zu lernen, wenn du reinkommst, weil du bestimmte Aspekte sonst nie gebraucht hast. Das ganze Pingen, das ganze Auffinden, ja, das Self-Gameplay und so weiter. Und dann ist es halt schwierig, wenn du noch nicht weißt, wie man von A nach B fliegt, weil es ist leider auch in SC nicht so einfach, um mal schnell von A nach B zu fliegen. Du musst wissen, wie du diese Karte bedienst, du musst wissen, wie du einen Partymember anwählst und solche Geschichten. Und wie du die ganzen Workarounds einsetzt. Ja, genau. Wenn du das auch noch erklären musst, dann kommst du nie beim Ziel an, weil das ist richtig. Du hast das Ziel nur 10 Sekunden vor Augen und in der Zeit musst du halt reagieren. Ja. Gut, wie werde ich Dolos-Mitglied und so weiter, will ich trotzdem noch einmal ganz kurz, wir stellen ja gleich hier euer Tool vor und Interdiction an sich. Ich würde trotzdem noch ganz gerne einmal wissen, mit wem habe ich eigentlich zu tun? Dolos haben wir jetzt einmal als Organisation abgegraben. Ich würde gerne mal wissen, Priton, wer bist du im echten Leben? Was ist dein Beruf? Wo bist du? Wo müssen jetzt die Leute... Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ja, erstmal hallo, ich bin Priton. Ich bin Student, okay. Um es kurz abzukürzen. Also gerade halt im Kontext von Snapland bin ich Hobbyentwickler. Ich bin der Typ, der macht die Algorithmen hinter Snapland und setzt die ganze Arbeit, die Alex macht, in die Praxis um. Okay, und du bist aber kein Profi, also du Profi-Entwickler, du verdienst da noch kein Geld mit oder willst? Bist noch nicht. Aber du bist in der Informatik. Ja, also ich möchte später, sobald ich mit meinem Studium und so weiter fertig bin, in der Informatik arbeiten. Okay, da merkt man natürlich dem Snare-Plan auch an, dass da ziemlich viel Gehirnschmalz drin ist. Und hoffentlich merkt man es. Wir werden es gleich sehen, ganz viel Zeug. Okay, und Bist du schon im Endstadium IT oder ist halber Weg geschafft? Also professionell bin ich gerade ganz am Anfang. Oh, okay. Aber das Tool machst du ja schon länger. Also mit der IT hast du dich jetzt schon länger beschäftigt, oder? Also hobbymäßig entwickle ich, glaube ich, mittlerweile seit knappen 5 Jahren. Ah, okay. Also schon ordentlich lange. Ja. Tatsächlich, Snareplan war meine erste Webentwicklung. Anwendung, ja. Ja, nicht schlecht. Also, dann aber Hut ab, mein lieber Herr Gesangsverein. Vielen Dank. Ja. So, und Core Legend. Zu dir, was machst du? Wer bist du in Normal? Ja, in Normal habe ich ich bin der Alex und ich habe in Normal eine Agentur, eine Kommunikationsagentur. Das heißt, ich kenne mich mit allem aus, was bunt ist. Und bin UX-Designer und deswegen habe ich quasi das UX gemacht von Snareplan. UX heißt User Interface. Ja, genau, User Interface. Danke. Kommunikationsdesigner. Der Kommunikationsdesigner. Haut erstmal hier die Abkürzungswahnsinn. Ja, genau, also Erik hatte ja Snareplan schon entwickelt gehabt als Tool, das war sehr komplex aussah, wo man diese ganze Sache machen kann. Das hast du sehr nett gesagt. Das war legendär. Also da waren halt einfach alle Informationen und alle Ausgaben waren einfach auf einmal sichtbar. Schön.
Und, es war übersichtlich, es war informativ gestaltet. Und dann habe ich, ja gemeint, hey, lass uns das doch mal irgendwie so machen, dass es auch der Otto-Normalverbraucher verstehen kann. Und dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich ziemlich viel Mathe dahinter ist. Und auch wenn du es als Webentwicklung sehr sanft sanften Einstieg bauen willst, dass es halt so viel kann, dass du gar nicht drum herum kommst, dass es ein bisschen komplex wird. Und dann hatten Erik und ich so ein bisschen immer so diesen Kampf, ich wollte es immer noch einfacher haben und er wollte immer noch mehr Infos haben drin. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist jetzt das Snareplan, wie wir es haben, was beide Welten super bedient, finde ich. Und was echt ein ziemlich cooles Tool ist. Und solange CIG nicht selbst eine Lösung in-game einbaut, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das beste Tool ist, das es gibt und was ich kenne für den Bereich Interdiction. Also ich selber benutze es super, super gerne und es macht sehr viel Spaß. Man muss auch wirklich sagen, dass ohne Alex wäre Snareplan nicht dort, wo es heute ist. Bevor und ohne wir diese Webentwicklung hatten. Wenn ich sehe, was da in Mathe drin steckt. Ja, also da muss ich meine, gut, ist ein bisschen Trigonometrie und das war, kann man jetzt auch nicht gerade sagen. Nein, leider nicht mehr. So war es am Anfang. Mittlerweile ist es wesentlich mehr als nur das. Ja, genau. Deswegen ist das, glaube ich, ein super Glücksfall, dass ihr beide da zusammen so Bock habt und uns die Sachen da gibt. Bevor wir mit dem Snareplan den zeigen und die Leute damit beglücken, müssen wir einmal ganz grob klären und den Leuten, die mit Star Citizen, die quasi handeln und so weiter, müssen wir ganz kurz mal klären, was ist überhaupt Interdiction? Wie funktioniert das? Einmal so ein grober Weg zu sagen, was passiert da überhaupt? Also, ich werde rausgezogen. Was heißt das? Das geht? Würde ich gerne mal ganz kurz drauf eingehen. Also, ich bin Händler, fliege los und plötzlich passiert was Komisches in meinem Cockpit. Was ist das? Dann macht das auf einmal so wupp, 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 wupp. Genau, es ist, normalerweise ist man ja safe in dem Augenblick, wo man im Quantum ist. Das ist der Augenblick, wo man aufsteht, irgendwie mal auf die Toilette geht oder sich einen Kaffee macht, weil es ist ja quasi ein Ladescreen. Vom Gefühl her. Nur in SC ist es halt kein Ladescreen, sondern man bewegt sich durch den Raum und es gibt eine Möglichkeit, dass man eine Blase erzeugt mit einem gewissen Durchmesser von 20 Kilometern und sollte man durch diese Blase fliegen mit dem Quantum Drive, dann wird der gestört und man wird in den Normalraum zurückgezogen. Und auch dort gehalten. Das heißt, innerhalb dieser Blase kann man dann nicht mehr den Quantum Drive anmachen. Wenn man das macht, dann erscheinen überall rote Marker und es steht dort Quantum Jammed. Ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal passiert, dass er von NPCs rausgezogen worden ist. Dann kommt dann so Interdiction und alles wackelt und dann ist man im Realraum. Und dann, dann fliegt man normalerweise einfach geradeaus weiter und das war's. Was viele nicht wissen, ist, dass man das auch selber machen kann. Das heißt, es gibt ein Raumschiff, das ist die RSI Mantis, also die Mantis von Robert Space Industries. Die hat einen Snare, den kann man eben laden und zünden. Das heißt, man kann diese Snare-Bubble, die kann man quasi erzeugen und dann auf der Lauer sein. Viele benutzen das, um Ziele festzuhalten, weil man ja auch verhindern kann, dass jemand rausspringt. Das heißt, man ist zum Beispiel jetzt bei einem Schrottplatz und man möchte nicht, dass jemand davonfliegt und dann hat man einen sehr großen Radius von eben 20 Kilometern, wo die Person nicht mehr rausspringen kann. Und das ist ziemlich, ziemlich großzügig. Ja, da kann man auch nicht so einfach abhauen. Das ist der Snare. Das ist das, um was wir uns kümmern. Es gibt noch eine zweite Mechanik und das ist der Dampener. Den hat auch die Mantis verbaut, den hat die Blue und die Antares verbaut. Das ist quasi der kleinere Bruder des Snares und den kann man sehr schnell aktivieren. Also der braucht keine Ladezeit, sondern den kann man einfach anmachen. Und der Dampener sorgt dafür, dass im 2 Kilometer Radius um einen rum nichts in den Quantum Drive springen kann. Also nichts kann den starten. Da muss man aber 2 Kilometer dranbleiben. Das ist ziemlich knapp. Und man kann auch niemanden rausziehen, sondern der ist eben sehr so schwach, dass er nur verhindern kann, dass du ihn zündest. Während der Snare, was ich vorhin gesagt habe, auch
Ziele rausziehen kann, mitten auf der Strecke. Das habe ich noch nie ausprobiert. Habt ihr das mal getestet, ob man mit dem Dampener auch rausziehen kann? Ob wenn der genau in die 2 Kilometer reinfliegt? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das hat selbe Ding, nur in kleiner. Der Dampener ist, also ich könnte es jetzt aus einer Lore-Perspektive erklären, aber jetzt... Aber getestet haben wir es noch nie, ne? Ich habe es mal getestet. Ja? Ich habe es mal getestet, aber vor einer halben Ewigkeit. Also man könnte es normal testen, aber es... Wenn es funktioniert, ist es ein Bug. Nein, kein praktischer Nutzen, aber es, ich fände es mal interessant zu wissen, ob es einfach nur kleiner ist oder... Aber, nur mal kurz einen kleinen Teaser zu geben, vielleicht hat Snareplan 1 oder 2 Möglichkeiten, um da auch was mit dem Dampener zu machen. Okay. Also ein kleiner Spoiler. Okay. Ja, genau, da kommen wir dann noch drauf. Haben wir darüber gesprochen? Ich weiß wieder was nicht. Ach du je. Ich lass mich überraschen. Mantis ist das Schiff der Stunde eigentlich. Wir werden nochmal die anderen Schiffe ansprechen nachher. Mantis baut eine Bubble auf, du springst durch mit deinem Schiff und wirst rausgezogen aus deinem Quantum Drive und bist erstmal blockiert. Der Quantum Drive hat einen Cooldown, du kannst nicht sofort wegspringen und die Piraten versuchen dich dann irgendwie einzufangen, mit dir Kommunikation aufzubauen und zu sagen, hey, halt, du hast den Vertrag ja unterschrieben, du bist ja ohne Leute hier. Wir sind jetzt hier, um den Vertrag durchzuführen und deine Sachen erstmal zu holen und dann wegzubringen. Oder du kannst natürlich auch hier, wir können auch Geleitschuss fliegen. Das funktioniert. Genau. Am liebsten ist es, wenn man einfach die Vertragsgebühr bezahlt, weil das Verladen von Kisten ist einmal ganz spaßig, aber irgendwann auch sehr eintönig. Ja. So, dann würde ich sagen, wir wechseln mal auf den Snareplan und gucken uns einmal an, wie das überhaupt, was ihr da gebaut habt. So, also ich würde euch einmal kurz einführen oder erklären, wie das so funktioniert, wenn ihr das selber machen wollt. Also ich sitze jetzt hier gerade in meiner Mantis, wie ich euch ja schon gesagt habe, das ist das Schiff der Wahl. So sieht es von außen aus. Und es hat auch diese tolle Klappe da in der Mitte, die man aufmachen kann, um den QED einmal zu starten. Dann geht hier so diese Klappe auf. Er hat auch einen ziemlich coolen Effekt. Also jeder, der dieses Schiff noch nie geflogen ist, holt es euch in-game. Beste Schiff. Es macht echt viel Spaß und macht einen tollen Knall. So, jetzt bin ich hier gerade in der Nähe von Daemar, damit es nicht so ruckelt wie bei Grimhex, wenn ich gleichzeitig übertrage. Wie geht man denn jetzt vor, wenn man sich da mal aufstellen will? Ja, man will jetzt irgendjemanden überfallen. Das Ganze fängt folgendermaßen an, dass man überhaupt erstmal wissen muss, wo man jemanden überfällt. Deswegen wechsle ich mal kurz auf den Browser. Da gibt es verschiedene Tools. Eins, was man nutzen kann, ist ihr uxcorp.space. Ist nicht von uns, das hat jemand anders gemacht. Aber sehr gut. Unter Routen kann man so Handelsrouten sehen, die geflogen werden. Einfach um zu wissen, was ist denn gerade rentabel, wenn man selber nicht fliegt. Und was man jetzt hier gleich sehen kann, ist so diese erste Route hier oben ist die Goldroute von Shubin SCD-1. Das weiß ich jetzt, dass das bei Daemar ist, zu Area 18. Dauert nur 18 Minuten, es werden 300 SCU gehandelt, ist Gold. Das heißt, es ist auch sehr interessant, sollte man das verladen. Das heißt, was wir jetzt machen könnten, wäre uns entweder bei Shubin hinstellen und darauf warten, dass jemand einkauft. Aber Shubin hat eine waffenfreie Zone, das heißt, das ist ein bisschen blöd, da können wir mit unserem Snare nicht agieren, weil der muss einen gewissen Abstand haben, damit man den aktivieren kann. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal zwischen Shubin und Area 18, weil, größte Regel der Piraterie, du willst nicht auffallen. Also du möchtest keine Kopfgeldjäger am Arsch haben, weil die versauen dir ja also die machen ein bisschen Spaß, damit du ein bisschen Dogfighting-Action hast, aber du hast ansonsten nur Schwierigkeiten, wenn du Kopfgeldjäger dran hast. Die stören deine Operation. Deswegen ist es am besten, man macht diese Serviceleistungen, die wir anbieten, außerhalb des Comma-Rays, weil dann wird ja nichts aufgezeichnet und man bekommt auch kein Crime-Stat von den Behörden, die völlig willkürlich einem den zuordnen. Völlig willkürlich, ja. Justizirrtümer sind da auch, aber man kann das Comma-Ray auch ausmachen, muss man dazu sagen. Man könnte es auch ausmachen, genau. Das ist aber jetzt ein bisschen komplizierter geworden, weil diese Türme langsam wissen, wo sie hinschießen müssen. Deswegen am besten außerhalb vom Comma-Ray. Und außerhalb vom Comma-Ray wäre, wenn ich jetzt nochmal ins Spiel zurückgehe, ja irgendwo
hier zwischen Dema und Aquab. Ja, also irgendwo da dazwischen. Mhm. Da wäre es doch super, weil er ist kein Comrade, das Comrade ist immer nur um die Planeten drumherum. Also ich fasse mal zusammen. Ich will einen Goldtrader abfangen, der wird höchstwahrscheinlich von Dema nach Aquab fliegen und ich will nicht überwacht werden, also muss ich irgendwie den abfangen, bevor der sein Ziel im Comrade-Reichweite erreicht. Alles klar. Genau, so, jetzt könnte ich das, wie mache ich das jetzt? Ich habe ja nur 20 Kilometer Reichweite und was heißt 20 Kilometer Reichweite? Genau, ich zeige das mal ganz kurz. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, wunderschön. So. Das hier ist jetzt mal kurz eine stilisierte Darstellung eines Systems. Wir haben hier Crusader, Yela und Dema und wir haben hier unten Aquab. Okay. Boah. Und meine Bubble, die ich jetzt habe, die habe ich hier mal so stilisiert dargestellt in Form von diesem roten Kreis. Ja. Ja. So, das heißt, damit es funktioniert, muss ich auf der Linie sein zwischen Crusader und Aquab. Mhm. Mach mal einheitlich Dema und Crusader. Achso, ja, sorry. Genau, Dema haben wir ja gesagt. Warte, ich ziehe das mal kurz rüber. So, dann machen wir das halt so. So, da muss ich irgendwo dazwischen. Also er springt ja nicht genau von da, er springt ja dann eigentlich von Dema irgendwie nicht genau von dem Punkt aus, oder? Weil die Linie ist jetzt ziemlich schmal, oder? Ja. Genau, die Linie ist ja sehr schmal. Also wenn ich das jetzt sage, wo ich ja gerade im Spiel bin und ich würde da jetzt hinspringen, dann könnte ich ja einfach kurz vor Aquab meinen Quantum Drive wieder ausmachen und meine Bubble zünden und dann ziehe ich den raus. Das Problem ist nur, ich springe ja nicht vom Mittelpunkt von Dema, sondern jetzt bin ich irgendwo hier. Ah, ja, okay. Ja, das heißt, bei mir ist es jetzt schon mal verzerrt. Wenn der später von Shubin, weil der Dema dreht sich ja, von da springen würde, dann stehe ich völlig verkehrt. Was heißt Dema dreht sich ja? Erklär noch mal ganz kurz. Also die Planeten, für die, die nicht wissen, die Planeten drehen sich. Genau, die Planeten drehen sich und jetzt, ich gehe jetzt mal noch gar nicht auf das Physics Grid ein, wo ich später noch was dazu sage, sondern erstmal nur der Mond und der Planet dreht sich ja. Das heißt, ich fliege von Shubin hoch, ich könnte links sein, ich könnte rechts sein, ich könnte... Du könntest überall sein. Okay. Du könntest auch auf einem Punkt sein. Ja, du könntest auch auf der anderen Seite sein und dann musst du ja erstmal hoch über einen OM-Punkt fliegen, damit du überhaupt zur Ark kommst. Da bin ich gar nicht am Planeten, dann bin ich hier sogar weg vom Planeten, also an der Seite so ein bisschen. Mhm. Okay. Genau, ich habe das einmal stilisiert hier bei Crusader. Deswegen jetzt mal kurz, müsst ihr kurz Transferleistung machen. Was man also abdecken muss, ist die OM-Punkte. Das heißt, du weißt ja nicht, wo das Ziel herkommt. Okay. Also das heißt, du musst diesen imaginären Kreis der Orbitalpunkte, den musst du quasi abdecken, weil da könnte überall dein Ziel herkommen, weil du weißt ja nicht, woher sich der gedreht hat. Also wir tun jetzt mal so, als würden wir von Crusader springen und hätten natürlich, das heißt, der Absprungplanet ist eigentlich größer als der Planet. Also der Absprungpunkt ist größer, weiter als der Planet. Mhm, mhm. Es ist wie so ein großer Trichter, den du quasi einfangen musst. Und dadurch wird es, und das ist auch nochmal ganz wichtig, aber alle zielen ja auf einen Mittelpunkt vom Endergebnis und deswegen wird es am Ende immer spitzer. Das heißt, je näher du rangehst, desto mehr deckst du ab. Der Kegel wird ja klar, weil du zielst ja auf die Mitte von deinem Zielpunkt. Das wissen, den kennen wir ja, Aquab. Ah, okay, und dann geht der Trichter. Genau. Verstehe. Das heißt, je näher du rangehst, desto safer oder sicherer ziehst du jemanden raus. Auch je weiter außen der ist. Aber irgendwann kommst du in Comrade-Reichweite von Aquab und da willst du ja nicht sein. Also du möchtest ja nicht entdeckt werden. Wir wollen wollen ja dem der Justiz sich unnötig viel Arbeit machen. Richtig, ja. Die machen das auch immer falsch. So, das heißt, was wir jetzt machen, jetzt kann man das ja hier schön aufzeichnen, aber das ist ja alles nur eine stilisierte Grafik. Deswegen wechsle ich mal jetzt rüber in unseren Snareplan und zeige, wie man das hier tut. So, gehen wir nochmal hier ganz zurück. Das ist Snareplan. Ganz kurz mal Ingame hin und her. Fliegen. Okay, das ist also das Tool. Genau, müssen wir den Link nochmal reinposten auch. Jupp, Maria. Natürlich jetzt nicht gerade da aktiv, aber ich kann es halt selbst mal auf. Das könnt ihr alle nutzen. Das ist kostenlos, das Tool. Und für alle verfügbar. Und damit kann man diese Berechnungen, von denen wir gerade gesprochen haben, diesen Trichter, den ich gezeigt habe, sehr, sehr schnell erzeugen. Und zwar von allen Punkten zu allen Punkten. Mhm.
Das ist diese Mathe-Leistung, die Erik da gemacht hat, wo ich keinen Plan hatte, wie er das getan hat. Ich habe nur gemalt, dass es schön aussehen soll. Ah, okay. Das ist gut. Das heißt, das ist ganz Stanton jetzt hier versehen. Genau. Und da das sind alle Planeten und Dings und alle Sachen drin. Okay. Genau, jetzt, kannst du auch ranzoomen und dann siehst ja, du auch, dass ich... jetzt mal angenommen, wir hätten jetzt hier diesen Dema-Funnel. Können wir den ja nicht mal abbilden hier, um mal zu gucken, wie das geht? Genau, jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen Dema, Arcorp wollen wir abfangen. Deswegen hier unter Origin gebe ich jetzt einfach mal Dema ein. Origin, Herkunft. Was ist denn mit, was ist denn mal mit Internationalisierung hier? Zack, zack. Ja, wir haben es halt auf Englisch gemacht, dann sagen wir, damit erreichen wir jeden. Aber ja, wir sollten es vielleicht auch auf Deutsch mal übersetzen. Könnt ihr aber machen, sobald Star Citizen komplett auf Deutsch ist von Haus aus. Ja, das macht genau, das machen wir dann, wenn Star Citizen rauskommt. Wir dürfen Tipps abgeben. Ihr dürft zumindest eine deutsche Übersetzung haben wir schon gedacht, weil wir auch bei uns in der Orga Leute haben, die nicht 100% Englisch sprechen können. Ja, und dann Französisch und Spanisch. Das sind die größten Star Citizen. Sind die größten. Das sagen wir also alles, ja. US Platz 1, Deutschland 2, ich glaube Frankreich 3 und Spanien 4 von der Spieleranzahl her. Oh, wir sind sogar Platz 2? Ja, wir sind Platz 2. Also jetzt hier habe ich mal als Herkunft Dema angegeben und wo wollen wir hin? Wir wollen nach Arcorp, also gebe ich Arcorp ein. Und jetzt muss ich hier die ganzen anderen Knöpfe, kann ich erstmal ignorieren. Klicke hier unten einfach auf Show Results. Okay. So. Bam. Jetzt kommt mir ganz viel. Ach so je. Man hat schon Grafik. Angst, mache ich aus. Habe ich Angst, ist mir zu viel. Ist alles. Genau, diese Grafik hier rechts. Das ist die Map, die einem Angst macht, deswegen schaut er gar nicht hin, weil wir haben das einfach stilisiert hier auf der linken Seite in Form von unserer, was haben wir gesagt, Terminal-Map oder so. Wir hatten da mal einen coolen Namen für. Und zwar seht ihr jetzt hier auch wieder, wir wollen von Dema nach Arcorp. Ja. Und dann sieht man hier so einen grünen Streifen, das ist quasi der Trichter, den sieht man hier auch angedeutet auf. Wenn ich ganz nah ranzoome, dann seht ihr diesen Trichter, den ich ja vorhin mal kurz gemalt habe. Das ist hier stilisiert, dieser grüne Balken. Und da unser QED, der ist von Haus aus, plant euch Snareplan immer so weit wie möglich vom Zielort weg ein. Okay. Ab dann, wo es möglich ist, dass ihr jemanden abfangen könnt. Also ab das dann heißt, ist die Schnittfläche 100%. Okay, das jetzt, dann zeig doch mal die Schnittfläche. Wir sind Zoom. Ja, da hast du draufgeklickt, muss erklären. Genau. Zoom to QED kann man draufklicken. Genau, du kannst auf Zoom to, da kannst du hin und her klicken hier oben. Da kannst du Zoom to QED machen. Da kannst du Zoom to Result machen. Und hier kannst du die Position insgesamt resetten, aber das ist der Punkt, wo du jetzt genau sehen kannst, das ist unser Trichter. Du musst es ein bisschen schieben, wir sind da mit unserem Bildchen drüber. Da. Ah, okay, mach's mal so. Ja, sein 4K-Monitor hier, ultra-wide. Ja, genau. Alles. Genau. Das, okay, das heißt, wir sind jetzt an dem roten Punkt, den wir auch in der Übersicht auf der linken Seite sehen, ne? Also Zoom to QED. Genau, ja. Wir sind genau an dem Punkt jetzt. Das ist da, die Strecke auf der Map, da sind wir jetzt. Genau, und was ihr hier seht, ist, wir haben dieses 20 Kilometer hier eingezeichnet, wir haben 10 Kilometer und 18 Kilometer eingezeichnet. Und dieses 18 bis 20 hat den Grund, dass wenn ihr so knapp dasteht, kann es sein, dass an den Rändern durch Desync das Spiel nicht ganz verstanden hat, dass ihr an der Position seid, wo ihr seid und dass euch da jemand durchflutscht. Deswegen empfehle ich, hier diesen Regler zu nehmen. Jetzt verschwindet das rechts, aber ihr seht auf der linken Seite, wenn ich diesen Regler nehme, kann ich die Distanz reduzieren. Mhm. Also geht mal ein bisschen näher ran, könnt ihr ruhig machen, wir haben ja den Platz. Und solltet ihr zu nah rangehen, dann seht ihr hier oben rechts, ich mache das mal ganz rechts, dann seht ihr auch in Comrink Range. Okay. Da wird euch auch gewarnt, jetzt seid ihr zu nah dran. Aber würde ja gehen, die Sprungentfernung ist ja nicht von der Comlink Range, also die Interdiction ist ja nicht von der Comlink Range abhängig, sondern die Comlink Range ist dann auch in dieser Möglichkeit, jemanden abzufangen drin. Genau, warum das nicht ganz dran ist, erklären wir gleich. Aber und ich sehe, unten links wird die Distanz auch automatisch angezeigt, nochmal in dem Eingabefeld. Snare-Distanz in Kilometern. Und auch die Grafik hier, die Map, die aktualisiert sich sofort. Ich musste halt jetzt hingehen, weil ich bin so weit rangezoomt, dass man das hier. Also das flitscht ja sofort komplett raus. Mach nochmal weiter. Ja, ich gehe mal komplett raus, dann seht ihr. Ah, deine Webcam ist davor. Ja, jetzt ist die Webcam davor. Da ist das Ziel, genau. Und dann seht ihr, das ist der Raum, den wir... Richtig geiler Scheiß. Wer hat das denn programmiert? Ist ja super.
Ja, das weiß ich auch nicht, wie das genau gemacht hat, weil das ist ganz. Es war auf einmal da. Es war einfach da. So, ja. Das heißt, jetzt stellen wir das mal ein hier, so auf 300.000 ist doch schön, ja, oder machen wir okay, mal. Okay, so dann kann man sehen, das ist vor Walla. Genau, und dann steht vor Walla und jetzt ist das richtig schön kleiner, also ich doppelt so viel übersteigt meine Reichweite. Schieb's noch mal ein bisschen, bitte. Schieb's noch ein bisschen rüber. Schieben, ja, genau, perfekt. Ja, da ziehe ich auf jeden Fall jemanden raus, ja. Das heißt, also das ist ja jetzt die 2D-Ansicht von dieser 3D-Bubble. Du hast ja diese 3D-Blase, das ist jetzt einfach nur, und da springt jetzt jemand durch und das ist ja auch nicht ein Streifen, sondern ein Zylinder, also ein Kegel, wo der durchspringt, auch dreidimensional. Der kann dann also irgendwo innerhalb von dieser Bubble kann der auftauchen. Also da, wo die Schnittpunkte sind, genau. Zwischen Bubble, ja. Und... Okay. Meistens hier relativ weit vorne. Also wenn du in Richtung des Ursprungsorts schaust, dann übersiehst du es auch nicht so leicht, dass da jemand kommt. Es kann allerdings auch sein, dass er viel weiter, je nachdem, wie die Verbindung auch vom anderen war. Ja? Also das Extremste, was wir mal gesehen haben, aber das war vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, das waren 20 Meter vor der Mantis. Genau draufgesprungen, auf die Nase. Ich glaube, ja. Wir haben einen. Ja, ich kann ihn sehen. Ich seh seinen Helm gerade von mir. Ich kann mir aus, natürlich aus, wir haben das ja auch schon öfter gemacht, wenn der 20 Kilometer von dir weg ist, siehst du nicht. Also als Punkt. Und dann eventuell musst du auch mal pingen und sehen, weil die Signatur zu klein ist. Du siehst ja, früher haben wir noch gekriegt, noch bekommen, so Quantum Snare Event. Das ist, ja, im letzten Patch war das Universum voll mit Quantum Snare Events, weil da überall diese kleinen Marker waren, die sind jetzt weg und jetzt sieht man gar nichts mehr. Ja, es hängt vom Server ab. Normalerweise, ja. Das können wir auch später zeigen, wenn wir ins Spiel gehen. Da taucht jetzt so eine kleine Raute auf, die ist manchmal weiß, manchmal ist sie grün, manchmal ist sie blau und manchmal ist sie rot. Kannst du nicht aufschalten, daran erkennst du es, dass es... Und auf der Karte, auf der Star Map steht auch Quantum Snail Event. Ja, es ist noch okay. Ja, wir machen das ja immer so, wenn der Mantis-Pilot wird halt rot, in dem Moment, wo er kommt. Aber ich hoffe, das können wir alles später zeigen, oder? Ja, können wir zeigen. Perfekt. Wahrscheinlich, vermutlich. Ob der Mantis-Pilot rot wird, weiß ich nicht, ob das sein können. Aber okay, also wir haben jetzt gelernt, irgendjemand springt von A nach B. Auf dem Weg stellen wir uns dahin, wir berechnen, wo wir hin müssen. Das heißt, ich fliege dahin mit meiner Mantis, fliege den Weg runter von A nach B und gehe aus dem Quantum Drive raus an der Stelle, an der ich ausgerechnet habe, wo ich jemanden einfangen kann. Wie komme ich jetzt dahin? Wie komme ich denn raus? Wie komme ich denn raus? Für die nicht wissen, gibt ja nämlich auch, ich versuche das mal so Schritt für Schritt, gibt ja Leute, die vielleicht zum ersten Mal sehen und hören. Wie komme ich denn aus dem Quantum Drive raus? Vorher? Ja, das würde ich jetzt einfach mal zeigen, weil wir müssen ja sowieso hinspringen. Ah, sehr gut. Um ein bisschen die Wartezeit zu überbrücken. Also, was wir jetzt gesehen haben, was ich plane, ist, dass ich jetzt da hinspringe. Da gibt es hier diese Beschreibung, was ich machen muss. Ich muss von Dama nach Arkop zielen. Ah ja. Und dann muss ich den Quantum Drive starten und bei 500.529 Kilometern stehen bleiben. Boah, wie soll ich das denn machen? Genau da drauf. Ja, das musst du, wenn du richtig gut bist, schauen wir mal, wie gut es ist. Okay, alles klar. Was macht dann die Erfahrung? Wir nehmen Wetten entgegen, wie nah du jetzt rankommst an 500.529 Kilometer. Okay, so, also wir in der Mantis. Genau, ich bin in der Mantis und ich bin schon bei Dama. Da hier oben hänge ich ab. Ja. Und was ihr ja schon seht, jetzt bin ich sogar schon recht mittig, wenn ich nämlich jetzt dann gleich eine Route mache Richtung Arkop. Dann hoppla. So, hier. Und dann nochmal ranzoome. Diese Star Map ist so cool. Das ist die neue. Die ist gut. Ja, dann seht ihr, ich bin nicht ganz mittig. Das heißt, ich springe eigentlich jetzt schon von der Seite weg. So ein bisschen das, schief. Ist so ein bisschen schief. Um genau so zu stehen, wie ich es plane, müsste ich quasi von der Mitte springen. Auf diesem Blauen. Das werden wir aber gleich aussehen. Aber es ist in dem Fall jetzt egal. Wir haben ja ein bisschen Platz gelassen und so. Das heißt, da kann uns nichts passieren. Da springen wir mal jetzt hin. So, dann hier einmal A-Korb anvisieren. Mhm. Ganz wichtig, auch immer einen richtigen Quantum Drive drin zu haben.
dass man auch immer diese weiten Sprünge alle schafft. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Atlas drin. Ich pack da der auch ist ein bisschen Atlas gemächlicher. Rein. Der ist ein bisschen langsamer, ja, aber ja. Du musst mit der Mantis zum Beispiel oder so, du musst halt öfter mal springen und dann brauchst du ein bisschen mehr Sprit. Also brauchst du ja. Ist die Abwägung. Genau. Da finde ich, hat das ein ganz gut gemacht. Da gibt es halt die Abwägung. Was baust du ein? Wo ist der Spritverbrauch? Wie oft musst du einen Dach tanken? Finde ich ganz gut. Würde ich ja mal kurz zeigen, wie die Mantis am besten ausgestattet ist. Was ich empfehlen kann, ist Panther Repeater drauf zu haben, damit man im Zweifel sich wehren kann, weil die hatte diese Cannons standardmäßig drauf. Raketen sind wichtig. Immer irgendwie EM-Raketen mitnehmen. Ich empfehle Pioneers, weil sie besser, also sie explodieren auf eine weitere Distanz. Die können auf 2,4 Meter explodieren die schon, nicht so wie die Task Force. Und die braucht ihr, falls euch jemand an den Leib will, dann wollt ihr abhauen. Und das Einzige, was euch wirklich gefährlich werden kann, sind andere Raketen, aber das kriegt ihr geregelt, indem ihr euren Snare wieder ausmacht. Oder eine Lightning, weil die Lightning schneller ist als ihr. Die kann euch einholen. Und deswegen müsst ihr der Lightning in der Zeit, wo sie euch anfliegt, so viel in die Fresse geben wie möglich. Und so Pioneer-Raketen können schon mal dafür sorgen, dass ihr irgendwas abfällt, wenn ihr die gut zuspammt. Das wird sich in Master Modes aber auch noch in Kürze ändern. Die Mechaniken werden sich da sicherlich, also das wird wahrscheinlich outdated sein in dem Moment, wo das Video rauskommt hier. Es kann so gut sein. Ja. Ihr wollt damit nur die Wartezeit kurz ein bisschen überbrücken, also auch ordentliche Schilde reinpacken, ordentlichen Powerplant und halt einen Atlas, damit ihr auch nicht sofort euer Sprit leer ist. Ja. Genau, so 10 Millionen habe ich überbrückt. Sehr gut. Leo schreibt noch, die Taskforce sind aber gut gegen die F8. Also gibt ja unterschiedliche Meinungen, aber das ist ja normal so. Jeder hat so seine Präferenzen und das sind ja nur Hinweise hier, die man. Das sind eure Erfahrungen. Ja? Ich kann nur sagen, ich habe mir die Gamefiles angeschaut und wenn du dir die anschaust, kriegst du noch ein bisschen mehr Infos als bei Aircool. Und die Taskforce sind super, wenn du nah dran sein willst, weil sie eine niedrigere Aufschaltreichweite haben und auch, also da ist der Vorteil der Taskforce. Aber wenn du ja weg willst, dann sind die Pioneers besser, weil sie 5 Sekunden länger fliegen, also hast du länger diese Nervigkeit um dich rum. Auch genug Schaden machen gegenüber den Taskforce, um eine Komponente zu grillen. Und eben die Taskforce explodieren bei Treffer und bei 1 Meter Abstand und die Pioneers bei Treffer und bei 2,40 Meter Abstand. Okay. Und dadurch hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du halt wirklich triffst, vor allem wenn das Ziel eine hohe EM-Signatur hat. Okay. Deswegen Pioneers auf der Mantis. Das heißt, es gibt nicht die Raketen für jedes Schiff. Wobei ich sagen muss, also meine Erfahrung, und ich bin ja, wir sind ja nur Hobby-Piraten, nicht so Profi-Hardcore-Typen, wie ihr das seid. Dazu kommt es nie. Also, dass ich mal eine Rakete abschieße, ist mit der Mantis eher selten. Bei uns auch nicht immer vor. Aber wenn wir mal einen und halt uns mal auf was hinstellen, wo wir wissen, okay, da wird ein bisschen viel Widerstand kommen und wir mal so ein bisschen auf den Kampf raus sind, dann kann das schon mal vorkommen, dass die Mantis mal auf sich allein gestellt ist. Du hast ja auch gesagt, man kann dann den Snare ausmachen, dann geht die EM-Signatur runter, du willst halt nicht so gut, deine Signatur geht dann halt runter, damit die Raketen nicht gut aufschalten können und so weiter. Wenn ich den Snare ausmache mit der Mantis, dann ist das sowieso schon vorbei, dann will ich weg. Dann ist, ja, genau. Dann ist, in dem Moment ist das Thema durch und dann, ich, Gooks, denk dann nicht mehr daran, mich umzudrehen und dem Raketen zu geben. So, jetzt habe ich es hier ja glorreich geschafft. Ich ja, wollte nicht schlecht. 92.000 wollte ich ja genau raus. Wirklich nicht schlecht. Und dazu, jetzt bin ich ja hier ordentlich und stehe hier rum. Und jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, okay, passt alles. Schau mir mal den Chat an. Chat, habt ihr denn Fragen? Brennt euch was auf der Seele? Verständnisfragen? Mantis und der Amistus-Sohn. Okay, ganz schnell Durchlauf, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Das hat sich in der 3.1.20 geändert und jetzt verstehen wir es nicht mehr. Ursprünglich war das mal die Green Zone von der Mantis, also beim Snare ist es 30 Kilometer Green Zone, plus die Armistice Zone. Die Größe der Armistice Zone zusammen addiert ist die Distanz vom Outpost, die du sein darfst, um den Snare zu verwenden. Mittlerweile darfst du aber näher ran. Es ist, als wäre die Armistice Zone kleiner geworden
Oder die Green Zone ist teilweise kleiner geworden, aber in den Gamefights ist sie gleich geblieben. Also wir wissen nicht, woran es liegt. Also ja, aber es ist so unklar. Also du kannst eigentlich bei einer Mystic Zone meiner Meinung nach den Snare vergessen, weil da musst du ja stehen bleiben und da hast du eh das Problem, also was du da machst. Deswegen also bei Arm ist es so, bei Arm ist es so, und eher den Dampener verwenden. Der Dampener ist wie das Snare, nur da kann ich Leute rausziehen, der jammt aber immer noch. Und auf 2 Kilometer, also kannst du sie auch, kannst ihn auch näher an der Armsystone verwenden. Oh, Sharkfresh hat geschrieben, wie man die Comma Race ausmacht. Ja, da brauchst du einfach nur einen Hacking-Stick und du musst es halt ranschaffen ans Comma Ray. Bis zum letzten Patch war es so, dass du dich sehr gut zwischen diese Ausleger, zwischen diese Solarausleger stellen konntest, haben dich die Türme nicht getroffen. Aber irgendwie haben das wohl die Entwickler gemerkt, dass das nicht so gedacht ist. Und jetzt, wenn du dich da hinstellst, dann schießt einfach von hinten so ein Turm drauf. Das heißt, jetzt brauchst du jemanden, der dich absetzt und dann kannst du da rein EVA'en und kannst innen drin das Comrade ausmachen. Allerdings Achtung, währenddessen triggerst du ja eine Mission. Das heißt, alle anderen bekommen die Information, dass jemand das Comrade hackt und können dann ohne Strafe dahin fliegen und dich halt ausschalten. Deswegen hab am besten auch immer jemanden dabei, der aufpasst. So. Enigma V4 schreibt, im Moment ist der QT noch ein Spline-Teleport, in Zukunft wird es ein echtes Fliegen, freie Ziel war ohne QT-Points. Nein, wird es nicht. Ich glaube, du redest vom Quantum Boost. Das ist ein relativ limitierter Boost in eine Richtung. Den kannst du zwar frei wählen, aber der ist maximal 30.000 Kilometer, grob geschätzt von dem Footage, das wir bisher gesehen haben und von Gesprächen mit Yogi, die ich geführt habe. Und das ist immer in einer geraden Linie. Also selbst wenn Snareplan kann dafür kompensieren, habe ich sogar schon eingebaut. Ist, glaube ich, nur noch nicht öffentlich. Oder ist es öffentlich? Nee, ist, glaube ich, nicht öffentlich. Gerade Linie, also F himself fragt, gerade Linie, hatten die das nicht bei der CitizenCon anders gesagt und gezeigt, dass man etwas lenken kann? Nee, das ist das Minigame, dass du dich praktisch auf einem Punkt halten musst und wenn du nicht auf diesem Punkt bleibst, dann halt verlierst du das Minigame und dann dein Quantum Travel unterbricht sich. Also du kannst nicht lenken, es ist immer noch in der geraden Linie, aber du hast ein Minigame, wo du dich auf einem Punkt halten musst. Sonst destabilisiert sich deine Blase und du fällst raus. Da kommen wir ja ungefähr her von Crusader, ja. Also damit man auch immer weiß, wo man herkommt, ist immer wichtig. Und jetzt habe ich den Quantum Snare geladen. Das seht ihr oben rechts. Das ist meine zweite Waffengruppe und dann drücke ich drauf und dann macht's. Ja. Sieht von außen so richtig cool aus, ja. Okay. Und dann ist jetzt durch diese Bubble. 20 Kilometer Radius, 40 Kilometer Durchmesser, wer in der Schule aufgepasst hat, um dich rum. Genau, und oben rechts erscheint das durchgestrichene Quantum-Symbol in meinem HUD. Und wenn ich jetzt irgendwo hinspringen würde, also auch wenn dieses Symbol nicht da ist, das kommt manchmal nicht, dann seht ihr jetzt hier Quantum System Jammed. Ah. Das heißt, ich selber kann natürlich auch nicht rausspringen. Und jetzt steht man hier halt. Was man vielleicht erwähnen sollte, der Snare oder generell Jamming ist nicht selektiv. Es betrifft alle. Auch die Freunde der Mantis, die Party-Member, alle. Genau. Ja. Also niemand kann jetzt mehr raus und man selber grillt auch sein Hirn hier so ein bisschen durch, glaube ich. Also ich glaube, es ist nicht gesund. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem. Keine Ahnung, jetzt müssen wir hier 100 Jahre warten, bis überhaupt mal irgendwas passiert wahrscheinlich. Der und Pirat muss warten. Wir wissen nicht, ob wir richtig stehen. Ob wir richtig stehen? Wir stehen doch jetzt richtig. Ja, das erklären wir jetzt gerade noch nicht. Wir stehen super. Noch nicht? Oh, nein, okay. Nein. Ob wir richtig stehen? Achso, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Genau, jetzt müssen wir also, ja gut, der Stream wird jetzt noch ein bisschen dauern, weil wir warten jetzt, bis einer reinspringt, ne? Okay. Ja klar, jetzt geht's los. Ja, also ganz, ganz wichtig ist, jetzt geht die Moralzeit los, deswegen seid ihr immer gut ausgestattet, weil wenn ihr jetzt aufsteht, ich sage euch, in dem Augenblick, wo ihr jetzt irgendwo hingeht auf die Toilette, dann springt jemand durch und zerstört euer Schiff. Das heißt, ab jetzt volle Aufmerksamkeit und immer drauf achten. Genau, und die Gespräche im Discord ebben ab oder nehmen zu, du passt nicht auf, der eine fängt an zu surfen, macht einen Browser auf
Und dann hatten wir schon oft so, da ist gerade eine Mantis, da ist gerade eine Reclaimer vorbei, ist schon wieder weg. Oh, ja, genau. Ich habe auch eine super Geschichte von, das muss ich vielleicht dir auch mal zeigen, Gux. Ich hatte eine super Geschichte mal. Ich bin mal kurz, wirklich zwei Minuten bin ich kurz weggegangen, ne, Klopause. Ja. Und dann komme ich zurück und ich habe einen AFK-Kill bekommen. Ich habe AFK eine Prospector zerstört. Kontakt. Oh, da habe ich jemanden. Das, das ist noch nicht mal unser Aber ist ja lustig, da machen wir es halt mit dem hier. Eine Kelle. Also, ich habe dir Maropath rausgezogen. Okay. Scheibenkreiser. Ja, schauen wir uns den mal an hier. Ja, das ist jetzt, herzlich willkommen, Maropath. Du bist unfreiwillig bei uns reingekommen. Sehr gut. Oh ja, gut, aber dann... Das ist nicht unser Mann. Der bleibt auch stehen. Das heißt, entweder ist der AFK oder es ist... Jetzt bist du natürlich alleine, was blöd ist. Das ist ja kein Thema. Es ist ja nur eine Carrick. So, jetzt scanne ich ihn erstmal, ob er was an Bord hat. Oder okay. Muss er noch ein bisschen näher ran. Ja. Sonst geht es nicht mit dem Scan. Also, das ist jetzt nicht geskriptet. Das ist nicht geskriptet. Das ist jetzt tatsächlich echt. Unser geskripteter Mann ist aber auch gerade unterwegs. Ja, den ziehe ich dann auch noch mit raus. Also das ist jetzt toll hier mit, man muss natürlich im Decoupled sein, dann kann man so schön daneben schweben. Immer darauf achten, dass der andere eventuell einen Turm besetzt haben könnte. Scannen geht auch und richtig dann gut, ordentlich, stelle ich gerade fest. Dann ordentlich den Scannen. Ja, du musst halt nah genug dran sein. Die Webcams sind vom Scan. So, der hat Quarz an Bord. Quarz an Bord, oh Gott. Was? Ja, der hat 450 SU Quarz an Bord. Okay, der darf gehen. Und jetzt würde ich ihn normalerweise ansprechen. Maropath heißt der Typ und wir haben bei Core Legend ein bisschen, der hat einen größeren Monitor, wir haben das so ein bisschen zusammengestaucht hier, deswegen könnt ihr den Chat nicht lesen oder nicht? Genau, den Chat könnt ihr nicht lesen, hier mal kurz der Fokus, ja, okay. Dass er stehen bleiben soll. Wäre jetzt normalerweise der Ding und ich würde ihn, also normal bist du nicht alleine, das heißt, jemand würde ihn jetzt noch anrufen. Das traue ich mir jetzt gerade nicht zu, weil dann bleibe ich nicht auf der Linie. Normalerweise hätten wir jemanden, der keine Ahnung, in einem Turret sitzt oder gerade woanders Piraterie Prediction macht. Auch der macht das dann alles hübsch und höflich. Machst du nie alleine. Du bist, es gibt keinen Solo-Piraten, der das irgendwie sinnvoll selbst macht. Das kann man mal versuchen, aber erstens macht das keinen Spaß und zweitens hast du viel zu tun. Mhm. Genau, so, was auch immer wichtig ist, ist den mal kurz aufzuschalten mit einer Missile. Das gibt dem ersten einen sehr schönen Klang in seinem Cockpit. Mhm. Und zweitens verhinderst du, dass wenn der wenn der irgendwie ausloggen will oder so, sein Combat-Timer aus. Dann ist er im Kampf, genau. Es gibt gerade einen Bug, dass wenn man ihn beschießt, dass er Combat-Timer nicht ausgelöst wird. Ah, okay, weil normalerweise, wir ballern einmal ein paar Mal drauf. Also mit Raketen aufschalten ist gut, oder was? Dann geht der Combat-Timer los. Ja, das ist immer eine gute Sache. Dann kann er sich nicht mehr ausloggen im Bett. Das sagt auch gerade Handgranaten-Joe. Der kann sich nicht ausloggen. Mhm. Der ist im Combat. Genau, da kann so gut, aber ich überfalle ihn jetzt nicht. Es hat zwei Gründe. Erstens wollen wir es euch ja mit jemand anders zeigen. Ja. Zweitens hat er nur Quarz an Bord. Und drittens ist es eine Carrick. Und eine Carrick ist das beschissenste Schiff zum Ausladen ever. Also kleiner Tipp, handelt einfach mit einer Carrick und ihr seid schon mal einigermaßen sicher. Aber die Reclaimer ist auch nicht schön zum Ausladen. Aber die hat wenigstens Warenwert an Bord. Ordentlich. Die hat Warenwert, aber die kann man dann auch sprengen. Die hat auch viel und die kann man dann sprengen und dann fliegt das Zeug so rum. Ne? Kommen wir später vielleicht noch zu. schön. Wir haben tatsächlich jemanden rausgezogen, der nicht geplant war. Wir versuchen das, aber wie kommen wir denn jetzt, sollen wir das jetzt schon zeigen, dann brauchen wir noch nicht mal, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück, jetzt müssen wir wieder zurückspringen nach Daymar, um dann wieder auf der gleichen Position zu sein, jetzt haben wir uns ja total bewegt. Stimmt, also das Gute war jetzt, das war jetzt so der Klassiker, die meisten fliegen ja einfach nur geradeaus, weil sie ja meinen, man ist ein NPC. Das heißt, man bleibt ja dann auf der Trichterroute drauf, aber es könnte ja sein, weil wir haben uns ja ein bisschen bewegt, wir wissen ja nicht, ob der wirklich exakt gerade geflogen ist. Wir sind jetzt ein bisschen mit dem mitgeflogen, es kann also sein, dass wir nicht mehr auf der Route stehen, weil wir uns jetzt bewegt haben. Und der normale Weg ist jetzt, wie Gux schon gesagt hat, man muss jetzt wieder zurückspringen, den ganzen Weg und dann nochmal sich neu aufstellen, weil ansonsten findest du den Ort ja nicht mehr, wo du dich hinstellen musst. Du darfst tanken und all das Nervige. Genau. Aber wir haben da mal was vorbereitet. Das ist so geil. Kann ich, und das ist noch nicht mal das Geilste. Das Geilste kommt. Und zwar gibt man ein, einfach im Chat slash Show Location.
Ja, wenn ich das jetzt mache, dann gibt mir der Chat zurück, wo ich bin im Verse. Ja, das habe ich jetzt in der Zwischenablage. Das macht das Spiel von ganz von alleine. Es hat nichts mit uns zu tun. Okay? So, und diesen Befehl, da gehe ich jetzt wieder zu mir in den Browser. Ja, wie soll ich das denn rüber kopieren, so ein, ey? Ja, genau. Da habe ich jetzt so ein, haben wir natürlich was vorbereitet, Gux. Habe ich jetzt hier so einen neuen Knopf, der heißt Position Verification. Ah, okay. Ah, vorne ist dann Route Instructions, das ist da, wo man fliegen soll. Genau, oder? Da kann man so hochwechseln. Position Verification. Und da paste ich jetzt einfach mit Steuerung V meine Location rein. Ah, die Sachen sind im Zwischenspeicher, automatisch. Genau. Du musst es nicht abtippen. Nee. Das ist ja also, und du kannst es dir auch merken, das ist gut fürs Gehirn, einfach so ein bisschen Ah, genau. Für die Mathemagier unter euch, ihr könnt da ja auch ein Spiel daraus machen. Ah, so, und jetzt sagt mir Snareplan, wo ich bin. Wenn ich jetzt hier auf den Fokusknopf drücke, sehe ich das auch auf der Karte. Und jetzt wird es ein bisschen bunter. Rot ist, wo ich sein müsste. Ja. Und gelb ist, wo ich bin. Ah. Ja. Das heißt, ich bin ein bisschen versetzt. Das ist noch alles gut. Aber ist alles gut, weil Snareplan sagt, ich habe immer noch 100% Coverage. Damit ich aber besser stehen würde, als habe ich jemanden rausgezogen, Moment. Dann machen wir das danach weiter. Wie hast du das denn gehört? Ah ja, das ist Voodoo. Genau. Das ist unser Mann. Okay, wir haben ihn gefangen. 100% Coverage, wir haben uns bewegt. Haben festgestellt, aber wir stehen noch drauf. Genau. So, jetzt müssen wir aber auch, jetzt, Voodoo ist ein, Voodoo weiß, wie es geht. Jetzt fangt Voodoo an. Ja, Voodoo weiß, wie es geht. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt, Voodoo kommt auch schon ordentlich an mit 600 Meter pro Sekunde. Ja. Schön Merch mit ihm machen, schön immer den Upspray verwenden, damit man gute Beschleunigung hat. Ja. Und dann im Decoupled sein. Und jetzt wird spannend. Der dreht sich schon in meine Richtung, da weißt du schon Bescheid. Voodoo lutscht. Dass da jemand ist, der sich auskennt. Und der schießt sogar auf mich. Aber Gott sei Dank nur mit Cannons. Das heißt, auf mittlere Distanz trifft er mich nicht. Okay. Das ist vom Vorteil. So, aber jetzt will ich ja mal wissen, was der an Bord hat. Das heißt, ich muss mal jetzt einmal ordentlich ran. Ja. Voodoo. So. Also ich denke mal, der Voodoo wird wahrscheinlich Drogen. Der hat immer Drogen dabei. Oder also für Eigenkonsum, ne? Eigengebrauch. Gar nicht. Nee, schau mal, der ist leer. Das ist nur einer, der so ein bisschen Stunk machen will. Ja. Der hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich Piraterie mache, weil ich ja gerade im Global Chat geschrieben habe und jetzt. Und weil die Snape-Marker öffentlich sind, alle sind auf dem Server. Okay. So, genau, diese Cannons sind normalerweise kein Thema, wenn du halt schön deine Fassrolle machst und so, aber wenn du zu nah dran bist, trifft er dich damit. Also immer aufpassen. Ja. Und die machen dick Aua. So, jetzt trifft er mich nicht mehr. Das ist der Vorteil auch von der Mantis. Ich kann den jetzt ewig so halten. Ja, also er kann nichts machen. Ich schalte ihn auch nochmal auf mit Raketen. Jetzt kann ich meinen Kumpels sagen, passt mal auf, ich habe da einen, der macht ein bisschen Stunk. Ja. Kommt mal vorbei. Und wenn ich auf der Distanz bleibe, kann er überhaupt nichts tun mit der C2. Okay. Und er kommt aber auch nicht weg. Ja. Also Hinweis hier von jetzt mir als Outlaw-Pirat. Stehen bleiben spart dir viel Ärger. Erstmal stehen bleiben. Wenn die dich nicht anfangen, sofort runterzuschießen und die nur ein bisschen ballern und erstmal so Aufmerksamkeit oder dich so einfangen, was wollen die von mir? Ja, was wollen die von dir? Bleib einfach erstmal stehen. Ja? Bleib erstmal stehen, dann fangen wir an zu reden. Wenn mehrere Leute dabei sind, fangen die halt auch schon an zu schreiben. Guck mal einen Chat aufmachen und dann kann man sich unterhalten. Du kannst natürlich auch weiterfliegen, du musst nicht stehen bleiben, aber wenn du geradeaus weiterfliegst, hilft das auch schon mal. Dann könnt ihr dich nicht boarden. Also nicht so einfach. Genau. Nicht so einfach. Das Beste. Und du kommst ja nicht davon. Also der müsste mich ja jetzt zerstören, damit er wegkommt. Oder selber Nachschub holen. Und das ist jetzt auch das kleine Thema. Er könnte ja jetzt jemandem sagen, komm mal her und hilf mir. Und das ist halt jetzt das Spiel auf Zeit. Und deswegen, wenn wir halt, oder wenn ihr halt Piraterie macht, dann ist es immer ganz gut, wenn ihr jetzt schon noch ein, zwei Leute dabei habt, um notfalls mit Nachdruck eure AGBs durchzusetzen. So, jetzt machen wir aber das Gleiche nochmal. Jetzt haben wir uns ja schwer bewegt. Genau, jetzt lassen wir den mal fliegen, weil Voodoo der hat ja ist, Voodoo hat nichts, aber wir wollen ja nochmal gucken, ob wir irgendjemanden kriegen, der was hat, weil ist ja auch viel Aufwand. Die Gefahr besteht ja doch, dass der uns trifft und wegpustet, also hat nichts dabei. Adios. Du bist so relativ
uninteressant. Außer du noch einen Wegzoll vielleicht, was auch immer. So, jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir zurück wieder auf Position. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich nochmal bewegt. Also, wir geben ein Show Location, richtig? Genau, richtig. Jetzt gehe ich wieder hier auf meinen Chat, gebe wieder ein Show Location, bekomme andere Koordinaten und gehe in den Browser. Ach, guck mal, mach noch mal ganz kurz zurück. Der Chat da, der Online-Chat, der schreibt Rivara Belvin. A real pirate. I wouldn't even be mad. Hier, Daumen rauf. Sehr gut, finde ich gut. Wahrscheinlich haben die oben irgendwie Pirates geschrieben oder so. Ich würde nicht mal... Ja, ich habe ja reingeschrieben, dass er stehen bleiben soll beim ersten Spiel. Schreibt ihr den Global normalerweise? Ja, also wir versuchen die Leute anzurufen, aber die meisten checken nicht, wie man Direct Messages schreibt, sind überfordert, müssen dann erstmal den Chat anmachen und dann haben ja andere schon gelabert und deswegen auch gerne im Global. Ist halt so. Ja? Dann kriegt es auch jemand mit, aber im Global zu kommunizieren ist immer noch mal ein bisschen einfacher. Ja. Obwohl sich dann immer viele einmischen und alle haben. Ja, und alle, dann, sind dann, alle kommen dann. Alle kommen und alle sind und sagen, die Größten. Wir retten dich. Genau, wo ist er? Wir kommen. Ich schieße ihn weg. Aber es kommt keiner. Es kommt keiner. So, jetzt habe ich mir das Show Location eingegeben. Ja? Genau, Show Location. Muss ich es löschen? Ja, natürlich. Ja, genau. Einmal draufklicken und dann wieder rein. Löschen, genau. Und dann auf Fokus. So, jetzt sieht man, wir stehen immer noch drauf, weil das Lustige Wahnsinn. Ist ja, bei SC sind es ja immer nur so Drehgefechte, aber wir haben uns trotzdem um 9 Kilometer sind wir zu hoch und 7 sind wir zu weit auf der rechten Seite, okay. Also nach links und runter. Und warum sehe ich jetzt zweimal, also es ist die Draufsicht? Okay, genau, das ist ja ein dreidimensionaler Raum. Okay, Draufsicht und von so. Dann versuch doch mal, dich anzunähern. Also 9000 runter und 7000 nach links. Ganz wichtig ist jetzt die richtige Ausrichtung, weil wir sind im dreidimensionalen Raum und die Koordinaten sagen nicht, in welche Richtung man schaut. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach anfangt, euch nach links oder nach oben zu bewegen, dann wird es mit Sicherheit in die Hose gehen. Ja. Also, ganz wichtig, man muss Richtung Daymar schauen. Das ist elementar, weil Daymar ist unser Zielort. Ach, du musst... Ja. Und Ursprungsort. Ursprungsort, genau, sorry. Und deswegen gehe ich jetzt wieder ins Spiel zurück und suche mir jetzt erstmal Daymar raus. Ja. So, Daymar ist hier. Das wird ein bisschen spannend, weil ich habe Crusader nämlich dann vor der Nase. Ich kann Daymar gar nicht direkt auswählen. Ja, aber das wird wahrscheinlich reichen So, das ist das eine. Jetzt weiß ich, da ist Crusader. Als zweites muss ich jetzt aber die Orientierung im Raum hinbekommen. Deswegen mache ich mir jetzt meine Route wieder aus. Damit ich alle Sachen sehen kann. Ja. Wenn ich jetzt anmache, dann sehe ich alles und dann sieht man schon diese... Ah, okay, das ist die Universal die Plane. Ja. Genau, die drehe ich also rein und jetzt weiß ich... Für die, die nicht wissen, Star Citizen ist auch flach. Also alles, fast alles ist flach. Fast alles ist flach. Das ist wie im normalen Sonnensystem auch. Da gibt es auch mal Ausreißer, die eine komische Ekliptik haben, aber im Grunde genommen, die ganzen Sachen sind eigentlich alles, ist eine Scheibe. Genau, was jetzt die Koordinaten angeht, ist es ja trotzdem in oben und unten aufgeteilt in SC. Erkenne ich jetzt, dass ich nicht, ich könnte ja auch falsch rumstehen, ich könnte ja auch so stehen, dann wäre auch alles plain. Weiß ich, dass wenn ich Crusader anschaue und ich will, dass oben ist, dann muss die Sonne rechts sein. Und bei Hurston ist es genau andersrum, da muss die Sonne links sein. Ja? Also da, von dem Punkt aus, wo du stehst, du kannst das ja auch auf der Karte. Genau. Du kannst das von der Karte sehen, wo muss die Sonne sein. Ja. Genau, da kannst du ja nochmal. Warte, ich gehe nochmal kurz in die Karte rein. Also in das Star-Web steht dir, die Sonne muss rechts sein, damit ich. Ja, so wenn du von da gucke. Okay, wenn du von da guckst. Und hier direkt nochmal angemerkt: die Planetensysteme drehen sich noch nicht in Star Citizen. Ja. Das wird lustig. Noch nicht. Oh, oh Gott. Ich hör schon den Programmierer heulen. Weil wenn wir das auch bekommen, soll das kommen? Wisst ihr das? Es war mal geplant. Mittlerweile wissen wir es nicht mehr. CIG hat da so Mixed Messages gegeben. Das wird alles verkomplizieren, weil die Sprungtore werden sich drehen, die Planeten werden sich... Also wenn das so kommt. Mhm. Und dann... dann müssen wir irgendwie, das wird spannend. Ich habe schon von anderen Piraten-Orgas gesehen, die haben für Physics Grid teilweise Mini-Tools entwickelt, um dort zu interdikten, sowas ähnliches müsste Snaplan dann auch machen. Ja. Einfach das sagt, beweg dich in diese Richtung mit der Geschwindigkeit. Ach, aber das, das,
dann brauchen wir irgendwas im Spiel, weil mit Show Location das immer eintippern und raustappen, reintappen, das ist zu viel Arbeit. Nee, das geht nicht. Dann muss TRG was machen. Also an die Daten ranzukommen, da muss man irgendwie noch eine API haben, wo man sagt, was ist gerade Phase. Was ist gerade Phase. Wir warten ja, meiner Meinung nach, sollte ja eine API geben, auch für Kommunikation zum Stream Deck, zu Game Glass und was alles benutzt wird. Ja, ne? Wahrscheinlich erst Beta oder aber es ist alles nur unidirektional Richtung System, aber nicht zurück zum, ja. Gut. So, jetzt habe ich mich ordentlich aufgestellt. Das heißt, ich weiß schon mal, dass oben ist, unten ist und so weiter. Ja, also das wird klappen. Ja. Und jetzt gucke ich nochmal in meinen Browser rein. Ich habe jetzt mal kurz auch den den Snare ausgemacht, damit nicht nochmal jemand reinhüpft, damit ich das in Ruhe zeigen kann. Ja. Jetzt weiß ich muss, das sieht man jetzt hier auf der linken Seite. Down. Ich muss also nach links und nach unten, ja, damit es wieder passt. Ja. Damit ich wirklich gut draufstehe. Und das muss man jetzt so ein bisschen nach Gefühl machen. Also gehen wir zurück ins Spiel. Und was mir immer ganz gut hilft, ist so ein bisschen mitzählen. Also mal erstmal die nach unten Bewegung. Passt das alles? Also einmal decoupled und runter straven. Und dann mal so 200. Dann bin ich jetzt auf 200 und dann zählst du halt mit 3, 4, 5. Das sind 1000 Meter. Und den bei Kopf rechnen, genau. 2000 Meter könnt ihr immer wieder machen. Ja, ja. Und das wird dann immer, kommt dann immer wieder aktualisiert in den Zwischenspeicher. Guck mal, also, ist doch schon mal super. Jetzt machen wir es ein bisschen advanced. Jetzt machst bewegen du uns runter und nach links. Ja, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. So, es heißt auch wieder kappelt aus und täusch mich dann, nicht. Ich hab's dir beigebracht. Dann also eine schöne Bewegung hier. So also man sieht ja schon am Space Dust, ja. Du fliegst mit Joysticks oder Maus und Tastatur? Ja, ich spiele mit Dual Stick und Pedals. Was hast du da? Die Leute wollen immer gerne wissen, was für eine Marke fliegst du da? VKB, Wörpel? Ja, ich hab mir nach langer Zeit dann mal die Wörpels gegönnt. Also ich habe ein Full Wörpel Setup. Ja, sehr schön. Habe ich auch. Er ist reich. Ja, es kostet eine Schweinekohle, aber ich habe die jetzt auch schon viele Jahre und ich hatte natürlich auch einen Ausfall. Ich hatte auch Ausfälle, also eine Feder gerissen, nochmal und Kabel und so. Aber du kannst es halt reparieren. Das ist nicht so wie T16000. Aber die kann man, glaube ich, jetzt auch reparieren, habe ich gelesen. Ja. Ich hatte lange auch die T16000 und dann mal den Warthog Throttle, aber der ist so schwergängig. Das ist manchmal, also das, ich glaube, das war einfach cooler. So, jetzt schauen wir nochmal nach. Jawohl. Show Location. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall Show Location mal in die Zwischenablage reinpacken. Was toll ist auch, was man vielleicht erwähnen kann, früher, vor der 3.1.20, war das gar nicht alles so hübsch. CRG hat extra für uns diesen Command repariert und visuell verbessert. Echt? Das heißt, der ist gewollt, dass Spieler ihn haben. Ja, CIG hat ihn extra auch mal, für uns verbessert. Man kann ja auch mal ein bisschen flexen. Von den CIG-Mitarbeitern tummeln sich ja so der ein oder andere bei euch auch auf dem Discord rum. Weil wer auch immer das gemacht hat, ich gebe den Bier aus oder was auch immer. Das ist gehört CIG, Bar Citizen, ich müsste dann sagen, nee, dann kommen halt 5, 6 Leute an und sagen, ja, ich war das. Egal, das ist wert. Ich würde das ja auch sagen, dass ich das war, dann. Ich würde auch ein Bier nehmen. Man muss auch sagen, jetzt hier nochmal, um zu flexen, CIG, von den CIG-Mitarbeitern schreiben einige oder lesen viele, die diesen PvP-Bereich betreuen, ja auch in diesem öffentlichen Dolos-Channel, weil sich da die ganzen PvPler auch treffen irgendwie. Irgendwie habt ihr das geschafft, international da eine Plattform für das High-End-PvP aufzubauen. Was ja gut ist. Die lesen da mit, ab und zu schreiben die sogar und da wird sich ausgetauscht. Was ja gut ist, weil es soll ja da so sein, dass die Community auch mit eine Entscheidungsfindung an der Entscheidungsfindung beteiligt ist und was gut ist und was schlecht ist. Deswegen super, ich finde das klasse, dass das CIG das macht und dass dieses Show Location dann für uns Piraten und Kopfgeldjäger, nicht zu vergessen, auch ein wichtiger Punkt ist. So, jetzt sind wir zu weit, ne? Ja, genau, ich habe es nochmal kurz angepasst im Hintergrund, damit ihr es nicht merkt. Sehr gut. Aber man sollte dazu sagen, ist super. Man sieht, Snareplan sagt 100% Coverage. Also das, was wir gerade machen, ist eigentlich nur hübsch.
So, ich würde sagen, wir haben ja noch einen zweiten in Dings. Wir müssen die Bubble wieder einschalten. Genau, ja. Du kannst es ja mal zeigen. Es gibt zwei verschiedene Arten. Vielleicht kannst du das mal unten zeigen. Das ist links und rechts. Wir haben ja diese 20 Kilometer Bubble. Die schaltet man da ein. Also da machst du den QED. Ja, genau. Ich muss mal kurz nochmal entladen, damit man es sieht. Also unten schaltest du den an. Ja? Also am Anfang, wenn ist das Schiff ja links, ist sehr groß. Ist er ja nicht ausgeklappt. Ja. Das heißt, du hast immer zwei Tasten, die du drücken musst. Du musst einmal, jetzt klappt das nämlich ein. Ah ja, das ist das, genau. Das, also bei der Mantis. Mhm. Genau, bei der Mantis hast du dann quasi, musst du jetzt hier einmal den QD anmachen. Dann klappt der nochmal auf. Mhm. Auf der rechten oder auf der linken Seite. Aber links auch? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Was denn? Ist gespiegelt. Ich wusste nicht, dass links auch einen Knopf gibt. Okay, ach, cool. Hast du noch nie benutzt? 1000 Stunden. Habe ich noch nie benutzt. Ach, links ist die Snare, genau. Und also ich erkläre euch, wie es ordentlich ist. Er hat halt genug Knöpfe auf seinem Joystick. Er muss sich damit befassen. Ich obwohl, so mit meinem 16K hier. Obwohl du kannst ja nicht den Knopf belegen, einmal für Snare oder einmal für Dings. Du kannst ja nur. Ja. Deswegen ist für ihn nur die andere Seite interessant. Ich habe nicht genug Knöpfe auf meinem Joystick beispielsweise. Und dann brauche ich halt beide Seiten. Ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass ja noch keine vernünftigen Buttonbelegungen sind. Dass das uns wir betteln seit 3 Jahren. Ich muss das Angeblick auf irgendeiner To-Do-Liste, hat Yogi gesagt. Das ist super. Dann, also genau, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, den Dämpfer anzumachen oder halt den Snare. Mach doch mal den Dämpfer an, einmal zu gucken, das geht nämlich relativ schnell. Zack, da ist der an. Und da ist er an. Das ist jetzt die Bubble, die ist 2 Kilometer groß. Genau. Damit kannst du jemanden dran hindern, wegzuspringen und den Quantum Drive. Genau, aber jetzt kannst du den Snare nicht anmachen. Ja? Genau. Das heißt, um den Snare zu laden, muss der Dämpfer aus sein. Also so ein fliegender Wechsel ist nicht machbar. Dafür bräuchtest du eine zweite Mantis. Mhm. Okay. Aber jetzt haben wir 2 Kilometer. Okay, das ist der Dämpfer. Wir arbeiten aber natürlich mit dem Snare, weil wir die Leute ja rausziehen wollen. Richtig. Machen wir den wieder aus. Perfekt. So, und jetzt mache ich das mal hier nicht mit Taste, sondern mal mit diesem neuen Knopf, den ich ja jetzt entdeckt habe. Ja, aber damit chargst du den ja erstmal nur, ne? Und dann, genau. Und dann oben rechts läuft es auch, dann musst du mal ein bisschen rüber, genau. Da jetzt wieder hoch und genau. Macht der Hintergrund so. Ja. Und wenn wir bei 100% sind, dann können wir den. Kann ich da auch hier drauf starten? Leider haben wir den Sound nicht. Vielleicht muss ich den nochmal nachträglich ein. Ja, dann müssen die Leute selber fliegen für den Sound. Dann. Warum nimmt man den QD her, wenn der Snare auch beides kann? Weil der Snare, wenn er einmal aus ist, einen sehr langen Cooldown hat. Und es gibt noch andere Implikationen, wenn du nämlich an Green Zones ranfliegst. Dann kannst du nicht so nah an so eine Green Zone ran mit dem Snare, weil die Bubble nämlich ausgeht, sobald die diese Green Zone berührt. Also wenn du dann 25 Kilometer zum Beispiel versuchst, es kommt ja auch mal vor, dass du mit der Mantis an einem SCD-1 stehst oder so weiter und wartest da irgendwie und fliegst dann ran, um einen abzufangen und dann hast du diese Bubble an und die Bubble berührt die von dem SCD-1 Ort, diese Green Zone, diese imaginäre Bubble, berühren dich und dann geht dir aus. Weil er dann Non-Combat-Zone ist, also die Armistice-Zone. Wenn du die kleine Bubble an hast, 2 Kilometer, dann kannst du näher ranfliegen. Zum Beispiel. Ja? Und halt, es geht schneller an und aus. Und jetzt kommt Core Legend und erklärt mir nochmal, was ich gerade falsch gesagt habe. Nein, alles cool. Das ist halt sehr, sehr hilfreich, wenn du direkt an einem Ziel dran bist. Also du hast jemanden, und der haut jetzt ab und dein Snare ist nicht geladen. Dann machst du lieber den Dämpfer an. Aber du musst sehr nah dran bleiben. Ja, und du musst also Dampner, wenn du mit einem Dampner fliegen musst, vor allem in der Mantis, dann zeigt sich dein Skill erst. Ich erinnere mich noch sehr schön an einen Training. Ist an einen, ja. Vor allem, wenn das sie was kann oder in einem wendigen Schiff ist, dann ist es das Brutalste, was man im Spiel machen kann eigentlich. Ein wendiges Schiff ist zum Beispiel eine C2. Unglaublich. Ja, tatsächlich. Unglaublich, das Ding macht schlechten Haken. Ja, also unfassbar.
wenn Leute glauben, mit der C2 kannst du nichts machen, wenn die nur einen Dampener haben, du kommst da weg, wenn du richtig fliegst. Also ja. Ein 1 gegen 1 gegen einen C2-Piloten, der weiß, was er tut, verliere ich in der Blue. Und in der Mantis ist es ein Putt, weil ich komme nie durch die Schilde durch. Also wenn die Leute immer sagen, ja, in der C2, also wenn ihr... In der C2, es wäre irgendwie unausgeglichen und man könnte ja nichts machen, aber man bräuchte Geleitschutz. Das hängt nur vom Skill ab. Komplett also mit der falsch. C2, die C2 ist ein bitteres Teil, ehrlich. Aber sobald ein Snare kommt, kannst du es vergessen. Dann brauchst du Eskorte, dann brauchst du Hilfe, weil dann hast du richtig Scheiße gebaut, wenn du in einem Snare landest. Ja, weil dann kannst du ja den Abstand halten. Genau, dann kannst du der Mantis kaum begegnen, weil du einen gewissen Abstand und deine Jungs kümmern sich in der Nähe drum. Das ist wichtig. Teamplay. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, hey, können wir nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem wir einfach mehr abdecken als nur Daymar, weil die Reclaimers, die werden nicht uns den Gefallen tun, dass sie bei Yela savagen und dann nach Daymar springen, um dann nach Arkop zu springen, sondern die werden ja direkt hüpfen. Und deswegen, es gibt ja Leute, die springen einen Haken, dann springen die von Daymar nach Yela. Ja, genau, aber pass auf, sie springen dann von Daymar nach Yela rüber, weil sie denken, von da aus kann ich ja dann rüber. Safe. Und dann gibt es noch eins mehr, und zwar gibt es ja auch noch eine Route, die HLC-Leute, eine HLC rausziehen ist ja immer richtig cool, weil es ja das Trading-Schiff, die springen ja von Seraphim Station und das ist ja bei Crusader. Also gucken wir noch mal, was können wir denn alles abdecken? Ja, okay. Und dazu gehe ich jetzt wieder in den Snare-Plan rein. Ja, in die Route-Instructions aber, ne? Back to planning. Genau, okay. Muss ich erstmal komplett back to planning, weil jetzt füge ich hier immer mehr Sachen hinzu. Und zwar kann ich hier mehrere Ursprungsorte anwählen. Das ist ja gut. Genau. Dann kann ich jetzt sagen, jetzt nehme ich mal noch, erstmal mal gesagt, Yela nehmen wir noch mit rein. Ja. So. Und dann mach doch nochmal was ganz Beklopptes vielleicht. Ja, Crusader nehme ich noch mit rein erstmal. Achso, und Crusader. Okay. Wenn wir es gesagt haben, ist eh schon schlimm genug, die drei Dinger reinzunehmen. Ja, okay. So, das so heißt, und dann sage ich. Du willst alle haben, die aus Daymar, Yela oder von Crusader kommen. Richtung Arkop. Genau, und nach Arkop hüpfen. Und dann schauen wir mal, ob es überhaupt geht. So, und dann sagt mir. Snareplan, Interdiction is possible, also es geht. Ah, oben ist grün, okay. Genau, es ist grün und was man auch schon sieht, okay, also ich bin schon ganz schön nah dran, also das sind 18.000 Kilometer, weil natürlich der Trichter jetzt enger werden muss. Ja. Weil hinten die Absprungentfernung natürlich jetzt mehr umfasst als... Genau. Ah, okay. Ja. Weil die Distanz ist ja die gleiche, aber dadurch wird der Trichter ein bisschen aufgemacht und dadurch muss ich näher ran, damit mein Kreis wieder reinpasst. Ja? Also wenn ich jetzt zum Creed E gehe, da muss ich natürlich Acht geben hier. Aber da stehen wir doch gar nicht, oder? Nee, da stehen wir überhaupt nicht. Das heißt, und wir stehen insgesamt auch verkehrt, weil ich müsste jetzt von Yela springen nach Arkop. Wieso von Yela? Ich gebe jetzt mal einfach meine... Okay. Ja, weil Yela quasi, wenn wir da nochmal zurückgehen, ist die Mitte von allen. Ja. Das heißt, der obere Punkt hier, der obere ist da, von da aus soll ich los, oder was? Hier sind meine Instruktionen. Springe von Yela nach Arkop, okay. Und dann bei 17.000 raus. Das heißt, da muss ich mir jetzt nochmal neu aufstellen. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Genau, weil ansonsten geht es ja von Yela nicht. Das muss ich machen. Ja. Ja, dann müssen wir einmal Position Verification. Wir können ja mal ausprobieren, was mit der Position Verification passiert. Ja, das ist wahrscheinlich sehr. Fliegt 250.000 Kilometer nach. Schauen wir mal. So, jetzt wird sich zeigen, Priton, ob deine Coding-Skills euer Web-System zum Absturz bringen. Gebe ich mal einfach ein, wo ich bin. Kann passieren, sagt er. Kann passieren. 0,5%. Aber ist gar nicht so schlimm. Von der Höhe her passt. Ja. Ich muss nur 45 Kilometer nach links fliegen. Das wird sogar noch 453.000 Kilometer. Aber man sieht schon, da der Kreis von der Route, der ist ein bisschen größer als das Snare. Junge. Also dann würde ich halt hier in der Mitte stehen. Ja. Aber das Problem ist, ich muss halt auch irgendwie da dann hin. Ja, klar, damit der Kreis von der Bubble, damit der Trichter durch die Bubble durchgeht. Wir müssen einmal zurück. Und das ist jetzt leider so, wir müssen einmal zurück und wieder hin. Also das wäre eine Möglichkeit, oder ich mache mir den Spaß und springe tatsächlich nach Arkop, weil ich habe ja keine Lust, da hin und her zu hüpfen. Ja. Weil wenn ich nämlich 17.000 an Arkop dran bin, dann wird die Distanz schon nicht so weit sein, weil das waren ja jetzt gerade auch nur... Ah, okay, du versuchst einfach mal und guckst mal, ob es passt, und dann können wir vielleicht nochmal mit der Position Verification arbeiten.
Genau, weil wir wollen ja Zeit sparen. Also ja. Wenn ich jetzt zurück nach Gela springe, das dauert. Das sind ist ja ewig weit. Also probieren wir es nochmal. Sehr gut. Spring jetzt mal nach Rakop und gehe bei 17.000 raus. So, dann muss ich mal kurz konzentrieren, weil da ist die Distanz ein bisschen kürzer. Man kann den Quantum Drive ja immer abbrechen, das wisst ihr ja alle. Wenn man einfach auf jeden Fall müssen wir unbedingt mal sagen, Chat, ihr dürft gerne mal ein bisschen hypen im Chat. Es ist so geil, wie die Jungs hier abliefern und was die uns zeigen. Und das Tool ist auch super. Ich finde, Collagen hat das auch richtig geil schon vorbereitet. Alles wie, ich brauche nichts machen. Ich sitze hier einfach nur und stelle dumme Fragen. Ihr seid, ich glaube, Hype gibt es gar nicht bei mir als Kommando. Ihr dürft einfach ein paar Emojis reinpusten, genau. Also richtig super bisher. Ich fühle mich richtig gut aufgehoben und ich komme gerne zu euch in die Show, immer wieder. Ach, ist meine Show. Andersrum. Ich lade euch gerne noch ein. Jemand hat gerade gefragt, der FimSurf hat gefragt, decken wir denn auch die OM-Punkte ab? Alex, kannst du mal kurz ein Snare-Plan, wenn du Zeit hast? Ja. Eins am anderen, okay. Also dann zeige ich euch das kurz auch mit den OM-Punkten. Da gehen wir später dann auch noch mal kurz drauf ein, weil wir da noch so Knöpfe haben. Also ich bin jetzt rangesprungen und so gut wie ich es gemacht habe, ich bin jetzt 14.700 dran. Ja, das scheint super zu sein. Schauen wir mal, ob das reicht noch. Das gebe ich jetzt auch mal hier so ein. Ja, das ist super, das ist super. Noch in der Distanz. Und wir sind nicht im überwachten Raum. Ja, also nicht in der... Doch, das sind wir jetzt leider. Ja, mir ist es gestern aufgefallen, dass ich da irgendeinen Bug habe bei den... Also das, wenn du Multisprung machst, dass es da nicht aufzeigt, oder was? Nee, das ist, ich habe anscheinend bei ARCOP die falsche Comlink-Distanz eingefügt, aus Versehen. Ich muss mal gucken, woran es liegt. Vielleicht habe ich einfach den falschen Wert. 53% Coverage, immer noch, aber... Genau, das ist jetzt das Coole. Also ich bin schon drauf... Ja. Also ein Teil decke ich schon ab. Ich decke also Daemar und wahrscheinlich Yela schon ab. Ja. Das kann ich mir auch anschauen, wenn ich hier unten Draw Interdiction Corridor for Current Position mache. Ach du je. Dann malt er mir jetzt meinen Corridor aus, den ich jetzt tatsächlich abdecke. Ja, das wird ein bisschen geil. Ja? Ey, wie geil ist denn das Tool bitte? Aber du brauchst ja... Ich decke jetzt schon Yela und Daemar ab, aber Crusader nicht. Das heißt, wenn ich jetzt den Snare schon anmache, dann decken wir schon komplett Yela ab und unsere Reclaimer wird uns erwischen. Auch wenn ich eigentlich noch 16 Kilometer nach links fliegen muss. Meine und jetzt habe ich wirklich sehr viel Zeit gespart, ja, weil Wahnsinn. Ich habe hier diese Hin- und Herspringerei. Und Sprit, denkt mal an die Umwelt, was ich gerade Sprit gespart habe. Dieser ganze Flug zurück nach Crusader. Brauchen wir nicht. Ja, richtig. Nicht schlecht. Wahnsinn. Also wieder zurück ins Spiel, damit wir es ordentlich machen. So, aber wir können natürlich auch, wir wissen ja, wir wollen ja jetzt Crusader gar nicht ab, wir brauchen nicht zurückspringen und das machen, wir bleiben jetzt hier, wir decken jetzt Yela ab, wenn das stimmt, was der Priton da einprogrammiert hat. Und was du währenddessen mache ich es nur noch für die Optik schön und kann ja noch ein bisschen nach links draven. Ja. Ja, aber 16.000 Kilometer nach links draven, da bist du aber unterwegs. Nein, 16 Kilometer, das sind 16.000 Meter. Ah, ach so. Nee. Ja, es ist nicht weit. Nein, mach nochmal auf, waren 16.000. Nein, schau mal. Junge. 16.000 Meter, ja, ist kein Thema. Das wird ja alles so schön eng da, wenn du rankommst. Ach so, man kann es ja auch auf der Darstellung sehen. Der rote Kreis ist ein Snare und der grüne, das ist die Route. Ja, sicher, 16 Kilometer, klar. Das kriege ich ohne Problem kosmetisch jetzt noch repariert. Wahnsinn. Hier, Meter kommen, steht dahinter, ja sicher. Wahnsinn. Ja, Achtung bei den Maßeinheiten. Also, ich möchte hier CIG ermutigen, so viel Liebe da reinzustecken, wie die beiden das gemacht haben. In ihr Tool. Das Snare-Plan wird auch nur von der Liebe zusammengehalten. ganz viel Liebe. Ja. Ganz viel Liebe und Klebeband. Und Spaghetti-Code. Ich bin im Sprung. Ah, okay. Wir haben schon einen im Sprung. Snare ist an. Und auch wenn ich mich jetzt bewege, mein Snare macht jetzt immer mehr die Route zu. Ja? Ich habe jetzt mal auf den Onduri umgeschaltet. Wir befinden uns jetzt hier optisch beim Onduri. In seiner Reclaimer, die natürlich voll ist mit Plüschtieren und Kaltgetränken. Und wer noch nie in so eine Interdiction reingekommen ist, wir würden ja jetzt gleich, also wir haben jetzt 34 Millionen Kilometer noch zu gehen, wir werden jetzt gleich sehen, dass wir dann, sobald wir die 17.000 Kilometer vor ARCOP sind, ungefähr Interdiction Warning. Die Geräte fallen aus und wir werden rausgezogen. Und jetzt gleich kommt der Effekt. Jetzt ist man im System.
Und da sind wir. Warning, Interdiction Alert. Und da ist der Onduri rausgezogen worden und aufgeschaltet worden. Ja. Und dann steht dann Core Legend submitted unauthorized interdiction against you. Charges. Ja, das kann er mir jetzt geben. Drück's ja, mir ganz, ruhig. Drück ihm. Und das geht, das taucht auch gerade nur auf, weil wir sie im Comlink sind. Sonst würde diese Option nicht auftauchen. Genau, sonst würde das nicht auftauchen. Obwohl das eigentlich gut wäre, wenn da stehen würde, irgendjemand interdiktet dich, bitte bezahle jetzt. Wenn man den Text anpassen kann. Ja, okay, ich wechsle. Da war der. Die Mantis merged gerade auch schon, sieht man. Was nu? Ja, es wird, glaube ich. Irgendwie springt das Ding gerade. Ja, er ist aus dem Platz. Normalerweise Empty Seat-Anzeige, das heißt, jetzt weiß ich, dass jemand aus dem Platz raus ist und wahrscheinlich zum Turm rennt. Oder aussteigt. Oder das Ding in die Luft jagt, deswegen immer mal kurz scannen, ob der Self-Destruct an ist. Ist er nicht. Und es ist nur ein Passenger an Bord. Wir so, gucken gleich nochmal, was er an Bord hat. Also, er scannt ja jetzt hier und sieht ein Passenger an Bord. Hier unten. Genau. Das ist immer wichtig fürs mögliche Boarding. Ein Passenger an Bord, genau. Nix, keine Waren. Das muss ich nochmal verifizieren, wenn ich näher dran bin. Ja, aber scannen geht richtig Meter gut. Und passt. Also er hat keine Ware an Bord. Normalerweise lässt man es nochmal jemand zweiten. Ich würde ein bisschen Abstand halten. Ich glaube, ich habe Self-Destruct gehört. Was würde er tun? Der Self-Destruct, die Self-Destruct-Warnung ist verbuggt. Die taut diesen Patch leider nicht auf. Ah, okay. Oh, super. Ja, gut, dass es auch ist. Ja. Nee, letzten Patch auch noch nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann ist es kaputt gegangen, leider. Aber normalerweise gibt es eine Self-Destruct-Warnung, wenn man es scannt. Genau, also der hat eh nichts an Bord. Ja. Aber haben wir abgefangen. Und, okay, wir haben es abgefangen und jetzt fliegt nicht so nah ran, er fängt an zu ballern. Und er sitzt jetzt im Turm, der Onduri. Ja, mal. Ich bin ja wieder mit dabei. Juri, schieß mal. Jetzt schon unterm Schiff halten, dann kann er. Ja, genau. Ah, jetzt steigt er aus. Weiß ich nicht. Okay. Da kommt noch jemand dran. Hast du noch einen gefangen? Ja. Wieder ein Random. So, ist ein Random, ist nicht von uns. Was ist denn hier los? Ich stand da gestern 6 Stunden drauf auf der Route und es war nix. Du musst doch nicht die Uhrzeit, das ist die richtige Uhrzeit. Okay. Du musst um 9 Uhr draufstehen. Ja. So, jetzt kann der und Juri ja theoretisch mitmachen als Bait-Helper oder so. Ja, so, haben wir jetzt schön gesehen. Okay, wir können. Und da sieht man auch gerade diesen kleinen weißen Marker. Das ist der Snare-Event-Marker. Da sieht man dran, wenn man was rausgezogen hat. Ja. Früher stand da auch Snare Event dran. Ja, steht auch gerade noch dran. Man muss nur, glaube ich, 2 Kilometer ranfliegen. Ja. Oh, wird der geschossen. Ist ja aggressiv geworden. Also schön ran. So, die Constellation ist ja ein Problem. Und der ist aggressiv geworden, also. Agro geworden. Na. Kann das denn sein? Oh, feier, Itetsu wendet sich gerade im Bett noch. Was? Warum? Was hab ich gemacht? Dein Aim. Jetzt lass ihn mal machen hier. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht machen muss gerade. Also, falls ihr das habt, der Constellation ist eigentlich gegen den Mantis nur eine Gefahr, weil sie extrem viele Raketen hat. Der hat nur die falschen Raketen drauf. IR-Raketen kriege ich weggeflärt. EM-Raketen wäre jetzt problematisch gewesen. Die hätte ich nicht losgekriegt. Jetzt kann er nichts machen. Ja, Shark Fresh, du hängst jetzt schön hinten dran. Wir gucken mal, was passiert. Shark Fresh fragt, wenn du jetzt die Mantis zerstörst, bekommst du dann Crime Stat? Nein, weil entweder, also wenn wir in der Reichweite der Überwachung sind, ist das Snären von jemandem führt dazu, dass der rot wird. Das heißt, wenn du den abschießt und der ist rot, passiert nichts. Wenn du das ist eine feindliche Handlung. Genau. Und wenn du außerhalb von der Überwachung bist, dann passiert sowieso nichts. Wichtig dazu zu sagen, die Eskorte ist davon nicht betroffen. Also im Comlink nicht die Eskorte angreifen, weil die ist legal da. Ja, richtig. Also das ist ein bisschen schwierig dann. Das müsste dann gruppenmäßig irgendwie... Ja. Immer warten, bis die zuerst angreifen und rot werden. Guckst und darauf achten, dass man selber nicht illegal was macht.
So, guck mal, das. Und das alles mit einer. Und das alles mit einer Mantis, da freut sich der. Was hat er denn an Bord? Hast du schon nix, geguckt? Er hat nichts an Bord. Das Problem ist nur, wenn ihr das halt macht, also der war ja aggressiv, der kam ja rein und hat sofort Raketen geschossen. Und das ist für mich ja auf jeden Fall bedrohlich. Ja. Das heißt, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich den jetzt gehen lasse, dann dreht er sich nur um und schießt mir nochmal ins Gesicht. Oh, da hat er dich. Front. Ah, zu spät geschossen, Kollege. Deswegen, jetzt will er auf mich schießen, deswegen gehe ich jetzt noch ein bisschen näher ran. So, man sieht auch hier, er fliegt ja decoupled. Also Collagen fliegt decoupled hinter ihm her, versucht irgendwie den Vektor zu halten, kann schön dann von oben drauf gehen. Das, was wir hier sehen, diese Nähe, die werden wir im Master Modes auf jeden Fall mehr haben. Das ist natürlich jetzt schon in dem aktuellen Kampfsystem ein gewisses Maß an Skill und Können. Wo ist er hin? Er ist ausgestiegen. Die Sync oder was? Er ist ausgestiegen. Nee, das ist, wenn er aus dem Sitz aussteigt. Ja, alte 4 Save Your Gear, total unsportlich. Ja, es hilft ihm halt nicht. Verliert Geschwindigkeit. Ja. Vorhin wurde ja hat jemand gefragt, woran man erkennt, wenn jemand aus dem Sitz raus ist. Jetzt kann man es gerade gut am Namen sehen, das ist jetzt eine serielle Nummer. Genau. Und wenn Alex mal kurz das hier abschalten, wieder aufschalten würde, kann man sehen, dass der Name im Target-Monitor verschwindet. Ja. Also er sitzt jetzt nicht mehr im Pilotensitz, heißt aber nicht, dass er nicht im Turm ist oder so ähnlich. Jetzt funkt er dich an. Irgendeiner funkt dich an. Nee, es kommen NPCs rein, das ist ein bisschen blöd, weil ich im Commodore stehe. Ja. Alex, möchtest du, dass die Tetsu hilft? Ja. Ja, komm rein, ja. Die Tetsu. Mach mal die NPCs weg, sonst kriege ich Crimestat. Ja. Schick die Taskforce rein, die Tetsu. Ja, wir haben ja noch richtig Action hier. Guck mal. Ne, genau, also, da kommt jetzt Blackjack Security halt rein, weil ich halt im Comrade stehe. Das ist halt ein bisschen blöd jetzt. Das ist das Problem. Deswegen versucht man normalerweise außerhalb des Comrades zu sein oder halt jemanden zu haben, der dann im Zweifel die NPCs halt wegballert. Genau, und dann gibt's die ganzen, die dann im Chat auch schreiben, ja, oder die dann sagen, ja, oh. Piraten, ihr mit eurer Merlin. Er ist in den Merlin eingestiegen, wie geil. Ja, das ist ja clever. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt ein bisschen gruselig, weil Snapfighter sind ätzend. Können schwierig werden in der Mantis. Wenn die nah an sich an die Mantis ranfliegen, kann die Mantis nichts mehr machen. Okay. Außer rennen. Dann kann er vielleicht was. Wer ist dieser Ketgi? KZCSTGI. Also die schreiben dann, ja, ihr Piraten, ihr macht das ja so und so, ihr seid dann so viele und ihr wollt ja nicht. Ja, natürlich, das ist unser Gameplay. Also wir versuchen jeden Vorteil zu nutzen, den wir haben. Das ist hier nicht One versus One total nett und kompetitiv, sondern wir sind dann halt da. Die Piraten sind halt da. Und wenn du die AGBs unterschrieben hast, dass du alleine fliegen möchtest und ohne Schutz und ungeskillt, dann ist das halt so. Genauso haben wir das Problem natürlich, wenn wir auf eine Truppe treffen. Wie sieht das aus bei euch, wenn ihr auf eine größere Truppe trifft, was ja eher selten passiert, und man merkt, und ihr merkt, nee, das geht nicht, da kriegen wir keinen Fuß auf den Boden. Ist Überleben dann, alles? Ist Überleben alles? Ist dann Flucht? Also wenn wir auf eine größere Truppe treffen und merken, wir sind halt in der Überzahl übermannt worden, ja, dann gibt es zwei Szenarien. Entweder wir müssen aufgeben, Ziel ist nicht im Soft-Death, ist nicht disabled, das kann fliehen, sobald wir rausgehen. Dann muss man den sauren Apfel beißen und überleben zumindest. Ja. Oder. Dann würden viele sagen, feige. Ne? Dann sagen ja die Leute, feige. Dann habt ihr halt gewonnen. Dann ist es halt so. Ja, finde ich auch total super. Ich finde das auch, aber dann darfst du nicht sagen, nee, das ist clever, ist Piraten-Gameplay, ist so gespielt. Ja, genau, da verlieren gehört dazu. Dann müssen wir halt in sauren Apfel beißen und sagen, ja gut, dann wir priorisieren jetzt Überleben lieber und stellen uns neu auf, zum Beispiel. Ja. Aber wenn wir das Schiff in den Soft-Dev bekommen haben, das werden wir gleich nochmal drauf eingehen, Wegpunkte setzen mit Show Location. Wir können einfach zum Schiff zurückfliegen. Also wir sagen, okay, bringt nichts, wir gehen raus, wir formieren uns neu, wir gehen koordiniert wieder rein. Itetsu aus eurer Gruppe schreibt gerade, absolute Theorie, noch nie gesehen, das Problem. Das ist tatsächlich wahr. Ja, sowas gibt's nicht. Es ist eher selten. Mir fällt nur ein einziges Mal ein, wo das bisher passiert ist. In unseren gesamten 3 Jahren ist es nur einmal passiert. Das höchste der Gefühle ist eigentlich auch, meiner Erfahrung nach, dass du dann 2 Leute hast. Yeah, GZ. Ja, ich glaube, es war die Pioneer, die ihn getroffen hat. Und dann war dann, ja, jetzt das nächste wäre jetzt einmal den
den Chase zu zeigen. Es gibt ja noch eine weitere Variante, dazu muss ich aber mal in die Blue umsteigen. Deswegen, das ist der heiße Scheiß. Genau, also erstmal, um die Zeit zu überbrücken, zeige ich dir noch kurz ein, zwei Funktionen im Snare-Plan, die auch noch cool sind. Gerne. Und zwar gibt es ja noch das Thema, was wir jetzt hier hatten. Ich war ja sehr nah dran an Arcorp und jetzt will ich vielleicht so weit wie möglich weg, damit ich auf keinen Fall in Comary-Reichweite bin. Ja. Dann hat mir ja jetzt gerade Snare-Plan gesagt, ich soll hier springen und die Möglichkeit nicht ganz ausgeschöpft, dass ich ganz links anfange, also so weit wie möglich weg wäre, was mein Kegel noch passen würde. Das hat den Grund, weil wenn ihr das nämlich jetzt manuell in die linke Richtung schiebt, dann seht ihr, passiert was in der gesamten Ansicht. Das ist die To-Do-Ansicht ist eine andere. Genau, die To-Do-Ansicht ist eine andere, weil ich nämlich jetzt hier einen Zwischensprung machen muss. Ah, okay. Das bedeutet, der Mittelpunkt ist verschoben worden. Mhm. Das sieht man hier an dem Waypoint. Damit ich genau die Mitte erwische, um nochmal ganz viel Luft rauszuholen, muss ich vorher einen Zwischensprung machen. Dann kann ich nicht einfach nur von Jela springen, weil Jela ja nicht genau auf der Mitte ist. Das seht ihr hier. Das ist die Mitte dieser Streifen von dem Kegel. Und Jela ist so ein bisschen davon versetzt. Das heißt, was mir Snare Planet sagt, es sagt mir, spring zuerst mal von Jela nach Daymar. Mhm. Und geh mittendrin raus, und zwar bei 77.000 vor Daymar, gehst du raus. Dann stehst du quasi hier mitten im Raum, aber in der Mitte deines Kegels. Und wenn du jetzt von dort aus nach Arcorp springst, dann kannst du bereits ab 21.000 Kilometer alles 100% abdecken. Und dann wäre vielleicht die Überwachung nicht da. Dann wäre vielleicht die Überwachung nicht da und ihr habt gesehen, der ganze Stress, den man dann da hat. Dann kommen da diese NPCs, die einem mal eine blöde Rakete hinten draufballern und so ein Quatsch halt. Die kommen die denn jetzt, seit neuestem, kommen die dann jetzt immer dazu, wenn du da in der Überwachung, also ist mir eher die selten. Spawnen oder ist das Zufall? Immer wenn random, du, oder? Die spawnen immer, wenn du in der Jurisdiction bist. Also im Comlink ist die Spawn-Chance erhöht. Aber sie können auch spawnen, wenn du in der Jurisdiction bist. Okay, also die beginnt außer ja schon 70.000, 80.000 vor... Ja, die beginnt so etwa beim äußersten Orbit, also so beim Orbit von Vala beginnt die etwa. Ah ja, okay. Also hier haben wir die Möglichkeit, mit einem Zwischensprung so weit links wie möglich anzufangen, was halt für den Fall jetzt gut wäre. Alex, kannst du mal kurz auf die Karte gehen und nochmal den Unterschied zeigen? Triton hat geiles Zeug programmiert, möchte ich nochmal sagen. Man muss den Codern ja auch immer mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil halt jetzt mal ohne Scheiß. Also ich meine beim Crusader. Bei Crusader, ja. Ja, also einmal kurz zeigen, wie der Korridor sich ändert. Ah, ja, weil genau. Vorher kann man ja sehen, da ist ordentlich Platz, der nicht genutzt wird. Und das optimiert Snareplan weg. So, nochmal was? So. Da ist ordentlich Platz, der nicht genutzt wird? Also das hier, das ist ja, dass ich 18 Kilometer, wenn ich das so mache, wie ich will. Und jetzt habe ich hier angemacht, was ich wirklich abdecke dann, ja. Also wir sind jetzt hier in dem Fenster, ja. Und da genau. Und dieses bisschen, das ich ja gar nicht brauche, außen, ja. Was ich dann halt verschoben hätte, in dem Fall wäre, wird damit halt, ich glaube, hier sieht man es besser. Ja, genau. Okay. Das meine ich gar nicht. Mach mal, jetzt kann ich es nicht zeigen, schade. Mach mal die Prediction aus. Einfach bei Crusader da am Rand. Wenn du es nicht optimiert hast. Crusader. Ach so, ja. Warte. Das ist ja genau jetzt. Hier genau, ist es, sorry. Genau. So, jetzt das ist, wenn ich habe. Du musst es ein bisschen rüberschieben. Du musst es noch ein bisschen rüberschieben. Ja. Dann sieht man, dass dieser Bereich hier, den brauche ich ja gar nicht. Ja. Ja, den decke ich mit ab, einfach weil Jela ja meine Mitte ist. Und weil der, weil Daymar an der Seite den gleichen Abstand hat, der wird dann halt von Jela ausgerechnet. Richtig, alles klar. Jela ist die Mitte und der äußerste Punkt ist Daymar. Und Crusader liegt eigentlich zu weit mittig. Ja. Ja. Also, und wenn ich das jetzt optimiere, dann sieht man das ziemlich gut. Wenn ich jetzt hier sage, okay, pass auf, ich will hier so rein, dann zack, dann springt der da so rein. Ja. Und dann sieht man, dieser Platz, der wird jetzt quasi, den gewinne ich. Ja, ja, weil du die Mitte. Den kann ich weiter weg. Weil du die Mitte optimierst. Genau. Okay. Und das wiederum ist ziemlich praktisch in ganz vielerlei Hinsicht. Und das ist etwas, was Snareplan einzigartig macht. Richtig. Also, dass du da halt nochmal was rausholst. Richtig crazy Zeug. Es ist Wahnsinn. Ich möchte nochmal für die, die da neu dazugekommen sind,
den Snare-Plan, den Link zum Snare-Plan posten. Benutzt also Snare-Plan plus .dolus.eu. Ihr dürft den frei, ist freies Tool, ihr könnt das so benutzen. Ist auch gut zu nutzen für Kopfgeldjäger zum Beispiel. Die, ja. Also es ist nicht nur für Piraten, sondern auch wenn du ungefähr weißt, ja, der will ja gleich sowieso nach Grim Hex, dann stelle ich mich da irgendwie hin und dann hole ich den raus. Ich habe also neulich von, auf Reddit gesehen. Den High-End Chase Tool zeigen wir jetzt gleich, genau. Ja, aber ich habe auch neulich von einer Bounty Hunting Org auf Reddit gehört. Die haben unter einem meiner Guides kommentiert, dass sie auch Snapplan verwenden, also Bounty Hunter verwenden sie auch. Ja klar, alles was irgendwie... Das freut mich halt extrem, weil als ich Snapplan entwickelt habe und als ich auch College mit an Bord, College mich an Bord geholt hat, also war uns auch wichtig. Deine Darstellung ist komplex. Ja, genau. Aber da war halt wichtig für uns, dass das kein, dass das halt halt von Piraten gemacht wurde, das Tool, aber es ist für alle. Und das ist nicht nur für Piraten. Und das ist die Community. Und das ist die Community, der Gedanke der Community. Es geht, du hast was geschaffen, ihr habt was geschaffen, was eine Funktion abbildet und nicht dazu da ist, Leute zu ärgern, sondern dazu da ist, die Community zu bereichern. Das kann man allen was nutzen. Genau. So, das soll keine, klar, es soll Piraten spezifische Features haben, aber es soll vor allem auch, wie zum Beispiel im Fall vom Chase, das ist einfach für die Security interessanter. Ich sehe auch hier noch einen anderen Aspekt, und zwar ein Gesamtverständnis von Quantum, von Sprung, von Routenplanung, dass die Leute sich darüber auch bewusst wird, guck mal, die Planeten, darüber, wo wir jetzt sprechen, über die Probleme, die da sind und die Funktionen, die da sind, da machst du dir ja in der Regel auch keine Gedanken. Aber wenn du hier so ein Video dir anguckst und der Tool mal benutzt, ist das schon, finde ich schon nice. Also was ich noch gerne sagen möchte, ist, ich finde es auch so cool, weil man merkt, wie viel Komplexität doch eigentlich in Star Citizen drin ist. Mhm. Weil ja viele sagen, das Piraten-Gameplay ist ja noch nicht ganz drin und der Loop wird noch nicht passen und sonst wie. Also doch, das ist drin. Und dieses Interdiction, das gibt es schon seit, was weiß ich, seit der 3.15 oder 14 oder 13 oder ewig, dass das funktioniert. Das, was bis jetzt gefehlt hat, war das Trading-Gameplay. Und das ist ja jetzt auch mal ordentlich drin. Also, dass diese Routen, wenn du weiterfliegst, du bessere Abnahmen bekommst und bessere Preise. Deswegen ist es voll drin. Und man sieht dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr, was in dem, was das Spiel noch zu bieten hat, als Es hat auch gerade jemand gefragt, dumme Frage, kann man mit Geolocation irgendwie zu dem Schiff wieder zurückfinden? Ja. Ich hoffe, da kann man, hast du da noch was eingeplant für? Wir können es mal kurz zeigen. Ich habe es nicht eingeplant, aber wir können es dann kurz zeigen. Ich würde nur einmal kurz das Schiff wechseln. Weil das ist jetzt ein brandneues Tool. Das ist im letzten Patch vor einer Woche erst reingekommen. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich nicht viel dran gearbeitet, aber da konnte ich mal so meine gute Programmierweise verwenden, um ordentlich abzukürzen vom Programmieraufwand. Ja, ich hatte für die uns jetzt vielleicht verzögert sehen. Also das ist ja jetzt die Live-Aufzeichnung. Wir sind jetzt gerade sind wir live. Wenn du das siehst, vielleicht nicht. Ich hatte gedacht, ich müsste wahnsinnig viel schneiden. Aber ich glaube, das ganze Ding wird lang, episch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Auch bei diesem Video, was wahrscheinlich sehr lange gehen wird zum Angucken, aber sehr viel drin ist. Ich werde wenig schneiden. Schreibt mir, wenn ihr das hier auf YouTube seht, bitte doch, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wie euch das gefallen hat bisher und so weiter. Und jetzt gleich gibt's noch ein richtiges Bonbon. Wir gucken uns den Chase-Mode an. Den durfte ich gestern kennenlernen und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was bauen die hier? Oh, wir sitzen jetzt in der Blue. Warum machen wir das nicht? Warum haben wir das nicht sofort alles in der Blue gemacht? Eigentlich, das Anschauen. Genau, das. Also, ja, richtig. Sehr schöne Frage. Die Blue hatte ja nur einen Modus, und zwar nur den Dampener. Das heißt, die kann nur auf 2 Kilometer festhalten und hat keinen Snare, kann also nicht rausziehen. Oh, das ist ja doof. Aber die Blue hat aber einen sehr großen Vorteil, und zwar besitzt sie einen Size 2 Quantum Drive. Das heißt, wenn du da den XL1 einbaust, hast du den schnellsten Quantum Drive im Spiel drin. Okay, aber wozu ist das nützlich? Gucken wir gleich. Warum haben wir das nicht mit der Scorpius gemacht eigentlich? Die hat ja auch... Du meinst die Antares? Genau. Warum? Die hat doch auch einen großen... die hat auch einen Snare, oder? Nee, die hat auch keinen Snare, die hat einen Dampener.
Und die Antares hat vor allem das Problem, dass sie halt eine sehr schlechte Beschleunigung hat. Also ihre G-Kräfte sind nicht gut. Und da ist die Blue zu bevorzugen. Das heißt, und brauchst eine zweite Person, die dann da drin rumsitzt, damit du dann diesen EMP nutzen kannst. Also ich habe die Antares eigentlich noch nie im Einsatz gesehen im Spiel. Das kann sich ändern mit den Master Modes und es kann sich ändern, wenn der EMP irgendwie cooler zu zünden ist und das Gameplay für sich ändert. Aber also dann sehen wir das Ding erstmal nicht. Ja, es ist ein schönes Schiff. Ja, also wer immer es anschauen möchte, kauft es. Wer immer es anschauen möchte oder sich einen Screenshot davon. Ja, genau. Aber der Buff kommt. Das wurde schon bestätigt. Die soll Buccaneer-Beschleunigung bekommen. Das wäre cool. Okay. Ja. Die soll halt in die Interceptor-Rolle. Und wie Yogi auch im letzten IST gesagt hat, die Interceptor, die sind arschschnell. Vor allem in Master Modes. Ja. Okay, jetzt sitzen wir in der Blue. Die hat einen Dampener. Aber warum sitzen wir jetzt in der Blue? Und was ist der Chase-Mode? Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's cool. Und zwar, jetzt machen wir mal Piraterie ein bisschen anders. Also ich bin jetzt nicht in der Mantis unterwegs und will mich auf eine Route setzen, sondern ich will es aktiver haben. Ich will mir meine Ziele raussuchen. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen die Goldtrader abfangen. So, und jetzt bin ich hier gerade bei SCD-1. Das ist der Ort, bei dem man das Gold einkaufen kann. Mhm. Wir haben nichts vorbereitet, da steht keiner, aber da ist eine C2, an dessen ich das jetzt mal zeigen kann. Also stellt euch mal vor, diese C2, die da so in der Luft hängt, das ist jetzt unser Trader, ja. Dann habe ich ja folgendes Problem, dass wenn der jetzt abhebt und startet, dann kann ich den Dampener ja nicht hier anmachen. Also wenn ich jetzt hier versuche, den Dampener anzumachen, das muss ich hier oben machen, weil das so ein bisschen blöd läuft, ja, also dann genau, geht das also nicht. Richtig gut gemacht. Genau, aber wenn man da oben kann man, wenn man da hingeht, dann kann man einen ganz großen Knopf, hat man den virtuellen, damit schaltet man in der Blue den Dampener ein und aus. Mhm. Und das geht auch sehr zuverlässig. Aber ihr seht unten rechts, da kann ich eine QED off machen, das heißt, ich kann den Dampener anschalten. Wir können, ja, hinter deiner Webcam ist es gerade. Genau, okay. Aber also, man muss einfach vertrauen, da ist ein Knopf. Ja, da steht es dann. So, und das liegt daran, dass weil ich zu nah an SCD-1 dran bin, an dieser Mystic Zone. Deswegen kann ich den Dämpfer hier nicht anschalten. Ich muss wie weit weg sein, Erik? 4 Kilometer. 5, ja, 5, ja, 5 Kilometer eher. Ja. So, genau. Jetzt schauen wir mal. Jetzt fliege ich mal so ein Stück zurück hier. Da muss ich da jetzt vorstellen, da ist wie so eine imaginäre Halbkugel drüber um das ganze Ding. Ja. Und die darfst du quasi nicht berühren mit deiner Reichweite von deinem Dampfer. So, und jetzt hier, schauen wir mal, ob ich ihn jetzt hier anmachen kann. Jetzt bin ich 5 Kilometer weit weg. Ja, wunderbar, ich kann ihn anschalten. Ihr seht es von außen. So, und an ist das Ding. Sofort. So, alles cool, dann halten wir ihn halt hier auf. Oder kommt jemand rein? Ja, super. Ich weiß nicht, das ist nicht gescriptet, aber das ist jetzt... Wer ist es? Ich kann ihn... Foxtrot 1987 in einer C2. Perfekt, mein Gott, haben wir ein Glück. Ja, cool, okay. Aber ist jetzt wurscht? Ja. So, ich lasse den jetzt... Also das Problem ist folgendes, ich kann hier auch, das mache ich mal auf die Schnelle, ich kann hier auch bereits schon springen auf 5 Kilometer Höhe. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den Dampfer anmachen kann, kann der andere schon wegspringen. Der Foxtrot kann dann wegspringen, ja. Genau. Deswegen, jetzt gucken wir mal, das war mal im lebenden Beispiel, machen wir was anderes. Wir wollen ihn gar nicht hier abfangen, sondern wir wollen ihn dann einfach hinterher hüpfen und ihn dort abfangen, wo er hinspringt. Ja. Dazu schaue ich mir jetzt bei diesem Foxtrot mal an, was der für einen Quantum Drive drin hat. Also erstmal scannen. Weil ich will wissen, wie schnell der ist. Ja. Also scannen wir mal. Die Komponentenliste kommt ja gleich auf der rechten Seite. Genau. Die wir nicht gut sehen können, da muss er gleich wieder so einmal rüber, wenn er fertig ist. Ja. Ein TS2 hat er drin. So, das ist jetzt blöd, der hat einen TS2 dran. Der hat sogar Ware geladen, geil. Drogen. Nur ein bisschen was, aber der hat jetzt einen TS2 drin, das ist ein schnellerer Quantum Drive, aber er ist nicht schneller als unserer. Besser ist, wenn die Leute mit einem Stock Quantum Drive rumfliegen. So, jetzt stellt euch mal Folgendes vor, der würde jetzt halt losfliegen, ich hänge mich dran, ja, hänge mich an seinen Arsch. Und wo haben wir Arkorb? Sehen wir das hier überhaupt? Also irgendwo? Wir wollen dem hinterher und den da holen, wo er rauskommt. Genau, und jetzt sehen wir, sagen wir mal, jetzt sehen wir, dass der nach Arkorb springt, indem ich den verfolge. Ich glaube, Akku liegt gerade hinter Schubin, deswegen ist das ein blödes Beispiel. Und dann will ich den ja erwischen, wenn er dann am Zielort rauskommt. Jetzt könnte ich ja eigentlich. Also du willst ihn erwischen und dann willst du ihn festhalten mit deiner Truppe? Dort. Genau.
festhalten. Weil da ist, bin ich ja im All. Genau. Weil da bin ich ja dann im All und da ist keine Armistic Zone und da habe ich zwar Comma Ray, aber da ist keine Armistic Zone und da kann ich ihn ja festhalten und da kann er auch nicht auf den Boden klatschen und so, also ist alles besser. Also ein bisschen einfacher, genau. So, okay. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Alex, schön und gut, aber warum machst du jetzt so einen Riesenaufwand? Wenn der da hingesprungen ist, spring halt einfach auch dahin und dann warte am Zielort auf ihn. Und dazu habe ich mal was vorbereitet. Achtung, jetzt kommt wieder Wissen in eure Köpfe. Vorsicht, ne? Nicht halt wehtun. Also, wichtiges Allgemeinwissen. Das ist jetzt A-Corp, okay? Ignoriert mal ganz kurz diesen Trichter, der interessiert uns nicht. Und zwar, was passiert jetzt? Die C2, die ist noch nicht, die ist noch unterwegs und ich komme jetzt hier mit meiner Blue an am Zielort und weil es ja trotzdem ein Trichter wäre, wird du musst, die C2 auch. Du musst sagen, du hast ein XL1 und die, du bist viel schneller als der. Das wolltest du noch genau. ergänzen. Ich bin viel schneller als der. Das heißt, ich werde vorher da sein. Und je nachdem, wie viel schneller ich bin, bin ich halt deutlich vorher da oder halt erst kurz vorher da. Jetzt könnte man sagen, ja, dann warte halt einfach auf ihn, weil dann kommt er ja an. Zack, wir kommen ja an der gleichen Stelle an und dann halte ich ihn hier einfach fest. Genau. Aber es gibt das sogenannte Physics Grid. Und das Physics Grid bedeutet, dass ein gewisser Bereich um den Planeten drumherum in gebundener Rotation um das Objekt ist. Das war jetzt kompliziert gesagt. Das heißt, es dreht sich, das All dreht sich und auch ihr dreht sich mit der Rotation des Mondes oder des Planeten mit. Ja, deswegen, es gibt keine Orbitmechanik, dass ihr dann wirklich drumherum fliegt oder so, sondern ihr seid immer auf der Höhe. Ihr bleibt da. Also geostationär, du klemmst dich quasi da, sobald du diese gestrichelte Linie durchstreifst, die eine gewisse Ausdehnung um den Planeten hat, bist du an den Planeten gelockt und an der Stelle, wo du bist, quasi hängst du fest und das Problem ist, dass der Planet sich dreht. So, was passiert jetzt? Jetzt bin ich vorher da und warte hier und je nachdem, was die Geschwindigkeit ist, fange ich an, mich wegzudrehen. Aber so schnell kannst du nicht sein, oder? Der kann da nicht so schnell... Doch, ich bin ja recht weit außen. Das heißt, dadurch ist der, weil ich ja weiter außen bin, ist die Distanz, die ich hier zurücklege, natürlich auch größer. Und das reicht ja aus, dass wenn er dann hier reinkommt und ist 10 Kilometer weit weg, ich habe aber nur 2 Kilometer Reichweite für meinen Dämpfer, kann es sein, dass er schon wieder wegspringen kann, bevor ich den überhaupt eingefangen habe. Das heißt, ihn gar nicht sehe. Oder ihn gar nicht sehe. Ah, okay. Im Beispiel von Microtech kann das zum Beispiel 500 Meter pro Sekunde sein. Also die Drehgeschwindigkeit. Ja, das siehst du, auch wenn du Grimax anschaust, dann siehst du ja, wie sich Grimax bewegt, weil es ja auch auf dem Physics Grid liegt oder Seraphim Station. Das kann recht schnell gehen. Ja, okay, also kannst du das schon, also können wir vergessen, eigentlich dem hinterher zu springen, um den an Ort und Stelle einzufangen, weil du wirst den ja niemals kriegen können, vernünftig. Jetzt stell dir mal vor, wie cool es wäre, wenn wir genau gleichzeitig mit ihm ankommen würden. Ja, weil dann würden wir uns ja nicht wegdrehen. Aber das ist ja der Hammer, oder? Der Zug fährt in Bern ab um 14.03 Uhr. Ich habe kein Frühstück dabei. Wann muss ich in meine Bahn steigen? Genau. Aber Gott sei Dank ist Erik ziemlich gut in diesen Textaufgaben gewesen. Ja. Einer hat in der Schule aufgepasst. Einer. Dann sagen die Leute, man braucht das aus der Mathe-Klasse, braucht man nicht im echten braucht Leben. Braucht man nicht mehr. Nie. Deswegen haben wir... Ach komm, ey, das ist das Geilste überhaupt. In Snareplan mal was vorbereitet. Also jetzt gehe ich mal nochmal zurück und gebe die Route ein, damit das passt. Ja. Das heißt, ich mache diese Origins weg. Dema, Akop ist die Distanz, ja. Und jetzt gehe ich in diesen Chase-Modus. Und der Chase-Modus sagt, da ändert sich alles ein bisschen. Jetzt muss ich ein paar Sachen eingeben. Erstens muss ich angeben, was ist denn mein Quantum Drive? Ja, mein Quantum Drive ist ein XL1. Ja. Was ist der Quantum Drive des Ziels? Haben das haben wir ja gerade ausgemessen. TS2. So, und jetzt sagt mir hier Snareplan, dass ich doch bitte 51 Sekunden warten soll, um dann anzuspringen, weil ich dann gleichzeitig mit ihm ankomme. Das heißt... Er richtet sich aus, Quantum Drive gespoolt, du hast auch schon mal Quantum Drive oder so. Der springt los und jetzt musst du 51 Sekunden warten, bis du dein Quantum Drive auslöst. Genau. Dahin zu springen. So,
Wie macht man das jetzt in-game? Weil jetzt sagst du, ja, 51 Sekunden, bis ich das eingegeben habe. Ja, du weißt ja schon, wo er wahrscheinlich hin will. Das heißt, du weißt schon mal, es ist Daymar. Am besten hast du also einen Co-Piloten bei dir im Turm sitzen oder eine zweite Person, die gar nicht da ist, ist auch okay. Und die hilft dir jetzt. Das Erste, was du machst, du fliegst ihm ja hinterher und hast gescannt, was er für einen Quantum Drive hat. Das musst du wissen. Ja. Und das Zweite ist, du bindest dir die Uhr unten links. Seht ihr die? Ja. Die bindest du dir auf deine Taste, diese Stoppuhr. Ah, cleverchen. So, in dem Augenblick, wo der springt, läuft diese Uhr. Jetzt rechnet im Hintergrund der andere aus, wann du springen musst und du richtest dich schon mal aus in die Richtung. Und dann sagt er dir, bei 51 Sekunden springen. Und dann springst du bei 51 Sekunden und dann kommst du gleichzeitig mit ihm an. Aber 51 Sekunden sind ja hier eine Welt. Das ist ja unglaublich. Dadurch, dass du den XL1 hast, der schnellste, Wahnsinn. Jetzt bin natürlich der Chatter. Also das heißt, ihr habt alle Geschwindigkeiten hinterlegt in dem Snare, in dem Chase Tool. Mach nochmal bitte auf. Zeig nochmal bitte. Ja, gerne. Zeig nochmal bitte. Das heißt, du gibst ein, mein Quantum Drive ist der obere XL1 und dann. Ja, genau. Ja. Das heißt, zeig dir sogar an, okay. Da sind alle drin. Krass. Mit allen Geschwindigkeiten, okay? Mit allen Geschwindigkeiten, okay. Krass. Nimm mal als Target den Size 4 Quantum Drive. Als Target. Ah, okay, ja. Wer hat den drin, der in Allegro? Das hat die. Die 890 beispielsweise. Ah ja, richtig. Shark Fresh. Diese Berechnung berücksichtigt alle Phänomene des Quantum Drives, also das lineare die lineare Beschleunigung, die stufenweise Endgeschwindigkeit und alles. Wie kommst du denn da dran an die Sachen? Sind die, stehen die auch im Nein, das war, also ich bin froh, dass ich diese Arbeit nicht leisten musste. Wenn Alex mal auf die About-Page klickt, habe ich eine Studie verlinkt von Allegro zu dem Thema Quantum Drive Speeds in Star Citizen über Learning Resources. Nee, bei Eric. Bei Eric hieß er. Ja, ich war ja, genau. Allegro. A Study on Quantum Travel Time. Nein, eine Study. Und das ist eine vollständige Studie zu diesem Thema, vollständig mit beschriebenen mathematischen Algorithmus und Erklärung. Ich werde breit, ey. Ich werde breit. Ist ja der absolute Knaller. Junge, 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 ihr seid ja total durch. Was ist die Community, die ist das Geilste? Ja, also ich habe beim Durchlesen dachte ich mir auch, alter Falter, ich weiß nicht, was imaginäre Zahlen sind, das hatte ich bisher noch nicht. Ich bin froh, dass der das für mich gemacht hat. Okay, alles klar. So, und jetzt sind die ganzen Daten dahinterlegt, werden dann aktualisiert, gegebenenfalls. Und Du kannst ja auch noch was anderes eingeben, weil du hast ja das Problem, du springst ja jetzt darüber und du hast ja eine Cooldown-Zeit von deinem Quantum Drive. Ja. Und solange dein Quantum Drive cooldownt, kannst du den Dämpfen da nicht anmachen, weil das gekoppelt ist. Ja. Ja. Ah, das heißt, okay. Du planst dir noch eine Preparation Time ein von, sagen wir mal, 15 Sekunden. Und dann berechnet er das auch, aber dass du quasi 15 Sekunden vorher ankommst. Aber dann dreht er ja 15 Sekunden. Dann, ja, aber ist egal. Aber die muss man ein bisschen aufpassen bei Preparation Time. Also, genau. Ja. Also du solltest nicht zu viel machen, aber damit du halt das für dich einplanen kannst. Also du kannst ein bisschen was drauf, aber dann wird er auch, er kommt dann nicht auf den Punkt gleich an, sondern ihr seid dann driftet ihr auseinander über diese Preparation Time, wenn du sagst, ich brauche hier so viel Zeit zum Cooldown von, okay. Bei großen Planeten oder bei großen Monden wie Microtech nicht machen, das ist eine schlechte Idee. Aber bei so kleinen Dingen oder Dingen, die sich gar nicht drehen, okay, aber wenn es sich gar nicht dreht, braucht man es gar nicht. Aber bei so kleinen Dingen, Daymar ist winzig. Ja. Vala ist winzig. Ja, da braucht man es nicht. Aber da kann man eine Preparation Time reinmachen, relativ gefahrlos, aber man muss trotzdem aufpassen. So, man kann sie verwenden, wenn du mit einer Mantis vorspringst, das geht ja auch, dass du mit einer Mantis vorspringst und den Snare anmachst, das würde ja auch gehen, dann brauchst du die Preparation Time auf jeden Fall, weil du musst den nochmal auslösen. Mhm. Dann 30 bis 40 Sekunden muss man einplanen. So, jetzt die Frage, wie oft habt ihr jetzt schon benutzt? Also das Chase-Tool selber habe ich schon ein paar Mal benutzt, ich stehe lieber auf der Route und interdikte. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um solche Händler wirklich zu erwischen. Ja. Weil, aber oder wenn die einer entwischt. Es ist Edge Case und du musst es üben. Also ich glaube auch dann.
Genau, du musst ursprünglich üben. War mal geplant, dass man das Chase-Tool für zwei Arten von Zielen hat. Erstens Hussies, weil als wir das Tool entwickelt haben, gab es keine wirklich definierte Hussie-Meter. Also konnte eine Hussie, die man bei Genie Point entdeckt hat, an drei verschiedene Punkte springen. Und dann hat man nicht genug Zeit, um sich mit der Mantis hinzustellen. Es sei denn, man hat drei Mantiden. Und dann hatten wir halt dieses Tool entwickelt auf Nachfrage von, ich glaube, Space Cutlet war es damals, der das gefragt hat. Geil. Mhm. Ja, Space Cutlet heißt ja nicht umsonst Professor Cutlet, der auch wirklich viel da rausbastelt. Ne? Der kam ja. Der hat mir das erste Mal beigebracht, wie das geht mit dem Delt, mit dem Trichter und wie das so funktioniert und so. Fand ich ja ganz faszinierend. Und jetzt habt ihr es auf die Spitze getrieben. Also super, super nice. Genau, und das Letzte, was Erik noch gesagt hat, war dieses Thema, wo kannst du von einem Punkt zum anderen finden? Ja, genau. Also wenn du jetzt irgendwo bist, dann haben wir ja auch eine Funktion, die heißt Position Navigation. Ja. Und das würde ich einmal kurz illustrieren zwischen Dema und Jela, damit wir nicht so weit springen müssen, oder Erik? Position Navigation. Ja, das würde funktionieren. Genau, nochmal, wofür? Ich bin jetzt bei Dema. Ja. Wenn noch einer von unseren Helfern da ist, vielleicht kann er einmal zu Alex hinkommen. Einfach ein Partien weit oder so. Robert Tag hat noch eine gute Frage, eine Anschlussfrage zu dem gerade gezeichnet. Wenn er direkt vom Ladeort springt, sobald der Sprungpunkt erscheint, und unterwegs stoppe, wenn ich weiter springe, hätte ich dann eine Chance? Ja. Also, kommt drauf an, wie lange du wartest. Genau, also warten ist dann eine gute Sache natürlich, auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, sowas passiert, auf jeden Fall, mittendrin rausgehen, 30 Sekunden warten, eine Minute warten. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen, welche Evasion-Möglichkeiten da sind, welche Möglichkeiten überhaupt dazu da sind, dem Piraten so zu begegnen, da mal ein Wort drüber zu verlieren, weil wir nicht nur den Piraten helfen wollen, sondern auch den Händlern, die AGBs unterschreiben möchten. Also ich bin jetzt nach zwischen Dema und Jela stehe ich und das Setting wäre jetzt, ich bin als Verstärkung dazugekommen, unsere Mantis musste fliehen und wir konnten das Schiff aber in Softdev schießen. Dann kann ja sein, dass nochmal Verstärkung kommt und dann bin ich wieder abgelenkt und dann findet man nie wieder das Wrack. Ja, was zu teilen, weil du kannst es nicht pingen und Pech. Und dafür haben wir halt auch eine Variante geschrieben, damit du dann wieder zu dieser Position zurückfindest. So, und jetzt die Tetsu ist das Problem, du musst leider sterben, weil sonst kann ich das ja nicht herzeigen. Und wir können das nicht in einem echten Kampf machen, weil dann würde die ganze Welt sehen, dass ich gegen dich abstinke. Deswegen kannst du dich bitte... Aber können wir sein Schiff nicht einfach als... Kannst du dich einfach... Ja, dann kann ich ihn ja aufpingen. Ich will ja das wirklich zeigen. Also, Itetsu, jetzt musst du entweder Schilde runternehmen oder selbst das zerstören. Also, ich weiß nicht, ob der überhaupt kann. Ich weiß gar nicht, ob der Itetsu das kann. Ob der das, ja, einfach mal aussteigen. Also von der mentalen Leistung her überhaupt, ob das geht. Mit sich selbst. Aufgeben, das ist ein schwieriges Wort. Ich will jetzt aber auch Itetsu nicht hier live im Ding abschießen, weil das passiert ja nicht. So, jetzt schieße ich sein Schiff mal in Softdev. An der Hornet Ghost fliegt er heute auch mal. Das war zu viel. Übertrieben, ja, das war zu viel. Ja gut, aber es ist so, dann hat man halt das Wrackteil, das ist noch ein bisschen schwieriger. Also hier ist es jetzt. Ja. Und was ich jetzt mache... So, und wir sind jetzt im Kampf, da sind noch andere Leute, da ist ein Wrack mit ganz vielen Kisten an Bord. Aber genau, und damit nichts passiert, damit jetzt, falls ich in den Kampf komme... Ja, und man kann dieses Wrack sehr schlecht wiederfinden, wenn man nicht weiß, wo das ist. Einmal Show Location. Einmal schon Location ein und dann gehe ich jetzt hier schon mal wieder in meinen Browser und gebe die Target, gebe das bei Target Position. Ja, okay? Das kannst du aber auch später machen, weil die Sachen sind jetzt in deinem Zwischenspeicher. Es muss jetzt nicht jetzt sein. Du kannst dann einmal Show Location, kannst deine Sachen machen, ganz in Ruhe. Genau. Und jetzt, was ich gerne machen, das ist einfach in einem Notepad-Speicher mit Namen dazu. Ja. Genau. Windows hat mit Alt und V kannst du verschiedene. Also bei Windows hast du die ganzen Sachen in der Liste drin stehen. Mhm. Oder Windows und V. Windows-Taste und V.
für die Windows-User unter uns. Da, ich glaube, Windows hat so ein V und dann geht so eine Liste auf und dann kannst du sehen, was du alles in den Zwischenspeicher gemacht hast. Da brauchst du kein Notepad mehr für. Jetzt nehme ich die Tetsu mal wieder raus aus der Party und fliege hier gerade mal so ein bisschen rum. Ja, und wir wissen dann nicht mehr, wo das Wrack ist. Genau, so, das war ja ein Dogfight und sowas, ja, und jetzt bin ich hier rumgeflogen und jetzt sag mir mal, wo das Wrack ist. Tja. Keine Chance, dass ich das finde. Pingen kannst du dann auch nicht mehr. Genau, keine Chance. Also aktuell zumindest. Ich hoffe, dass es kommt noch, ich hoffe, dass CIG da noch ein bisschen dran arbeitet und wir wenigstens die Möglichkeit haben, so einen Schrott zu scannen irgendwie. Ja. Genau, so, was ich jetzt mache ist, ich gehe wieder her und gebe wieder Show Location ein, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, aber wer das noch nicht gemacht hat, muss natürlich vorher jetzt einmal halt aus dem Speicher darüber tragen und jetzt dann Show Location, genau, jetzt da, wo du jetzt bist. Genau, dann gebe ich das hier oben ein und jetzt bekomme ich ja das Gleiche, was ich vorher auch hatte. Das heißt, ich muss wissen, wie hoch und wo ich rechts bin und damit es aber funktioniert, muss ich Daymar anschauen, weil das ist ja meine Route gewesen. Also wir nehmen das gleiche System, was ich gerade hatte. Man muss immer eine Route planen, man muss immer, sonst hast du keine Referenzpunkte und so genau. Weiter. Ne? Deswegen, ansonsten, wenn ihr das nicht habt, müsst ihr einfach eine Route planen in der Umgebung, wo ihr seid, damit ihr die Referenzpunkte sehen könnt, wie ihr euch bewegen müsst. So, und die Herausforderung ist jetzt, dass ich nicht genau weiß, wo oben und unten ist. Das heißt, das ist Jela, oder? Ja, bei Jela. Ich bin nicht nah genug dran, um die OM-Punkte zu sehen. Mhm. Das heißt, ich muss das, ich weiß schon mal, dass QL2 nicht über Jela ist, sondern auf einer Plane. Und dass es auch links ist und Crusader müsste auch links von mir sein. Da ist Crusader, ne? Genau. Das kann ich mir notfalls nochmal auf der Star-Map anschauen, falls ich das nicht genau weiß. Aber wenn ich hier die Location quasi anschaue, dann weiß ich, Crusader muss links sein und wenn ich ein bisschen rauszoome, dann sehe ich auch, QL2 ist nicht rechts von Jela, sondern links von Jela. Mhm. Ja? Ja, wenn ich es oben haben will. Sondern weiß ich zumindest schon mal, jetzt bin ich einigermaßen drauf. Okay. So, und jetzt fliege ich diese angezeigte Richtung an. Das heißt, ich muss jetzt 9000 rauf und 7000 nach rechts. Und das muss ich halt jetzt machen. So, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Mhm. Meine Position hier. Okay, ich näher mich dem Ganzen schon mal an. Kann man auch den Timer nutzen? Mal den Upstream. Ja, genau. Könnte man auch den Timer nutzen. Genau, das ist sogar ein ziemlich guter Hinweis. Timer ist, glaube ich, nicht standardmäßig. Ist, glaube ich, nicht standardmäßig belegt, muss er, glaube ich, in den Optionen einschalten. Yep. Ja. Das ist der Race-Timer, falls ihr den sucht. Ich glaube, Stopwatch heißt es. Ja? Kannst du mal kurz in Snapper nochmal aufmachen? Ah, ich schaue in die falsche Richtung. Ja, Enigma hat es gerade bemerkt. Ja, guck mal, der Chat, der passt auf. Der Chat lernt. Wahnsinn. Sie bilden sich weiter. Nicht schlecht. Genau. Guck mal, und ich habe nichts mitbekommen, weil ich bin schon quasi geistig im Feierabend. Also gut aufgepasst, ich muss ja nach Daymar gucken. Aber zumindest oben war richtig. Wahnsinn, was ihr da gebaut habt. Und wie viel das auch zu machen, also sich zu überlegen. Das finde ich echt eine geile Sache. Ja, ihr beide habt euch da, glaube ich, gefunden. Einmal für das UX-Design und dann für die Umsetzung der Berechnungen und so weiter. Krasse Scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja. Es ist eigentlich schon komisch. Wir haben gestern drüber geredet. Wir haben Core Legend einfach zufällig beim Global Chat getroffen. Ohne diese zufällige Begegnung in der SC wäre Snapplan niemals in dieser Form zur Existenz gekommen. Es gibt keine Zufälle. Es ist alles deterministisch. Und mich wurde gefragt, wie viele Stunden ich mittlerweile in Snapplan reingesenkt habe. Frag ein Entwickler nie, wie lange er da dran gesessen hat. Also für die Mathematik. Wenn ich jetzt so das Ausrechnen der Algorithmen, also das Design der Algorithmen rauslasse, das hat aber nicht lange gedauert, vielleicht nur so 2 Stunden, das Implementieren, das Backhunten und die ganze Infrastruktur, glaubt, das hat mich so 25 Stunden gekostet. Und dann Snareplan, das Frontend, das war die meiste Arbeit, das alles schön zu machen, das alles nutzerfreundlich zu machen. Glaub mal, Itetsu lebt sogar noch.
Und er schießt. Und er schießt. Er wehrt sich. Er gibt also das kann man auch fürs Medical Gameplay nehmen. Der schießt sich aus dem Cockpit raus. Ich wäre da vorsichtig. So, wir haben es wieder gefunden. Sehr gut. Nice. Und das ist auch noch so was Kleines hier wie eine Ghost, ja. Ich muss mit Itetsu ja demnächst. Mit Itetsu habe ich ja auch einen Plan. Der wird mich ja da wahrscheinlich ordentlich durchwemsen. Ich zahle eine Million, wenn du ihn umlegst. Nein, er zahlt mehr. Er zahlt immer mehr. Ich lade dich nochmal ein, wenn du ihn umlegst. Oh, ich habe gerade ganz, ganz große Verbindungsprobleme. Boah. Nee, leider so schlecht. Toll, jetzt habe ich. Außerdem wissen wir ja gar nicht, dass es wirklich ist. Jetzt habe ich die schlechte Reputation und du hast ihn nicht umgelegt. Wie scheiße ist das? Ja, tut mir leid. Das kann ich nicht machen. Da spricht der Kodex dagegen. Das ist nicht. Ja, gut. Ihr habt euch. Das ist super, ihr habt euch unter Kontrolle. Ja. Das ist ja nicht mein. To be bar gefragt. To jetzt wird nur noch ein Windows, das periodisch /location eingibt. Das habe ich sogar bei dir, Gux, mal besprochen gehabt. Wir hatten auch mal einen Podcast über Spieltools und wann sie anfangen zum Cheaten zu werden. Ja. Da bin ich auch genau auf diese Frage mal eingegangen. Sobald wir da diesen Schritt mit /location automatisieren, wird es für mich zu nah an den Hacking-Client rangegangen. Ja, weil dann hast du einen Vorteil, den haben andere Spieler nicht mehr. Also überhaupt nicht mehr. Ja, ich meine, gut, den Vorteil, verstehe ich. Weil da kommen wir jetzt wieder an die Problematik aus diesem Stream genau wieder ran. Wo setzt man die Linie persönlich? Ja, aber für mich fängt es bei solchen Desktop-Tools, die dann mit dem Spiel interferieren, also interfacen, dann an. Ja, ich weiß, das ist eine schmale Linie, auf der man da auch mit meinem Snitch Citizen Tool, womit man die Leute sich angucken kann, da gäbe es sicherlich auch sehr viel Automatisierungsmöglichkeiten, die ich auch nicht eingebaut habe. Du musst es halt eingeben und du musst halt irgendwie aktiviert die Sachen. Ist schwierig an der Stelle, genau. So, wir gehen wieder auf den Weg. Das war im Grunde genommen Interdiction und Snareplan. Erstmal danke für das Vorstellen eures Tools, wie Interdiction funktioniert. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Fragen ein, die der Chat hatte oder hat. Für mich interessant erstmal, um das nochmal anzuführen, wir als Piraten, ihr als Piraten, was sind die, sagen wir mal, die wichtigsten Tipps, die wichtigsten drei, die wichtigsten zwei Tipps, wie kann ich dem Ganzen als Nicht-Pirat entgegnen? Oder was soll ich machen? Was sind so die Tipps? Wie kann ich dem Snareplan entkommen? Soll ich anfangen, Alex, oder möchtest du? Ich würde es mal versuchen, so. Also das ist jetzt ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite wollen wir ja nicht, dass so viele das mitbekommen. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass Händler die machen sowieso meistens nicht. Sowieso die Sachen nicht lesen. Ja, ich meine, die jetzt hier zuschauen, die sollen ja schon auch einen gewissen, ich meine, die haben ja schon einen Informationsvorsprung jetzt. Ne? Also guck mal hin. Also es ist ja, im Endeffekt liegt es ja auf der Hand. Ich mache jetzt mal nochmal die Route auf. Dama, Crusader und Yela und habe als Zielpunkt A-Corp. Und sagen wir mal, ihr seid jetzt gerade auf dem Weg gewesen oder würdet euch jetzt mal auf den Weg machen, die Goldroute zu fliegen, ja, von Dama. Dann ist das Erste, was ihr ja habt, es könnte ja sein, dass jemand mit einer Blue hinter euch hängt. Also eigentlich ist es ganz simpel. In dem Augenblick, wo ihr irgendeinen anderen Spieler seht, der euch dabei beobachten kann, dass ihr gerade Ware einladet, habt ihr eigentlich schon verloren. Das heißt, in dem Augenblick wissen die anderen ja, dass ihr Ware habt und dann kann man anfangen, euch in der Mystic Zone abzucampen oder euch halt zu chasen. Ja, also da ist schon mal schwieriger. Tipp 1 ist, du willst Ware umladen, du siehst jemanden, mach es nicht. Kauf nicht, flieh weg, flieh woanders hin, warte eine Stunde, guck dir Blümchen an. Sobald du jemanden anders siehst, sei dir dem Risiko bewusst. Genau. Genau. Wenn du natürlich. Oder du bist eine coole Socke und sagst, mir auch egal, ich weiß ja, dass ich nur bei Dama auf 5 Kilometer hoch muss und dann wegspringen kann.
Dann sollen die anderen Piraten mich mal in Ruhe lassen oder nicht, ist ja egal. Wenn die Schiffe, die euch um euch rum sind, sowieso nur Jäger sind oder sowas und da ist nichts mit einem Dampener, dann braucht ihr euch sowieso schon mal viel weniger Sorgen machen. Ja? Weil dann kann ich nichts festhalten. Und runterschießen in der C2, das dauert sehr lange. Also, schlimmster Fall, du kommst mit deinem Landungsschiff da an, willst Waren machen und du siehst eine Mantis, eine F8 Lightning, eine C2, die leer ist, die da so hovern und warten, dass du da, wenn du die drei Schiffe zusammen siehst oder noch eine Hornet, dann weißt du, das ist schlecht. Wenn du da zwei Arrows siehst, sonst nix, dann sind das vielleicht Genker, die dich einfach weghauen wollen. Ist auch schlecht. Die wollen vielleicht deine Ware nicht, die wollen dich einfach nur abschießen oder wahrscheinlich sind die da zum Tanken und wollen dann wieder weg. Aber so die Kombination aus, was hat der Pirat dabei? Ich meine, du wirst eher nicht eine Mantis und eine C2 nebeneinander hovern sehen. Die warten, nein, die gucken. Die C2 ist irgendwo. Die sind nur zum Beobachten da, die machen nichts, die schauen nur schön. Die C2 ist also der Witz ist ja der, alle Tipps, die ich euch gerade gebe, retten euch ja leider nicht vor uns. Weil wir da nicht mit einer Blue rumfliegen und auch nicht mit einer Ghost oder sonst was. Ihr wisst nicht, dass wir da sind, aber wir können euch trotzdem scannen. Diesen Tipp gebe ich jetzt nicht. Ja. Es gibt noch die Möglichkeit und ich will es auch nicht allen Piraten so einfach machen. Aber die meisten hängen dann da ab mit ein, zwei Schiffen und wenn ihr das seht, verzieht euch einfach. Wenn nicht und ihr sagt, ihr wollt wegspringen, dann rauf auf 5 Kilometer, habt immer im Kopf, falls euch doch irgendjemand auf die Nerven geht und plötzlich da ist, könnt ihr immer wieder zurück in die Mystic Zone und das könnt ihr aussitzen. In der Mystic Zone kann euch ja nichts passieren. Gut, das da haben wir schon mal, das haben so, wir schon mal 2,5 Stunden gemacht, das war auch ein geiles Gameplay. Er wollte nicht aus der Mystic Zone raus und wir haben gesagt, nein, wir bleiben. Wir waren. Ja, genau, aber in der Zeit geht das Konto ins Minus. Also ja, aber der Chat war so witzig mit dem und diese Hin- und Her-Geschichte und jetzt fliegt er los und zurück. Es war auch Gameplay. Man muss es sagen, er hat sich wirklich durchgehalten und wir haben aber auch durchgehalten. Wir haben dann so, was machen wir jetzt? Das war schon gut. Genau. So, das zweite ist jetzt, wenn ich jetzt hier den Snareplan anmache und ihr sagt, okay, ich fliege jetzt einfach so ein bisschen in die Richtung, seht ihr, dass wir ja ziemlich viel abdecken. Also das heißt, das Physics Grid ist ja sehr hoch und da müsstet ihr von Daymar aus sehr weit fliegen. Wenn ihr jetzt sagt, ha, ich bin schlau, ich springe einfach von Daymar nach Yela, gehe mittendrin raus und springe von dort aus dann nach Arkorp, dann habt ihr auch verloren, weil dann seid ihr auch bei uns noch in der Gruppe drin. Was ich jetzt hier helfen würde, wäre ein Sprung nach Selen, aber dann müsst ihr quasi um Crusader drum rumhüpfen. Oder ihr springt halt nach Cruel 1 und geht da auf halber Strecke raus. Oder wo auch immer. Oder noch weiter, wenn ihr auch ganz nochmal sicher gehen wollt, nehmt ihr mal Cruel 5. Oder weil, was auch populär sind Jump Points. Aber oder Jump Points, okay. Ja, dann habt ihr auch noch eine Höhe oder sowas. Also das heißt, einfach einen Zwischensprung zu machen, bevor ihr zum Ziel springt. Den Trichter verlassen. Den, so, genau. Ja. Aber. Darf ich das Aber droppen? Zwei Abers. Jetzt. Das zweite Aber ist tatsächlich sogar brandneu. Schneide ich alles raus, wenn es zu schlimm ist. Wenn es zu schlimm ist, schneide ich es raus. Das erste Aber. Es kostet Zeit. Ich weiß, das ist nicht für manche macht das nichts aus. Die nehmen lieber 99 Mal die extra 10 Minuten in Kauf und das eine Mal hat sich dann ausgezahlt. Okay, wenn ihr die Arbeit machen wollt, ist in Ordnung. Kann man machen, es funktioniert. Aber. Vor 2 Wochen hat mich ein guter Freund angeschrieben, der Nolet, von einer anderen Piraten-Org. Die haben es geschafft. Ich verrate nicht wie, aber es ist genial. Mit Snareplan einen Weg gefunden, wie man diese Doglegs 100% sicher abfängt. Welche Doglegs? Was? Welche? Also Jumppoint beispielsweise. Dogleg kommt von so einem Hakenschlagen quasi. Ah, okay. Verstehe. Ja. Das haben die mit 100% akkurat, 100% Erfolgsquote. Ja, mit 70 Mantis, die man da hinstellt. Nee, mit einer Mantis. Okay. Und das ist unfassbar schlau. Geht mit den aktuellen Snareplan-Features, ist genial. Okay.
Ja, da bin ich aber mal selber drauf. Da muss ich dann mal meine Forschungsabteilung drauf ansetzen, die sich damit beschäftigt. Ich werde auch gerade schon angeschrieben, verrat nicht zu viel. Nee, da sage ich auch nicht mehr zu. Ich möchte diesen Trick, den behalte ich mir in der Hosentasche. Okay. Also ich weiß nicht, wie es geht. Unsere Org, also noch nicht. Also ich denke mal eine Viertelstunde, dann werden wir dann auch wissen, wenn ich da meine Truppe drauf anlasse. Und also die meisten Piraten werden es wahrscheinlich auch nicht wissen. Ein Sprung ums Eck sollte trotzdem den meisten Fällen schon mal helfen. Das zweite Aber ist natürlich jetzt nur wirklich gegen die Experten. Nolet ist ein absoluter Gigabrain. Der ist extrem schlau. Der hat sehr viel Feedback fürs Snareplan gegeben. Ja. Der ist da richtig heiß bei. Das sind wirklich die Experten. Die triffst du vielleicht einen in 20.000 Mal. Nie. Aber jetzt gebe ich euch den Tipp, den wichtigsten Tipp. Fliegt einfach nicht alleine. Also dann könnt ihr euch die ganze Action sparen. Man macht ja mittlerweile echt ordentliches Geld. Und wenn man da sagt, pass auf, ich nehme einen Jäger mit, der weiß, was er tut, zumindest eine Rakete aufschalten, dann habt ihr schon sehr, sehr viel gewonnen, weil eine Mantis ist super anfällig gegenüber EM-Raketen. Das bedeutet also, wenn ihr jemanden mitnimmt in der Aero oder noch besser in der Ghost, der einfach vorfliegt, dann kriegt ihr schon mal mit, dass der sagt, ich werde rausgezogen, dann könnt ihr vorher rausgehen, wenn es wäre. Oder der mit euch mitfliegt, dann kann sich die Ghost um die Mantis kümmern und dann müssen wir ja viel mehr Leute sein. Und wenn die Mantis platzt, dann ist ja vorbei. Dann kannst du mit der C2 ja abhauen. Ja. Und das machen die Trader nicht. Ihr habt Türme, ihr habt die Möglichkeit, oder die Leute haben die Möglichkeit. Das machen auch die Salvager nicht. Das machen die, also alle, die was transportieren. Salvager ist ja noch schlimmer. Die müssen ja sogar noch aussteigen aus ihrem Cockpit-Sitz. Das heißt, die kriegen in der Zeit ja nicht mal mit. Du kannst neben sie hovern und das Schiff boarden und sie kriegen es nicht mit, weil sie halt alleine mit der Reclaimer fliegen. Und oder, was wir auch schon gesehen haben, die haben Crew dabei, aber die Crew bewegt sich nicht von den Salvage-Lasern zu den Turrets. Ja. Ich meine, die Reclaimer ist ja eigentlich dazu prädestiniert. Man sieht es ja auch im Chat, wer hat einer Bock mitzumachen und so weiter. Da hast du ja schon mal zwei oder drei Leute auf der Reclaimer. Ja. Selbst Randoms treffen sich da. Und trotzdem. Es ist auch manchmal so, bei manchen Routen, wenn du jetzt wirklich das Dogleg machst, also die Möglichkeit zwei, da kannst du teilweise mehr Zeit verschwenden, als du Profit machst, wenn du einfach Leute anheuerst in manchen Routen. Genau. Also es ist nicht. Auch das Dogleg ist. Wie gesagt, nicht wegen dem Zeitverlust, nicht der goldene Kiel. Nee. Der goldene Kelch. Der goldene Weg. Genau. Ja. Ja, vor allem hast du ja auch das Problem, es gibt ja auch Trading-Routen, die der ein oder andere kennt, in denen du keine Mystic Zone hast. Das heißt, du bist auch während dem Einkauf und Verkauf, also während dem Einkauf bist du ja, deine Person im EVA ist ja gefährdet. Und wenn du das alleine machst, also ich würde mich das nicht trauen mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wenn ich Pirat bin, würde ich niemals außerhalb von einer Mystic Zone, ohne dass irgendjemand anders aufpasst, einkaufen. Weil das ist ja super einfach, dass du da weggeballert wirst. Und das heißt, du brauchst sowieso jemanden, wenn du diese hochprofitablen Routen fliegst. Und dann kann die Person ja auch gleich noch in dem Jäger sitzen. Aber das können wir 5000 Mal machen, das machen die Leute nicht. Genauso wie die Leute auch nicht auf den Global Chat achten, wenn wir Piraterie machen, teilweise 4, 5 Stunden. Manche wollen auch nicht. Manche wollen die Action, das haben wir auch öfter mal. Ja. Manche wollen nicht, dann wird gesprengt oder wird geschrieben und so weiter. Was? Genau, und jetzt, weil Schabernack gerade schreibt, was ist, wenn man alleine ist? Wenn du alleine bist, dann flieg nicht die hochprofitablen Routen. Als Pirat habe ich ja keinen Bock drauf, Ware zu verladen, die nichts wert ist. Das heißt, wenn du sowas wie Barrel handelst, dann machst du trotzdem noch einen guten Gewinn im Vergleich zum Risiko. Aber ich als Pirat würde dich nicht überfallen wollen, weil das Barrel ist mir zu wenig wert, um pro Kiste, was den Aufwand rechtfertigt. Also nicht die Routen fliegen, die dann hier ganz oben stehen, sondern da hier die Barrel-Route zum Beispiel, Shubin Orison, super sichere Route, kannst du nicht gut abfangen, flieg die. Ja. Also dann halt nicht die hochprofitablen Sachen fliegen. Aber was halt nicht geht, ist hohes Risiko, hohe Gewinne und dann alleine sein und dann sich beschweren, dass Piraten dich rausnehmen. Dann sage ich, ja gut, so ist es halt leider.
Ja, und wenn er sagt, Begleitschutz dabei macht jede Route unprofitabel, genau für solche Fälle haben wir ja unser Serviceangebot erweitert, dass wir eben unsere Cargo-Versicherung anbieten. Das heißt, du kannst auch ohne Geleitschutz fliegen. Wenn du auf uns triffst, dann zahlst du diese Fee einfach nur an uns und kannst weiterfliegen. Also wenn ihr uns seht, bleibt einfach stehen, baut den Kontakt auf oder geht auf unseren Kontaktaufbau ein und wir werden uns mit Sicherheit einig werden und dann könnt ihr ganz normal weiterfliegen. Ja, ja. Ich habe jetzt auch nochmal zwei weitere Punkte, was man noch machen kann, eher so Abwägungen. Im Fall, dass dann alles nicht funktioniert und man trotzdem rausgezogen wird, verhandel. Wenn alles fehlschlägt und du den Schaden minimieren möchtest, verhandel lieber und sag, okay, ja, ich verliere die Hälfte meines Geldes von dem Warenwert, aber ich behalte immerhin ein bisschen Geld und kann mich schneller erholen. Bei uns ist halt du wirst oder sowas verlieren. Wenn entweder einer ein bisschen charmant oder alles ist und schreibt und irgendwie eine lustige Situation, dann lass mir den auch für ein paar Credits ziehen. Es geht nicht ums Geld. Aktuell geht es nicht ums Geld. Genau. Ja. Ah, das würde ich bei uns nicht unterschreiben. Schon bei uns, also bei mir. Also ja, bei uns geht es schon ums Geld, aber wir versuchen halt immer noch zu verhandeln. Ja, genau. Also man muss immer überlegen, was hast du denn als, also jeder hat ja einen Hebel. Also du hast ja als Händler den Hebel, dass der Pirat nicht verladen will. Er verliert ja Zeit. Wenn du jetzt zahlst, dann kann er das nächste Ziel rausnehmen. So, ganz klassisch BBL, ja. Also das ist der Hebel, den du hast. Hey, wenn du musst mich abknallen, du hast ein bisschen Risiko, vielleicht komme ich wieder und räch mich und du musst das verladen, du brauchst ein Verladeschiff und so weiter. So, das heißt, du kannst schon mal, wenn du einen Warenwert von 8 Millionen an Bord hast und wir kommen als Piraten, dann verlangen wir nicht 8 Millionen, weil das... Nee, das ist ganz klar. Wir machen, wenn wir 100% hätten. Genau. Wenn du nichts tun kannst und es wäre eh egal und wir müssten einfach nur auf Abheben klicken, gäbe es keinen Grund zu verhandeln. Aber so ist es ja nicht. Das heißt, wenn du jetzt kommst mit 8 Millionen, dann wissen wir ja, du machst 2 Millionen Gewinn und dann kommen wir halt gerne um die Ecke und sagen nicht, wir wollen 2 Millionen haben, sondern wir wollen gern 4 Millionen haben. Soll sich schon auch für uns lohnen, aber du verlierst halt nicht 8. Mhm. So, und jetzt passiert dieser Verhandlungsposten, dass du kannst nicht sagen, ich gebe euch gar nichts, du kannst aber auch nicht sagen, ich gebe euch nur eine. Mhm. Du wirst keinen Gewinn machen mit der Route. Das lassen wir nicht zu. Ja. Aber so dazwischen, zwischen 2 und 4, da kann man sich schon einpendeln. Und vor allem gibt es bei uns ja, wenn du die 4 zahlst, also auf die Sache eingehst, dann kriegst du von uns immer die Zusage, das sollten wir dich heute Abend nochmal rausziehen. Machen wir auch nicht. Ja, machen wir auch nicht. Das heißt, du kaufst die Versicherung und die Versicherung gilt dann für einen Tag, hat die eine Laufzeit und das wird bei uns auch vermerkt und dann bist du da safe. Das machen wir auch. Dann wir lassen die auch ziehen, egal womit er dann angeflogen kommt. Genau. Hat schon einer gemacht, der kam 4-mal rein. Er hat gesagt, er muss jetzt weiter handeln, weil er hat den Darfschein. Er wusste auch, er hat keine Konkurrenz, weil wir da sind. Ja. Genau. Wie nehmen wir Konkurrenz aus? Er kann besser handeln. Er hat Versicherung gekauft. Auch gut. Hier wird gefragt wegen Sprengen. Also der Thema Sprengen hat sich ja eigentlich erledigt in letzter Zeit. Ja, seit dem Cargo Refactor. Ist natürlich für uns ein bisschen schade. Dann fehlt die Hälfte der Ladung und wir müssen packen. Aber, nicht nur die Hälfte. Manchmal nicht mal, 20%. Ja, also ich sag mal im Schnitt. Es bleibt ja immer zwischen 10 und 90%. Wenn richtig scheiße läuft, dann ist halt echt viel weg. Wenn gut läuft, nicht so viel. Kommt drauf an. Da musst du halt, dann fließt du mit der C2 ran, packst mit den 10 Mann eben die Klamotten um, verkaufst sie, gut. Also sprengt euch in der Luft, tut uns nicht weh. Ne? Also der Vorteil ist ja, wenn du dich in die Luft sprengst, dann kommst du uns ja entgegen. Es gibt ja zwei Sachen, die Leute machen. Sie jagen sich in die Luft. Die zweite Sache ist, sie locken sich aus. So, erstmal, sie sprengen sich in die Luft. Wir verlangen ja nur 50%. Das heißt, wenn du dich sprengst, kriegen wir auf jeden Fall mehr, als du uns hättest zahlen müssen. Das zweite ist, du wirst nicht wiederkommen können, weil du kannst zu deinem Wrack nicht zurück. Du hast keine Chance. Wir machen den Snare aus und wir können ganz in Ruhe verladen. Niemand kann dir mehr helfen. Du hast keine Chance mehr zurückzukommen. Außer du benutzt das Tool. Da gibt es so ein Tool. Da kannst du deine Position eingeben. Ja? Ja, aber viel Spaß. Das kannst du machen, ja. Du könntest Snare-Plan verwenden, um dein eigenes Wrack wieder zu finden, weil du vorher daran gedacht hast, Show Location zu machen, bevor du dich gesprengt hast. Aber wenn du so schlau bist, dann kannst du auch einfach bezahlen. Du kannst den ganzen Arbeit sparen. Yep. Du musst ja trotzdem noch hinfliegen. Death himself, da müssen wir uns stundenlang hinstellen und Ware umladen. Machen wir. Ja, machen wir. Klar. Es dauert auch gar nicht lange. Dauernd. Die Kisten sind ja so groß. Genau, die Kisten sind so groß. Es dauert nicht mehr so lange. Das geht ruckzuck. Also wenn du ein bisschen Übung hast, das ist in 5 Minuten ist das erledigt.
Also man muss halt sagen, als der Cargo Refactor frisch rauskam und nur noch die einen SU-Kisten da waren, Piraten sind die Art von Spieler, die sind so überzeugt, dass sie alles machen. Wir haben uns da für, ich glaube, teilweise 3 Stunden hingestellt und haben dafür 2 Millionen ja. Umsatzkisten umgeladen. Wir stehen da manchmal 2 Stunden. Nix passiert. Ich mach gerade die Bubble aus, damit die Jungs da weg können und wir uns umpositionieren von Jela nach, keine Ahnung. In dem Moment springt einer rein und ist weg. Da passiert. Ärgerst du dich und du stehst 2 Stunden und nichts passiert. Es ist so. Du musst eine Sache über Piraten wissen. Piraten sind die geduldigsten Spieler im gesamten Spiel. Die haben so viel Geduld und so viel Wartezeit und Taktik, dass auch wenn du sie verscheuchst, die kommen zurück. Die haben die Geduld, die geiern auf das Ziel ab, selbst nach 6 Stunden Wartezeit. Und wir sind in einer Sache richtig gut geübt und das ist im Kisten verladen. Mhm. Also da sind wir sehr schnell drin. Und wir haben da auch und im Discord rumhängen und blöde Sachen erzählen. Genau, aber genau, wenn jetzt wirklich was verladen werden muss, wir wissen genau, wie wir das aufteilen, wir wissen, wie wir ganz schnell die Ware loskriegen, weil wir ja wissen, dass dann eventuell jemand nachkommt und sich rächen will oder halt das Schiff zerstören will. Das ist in 10, 15 Minuten gegessen oder schneller. Also je nachdem, wie viele Leute wir haben. Gestern hatten wir einen Rekord. Eine halbe C2 umgeladen in 5 Minuten. Alter, das war schnell. Die Eskorte, die da zurückgekommen ist, die hatte ein leeres Schiff weggerammt, weil wir so schnell waren mit dem Umladen. War schon leer. So, der zweite Punkt, von dem ich noch gesprochen habe, ist Ausloggen. Das ist ja auch viele. Ha, ich logge mich einfach aus. Das Schiff bleibt da. Es zuckelt ein bisschen rum. Wir schießen es in den Softdev und wir bekommen alles. Wir bekommen einfach alles. Genau. Das ist wie Geld abheben. Softdesk, dann geht auch Sprengen nicht mehr übrigens. Genau. Genau. Mhm. Im Softdesk geht Sprengen nicht mehr. Also entweder stehen bleiben und verhandeln oder sagen, nee, ich hole ein bisschen Zeit raus, weil meine Kumpels kommen schon, wenn ihr das wisst. Das ist gut. Könnt ihr auch machen. Oder sagen, nee, Moment, ich habe noch 2 Leute an Bord, dann sollen sie mal kommen und dann machen wir das Ganze im FPS aus. Wobei ihr dann natürlich den Nachteil haben könntet, dass man euch in Hardev schießt, falls das zu gefährlich wäre. Aber und dann halt das in Kauf nimmt, dass die Ware weg ist. Aber wenn ihr entschieden habt, ohne Geleitschutz zu fliegen, dann habt ihr eigentlich nur noch eine Chance, um euren Verlust zu minimieren und das ist Verhandeln. Alles andere hat CIG rausgenommen, dass es geht. Also dieses Bad-Lockout geht nicht mehr, das alte 4 geht nicht seit mehr, 3, das Sprengen 19, bringt nichts mehr. Seit 3.19 haben wir es, glaube ich, oder? Alles, ne? Das war ein großer Schritt nach vorne für unser Gameplay und so weiter auf jeden Fall. Es war nicht mal auf Piraten abgezielt. Eigentlich war es auf faire... es war auf Bounty Hunting abgezielt. Das Bad-Logging und das alte 4, das war auf Bounty Hunting abgezielt. Damit Bounty Hunter nicht mal mit Illegalen kämpfen müssen, die einfach alte 4. Mit dem neuen Quantum, der keinen Marker mehr braucht, geht der Plan noch mit dem Leute rausziehen aus. Du brauchst ja weiterhin einen Planer, Jump. Das mit dem Quantum, das keinen Plan braucht, es ist nur eine überschaubare Reichweite, die du damit zurücklegen kannst in den Mastermodes. Ja, wir wissen etwa von 20.000 bis 30.000 Kilometern und das ist etwa so groß wie ich dachte 50. Distanz zwischen Hurst und Areal, also es ist winzig. Ja. Genau, aber das können wir jetzt auch schon nicht abfangen. Also, ja. Also wir können es abfangen auf manchen Routen. Also, ja. Aber das ist für mich, das habe ich auch schon während des Vorstellens bei der Citizen Con gesehen. Es ist eine gerade Linie. Das hat auch CRG bisher bestätigt. Es ist kein Freiflug. Es ist eine gerade Linie in eine bestimmte Richtung. Und was ist auch eine gerade Linie in eine bestimmte Richtung? Doglegs. Was können wir gut abfangen mittlerweile? Doglegs. Das ist alles und dann kommt auch, es ist genau dieselbe Regel wie beim Dogleg. Möchtest du wirklich, keine Ahnung, extra 2 Minuten oder extra 10 Minuten für ein Dogleg investieren, egal über Quantum Travel oder über Boost, oder möchtest du wirklich die Zeit sparen und direkt fliegen und dann halt in der, keine Ahnung, 1%igen Chance, jeden Run einfach mal überfallen zu werden. 1%. Ja. Es gibt Spieler, die traden seit 2 Jahren und die haben noch kein einziges Mal Piraten gesehen. Ja, Mehr Piraterie. Macht mehr Piraterie. Ja, mehr Piraterie. Wenn es mehr Piraten gibt, dann lohnen sich Doglegs, dann lohnen sich Quantum Boosts, Richtungsänderungen, aber bisher... Also, Wenn wir schon eingangs gesagt haben, ihr bitte fliegt weiterhin alleine, volle Schiffe,
direkte Routen, die Hauptrouten fliegen, viel AFK. Immer da, viel AFK sein, also auch die alles, was gerade Meta ist, rein in Türen offen lassen, viel bitte investieren und dann am Ende in den Chat rein, was wir für schlimme Leute und Terroristen sind, habe ich gerade schon wieder gelesen, wir wären Terroristen. Wichtig. Also die Reihenfolge ist wichtig. Erst schlecht vorbereitet, mit viel Geld und sich dann beschweren, dass man das Spiel gespielt hat. So, also. Der Kit hat vorhin noch was geschrieben, und zwar mit dem Welpenschutz. Was ist denn, wenn jemand ein Frischling ist? Ob wir den dann vom Haken lassen? Also gibt es ja zwei Gruppen. Einmal die Leute, die ganz neu sind und die in einem kleineren Schiff unterwegs sind. Da ist ja das, die Forderung dann viel niedriger, als das ist. Aber wenn jemand mit einer C2 kommt, die ist fast vollgeladen, dann wissen wir schon, okay, der hat sie nicht vollgeladen, weil er nicht genug Geld hatte, der wird wahrscheinlich kein Geld mehr haben. Das heißt, wenn wir dann sagen, pass mal auf, wir wollen hier Lösegeld haben, hat der schon mal den Fehler gehabt, der hat all sein Vermögen in einen Run gesteckt. Also irrsinniges Risiko, das einzugehen. Das habe ich auch schon mal online gemacht. Hätte man gesagt, du darfst, ja, aber das ist echt risky. Wenn ich sowas machen würde, immer alle Sicherheitsmaßnahmen verwenden. Und in so einem Fall wird natürlich uns oft gesagt, ja, ich habe kein Geld mehr. Ich kann euch leider nicht bezahlen. Aber das ist gar kein Problem, weil du hast ja Warenwert an Bord. Das heißt, dann bleib bitte stehen, lad ein bisschen was von deinen Kisten ab. Und wenn uns das dann passt, dann kannst du weiterfliegen. Und dann nehmen wir einfach was von deiner Ware. Das ist auch okay. Ich kann auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hätte auch ein Nähkästchen plaudern. Wir hatten eine Vulture abgefangen, die war voll mit gescrapptem Zeug. Das fand ich sehr schön. Der hielt an. Also wir haben gar nichts gemacht, wir haben den abgefangen, der hielt einfach an. Und dann aus dem Sitz ausgestiegen, siehst du dann ja. Aus dem Sitz. Und dann, wir haben versucht, ihn anzuschreiben, er hat nicht reagiert. Hinten ging die Klappe rauf und er fängt an, Kisten rauszuwerfen. Einfach so. So hier. Und dann haben wir gesagt, so haben wir reingeguckt, gesagt, komm, 4 Kisten reichen, ist gut. Und dann, und hat er sich noch bedankt, den haben wir dann auch noch 2-mal gesehen. Ja. Der ist da hin und her geflogen. Geil. Das ist auch ein guter Punkt. Wenn ihr uns mal überrascht, das ist teilweise interessanter sogar. Genauso wie wir euer Gameplay abwechslungsreicher machen wollen. Wenn ihr unseren Gameplay abwechslungsreicher macht oder einfacher macht, warum sollen wir eure ganze Cargo wegnehmen, wenn ihr uns für uns entladen und uns nur die Hälfte gibt. Ist uns egal, das ist eine tolle Erfahrung, dann machen wir halt mal eine Ausnahme, ist genau. Doch nicht schwer. Ich habe auch gesagt, komm, 4 Kisten reichen, Hauptsache hin, warte. Erstmal wollten wir sowieso keine Vulture, der ist zu wenig drin, wenn du mit 10 Mann da stehst, willst du die, das lohnt sich quasi nicht, ja, du willst die großen Pötte. Und dann, ich fand das so, und dann hat er sich, dann haben wir nachher noch ein bisschen geschrieben, das war total gut. Also ich finde diese Interaktion, das ist das, was mir an der Piraterie so schön so gefällt. Denk mal, das ist für alle Piraten das Wichtigste, die Spielerinteraktion. Deswegen machen wir das wahrscheinlich auch, das PvP. Über die Zeit, genau. Und über die Zeit ist, du triffst halt super viele Leute, die dann demonstrieren können, auf welcher Seite der Vernunft die stehen. Die können sich nochmal richtig als Idioten outen in ihrer Art und Weise oder können sich als Sportsmänner darstellen, die da zusammen mit uns ein Spiel spielen. Genauso wie wenn ich von einem PvPler dann abgeschossen werde, der halt einfach besser kann als ich. 90% der Guten, die sind besser als ich. Ne, dafür ist das halt, das ist einfach so. Und dann sag ich, good game, hey, wir haben da gestanden, du hast das geschafft. Gratulation. Wir werden nie schreiben, ey, Blödmann, du bist ein Kacknoob und so weiter. Wir werden schreiben, good game, halt, toll gemacht und so weiter. Und so sollte, finde ich, sollte eigentlich die Community auch sein. Ist natürlich blöd, wenn in dem Moment dann überfallen wirst und so weiter. Aber du hast halt zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten. Du kannst halt zeigen, dass du ein cooler Dude bist und das Spiel annehmen. Oder du kannst halt zeigen, dass du ein Schwachkopf bist und sich da, ich meine nicht damit, dass du dich wehrst. Das ist gut, wenn das dein Ding ist. Aber wenn du dann so schreibst und so tust, als wärst du der Held vom Erdbeerfeld und machst dich überhöhst dich quasi über die Sache, dann, das gefällt mir persönlich nicht. Das finde ich nicht schön. Hier wurde auch gerade gefragt, was ist, wenn das Ziel ein kleineres Schiff ist, zum Beispiel maximal Conny-Größe.
Ja gut, Ziel ist Ziel. Solange wir jetzt, also vor allem, ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Drogentrades haben, da kann in der Con mal 2 Millionen drin sein, ne? Ja, klar. Also es ging noch, bis die Lightning rauskam. Also bis die Lightning kam, war ja nur die Mantis in der Lage, eine Mercury Starrunner zu verfolgen. Das heißt, wenn du auch nochmal sicher gehen wolltest, bist du in die Mercury Starrunner gegangen, hast nicht so viel Cargo-Raum, aber die ist halt flott. So, wenn da dir eine Mantis im Nacken hängt, dann gehst du auf die Kappe, drehst dich rum und schießt dir EM-Raketen ins Gesicht. Dann hat die Mantis Probleme. Ja, oder du beschleunigst gut und kannst dir entkommen mit so einer Geschwindigkeit. Genau. Ja, irgendwann kommst du sogar davon. Aber seit es die Lightning gibt, hast du ein Problem, weil die Lightning ist halt sogar schneller als die Mantis. Und das heißt, es gibt im Moment kein Schiff, das mir bekannt ist, das handelt, ein Handelsschiff, das entkommen kann und klein genug wäre, um abzuhauen oder so. Also entkommen ohne Kampf, dazu ist es so. Ja, Kampf klar. Kann man ich meine jetzt, genau, mit Kampf natürlich. Setzt sich in der C2. C2, sicherstes Schiff im Universum. Das ist ein unfassbares Schiff. Das Ding ist total overpowered. Repeater vorne drauf und dann hast du eine ein bisschen trägere Arrow. Und ja, viel Spaß. Ja. Ehrlich, die ist ein Lightfighter. Die ist so viel zu agil. Ich bin letztens mit der. Ja? Wie toll an machen bei dem? Was? Bei der C2? Ja. Der ist Vita ist kostenlos als Upstrafe, ohne Penalty, ohne gegen Ding. Okay. Gegen nee. Downside. Wenn du Tricorders mit einer C2 kann dich eine Blue nur halten, wenn sie richtig die gut hat, ist. Die hat Vitals? Ja. Mhm. Okay. Wusste ich nicht. Aber die Vitals sind unter den Fahrwerken versteckt. Deswegen. Ich glaube, man klappt ein paar Seitenthruster nach unten. Also hast du ein bisschen weniger Strafe. Wusste ich nicht. Echt? Ja, siehst du, ich wusste den Snare-Knopf nicht. Also. Ja, okay. aber die C2 ist viel zu agil, oder? Ich bin letztens, wie gesagt, mit der Caterpillar geflogen. Ist ja quasi ein Bruder von dem, also aktuell zumindest. Oh, sollte Gott. Mal, so, ja. Die Caterpillar, super geiles Schiff. Super schönes Schiff. Ich sporte die gern. Fliegt wie eine volle Badewanne mit Kartoffeln. Geht gar nicht, das Ding. Kannst du nicht landen, kannst du nicht bremsen. Geht natürlich alles. Aber die beiden nebeneinander, C2 und eine Caterpillar, es ist wie ein Tag und Nacht. Das ist unfassbar. Die C2 ist viel zu heftig. Die Cat setzt auf Verteidigung durch Turrets. Die Turrets von der Caterpillar sind brutal. Die töten dich sofort, wenn du nicht aufpasst. Okay. Ja, und du kannst auch beide besetzen. Ja, du hast auch bessere Abdeckung. Und die Cat, das merkt man vor allem als Pirat, die ist besser zum Umladen. Also später, wenn wir wirklich von Hand verladen müssen. Also fliegt, oder ja, die Cat ist super. Viel besser. Fliegt bitte die Cat, ja. Obwohl die C2 kannst du auch gut umladen. Vorne, hinten auch. Ja, zum Ausladen ist mir die C2 lieber. Ja. Zum Einladen mag ich die Caterpillar lieber, wenn sie die großen Kisten noch ordentlich reinsnappen könnte. Ja. Der einzige Grund, warum wir gerade alle keine Cat fliegen, ist einfach wegen den großen 32er CO-Kisten. Dann machen wir doch mal, ich habe noch so abschließende Fragen für mich aufgeschrieben. Hatten wir schon so ein bisschen schönste Piratengeschichten und so weiter. Blick in die Zukunft. Habt ihr schon Pläne für das Tool? Gibt's schon Erweiterungsgedanken? Sachen, die auf eurem Zettel stehen? Jein. Ich fang einfach mal kurz mit einem an, dass wir relativ, ich sag mal, bald reinbringen wollten. Eigentlich wollten wir es mit diesem Update auch schon haben. Ursprünglich sollte bei der Position Verification, dort wo man halt jetzt sieht, man soll Richtung Daemar schauen oder man soll Richtung Crusader schauen, wollten wir eigentlich auch noch so Indikatoren haben für Sonne, Planeten, die nah dran sind, wie Crusader und so weiter, dass es ein bisschen nutzerfreundlicher ist. Ja. Das haben wir noch nicht drin. Also das heißt, das taucht dann auf, wo die Orientierung wäre. Damit genau, da muss man einfach nur sich so hindrehen, dass es genauso aussieht. Das wollen wir machen, wir müssen mal gucken, wie wir es umsetzen können. Mhm. Das ist aber meine Arbeit, nicht Alex. Da muss ich Zeit finden für, ich habe gerade viel zu tun. Ansonsten, ich sage es einfach mal kurz, ich habe es vorhin im Chat auch kurz gesagt, wir nehmen immer Vorschläge an. Bei uns auf dem Dolus Public, hat auch gerade jemand nochmal reingeschrieben, genau, haben wir unten bei der Snareplan-Sektion ein Vorschlagforum für Bug-Reports, für Ideen, für Feature-Requests und für generelle Fragen.
Wenn ihr was sehen wollt, wenn ihr einen Bug habt, schreibt das ins Forum rein. Wir bearbeiten das. Und ja, sonst generelle Pläne. Fürs Lehrplan. Spiral-System kommt irgendwann rein, wenn es dann da ist. Also das werden wir auf jeden Fall reinpacken. Das ist klar, wir haben schon eine Auswahl für Stand-Systeme. Da haben wir auch eine Pyro Work-in-Progress-System drin, als die Tech-Preview war. Ja. Also das werden wir natürlich mit reinpacken. Was passiert? Was haben wir noch für Pläne? Was passiert, wenn das System sich dreht? Panik. Ist das der Worst Case? Ist das die. Also ich habe ja nämlich geschrieben, was größte Befürchtung für die Zukunft von, also was CIG bauen könnte, was quasi die Piraterie, die Tools schwieriger macht oder so. Das Katastrophalste, was sie bauen könnten, wären zwei Dinge. Erstens, kompletter Free Flight. Das, was Leute von Quantum Boost haben wollten ursprünglich. Ah, okay, verstehe. Dieses komplette Free Flight. Das ist Katastrophe für eine Mantis. Ja. Weil man immer noch auf direkter Linie fliegen kann, aber dann halt auf dem Finalen einfach mal kurz einen Haken. Ne? Mhm. Und das Zweite, das Realistischere, ist halt das Rotieren von Systemen. Das ist absoluter Killer für die Mantis. Mhm. Zumindest aktuell, wo wir keine Indikatoren haben, wie wir fliegen müssen. Solange wir keine Ingame-Lösung haben. Wir können es mit Snareplan nachbauen. Wir können rotierende Planeten in Snareplan reinpacken. Aber es wird ein einziger Krampf. Ja, das irgendwie zu synchronisieren. Dann bräuchten wir am besten eine API von, also würde ich hier CIG-Mitarbeiter, sollte CIG-Mitarbeiter bitte mal jetzt Zettel und Stift nehmen. Zu dem Kollegen gehen, der für die Umsetzung der globalen Bewegungsplane zuständig ist. Bitte dem sagen, wir brauchen eine API, die uns die Positionen der Celestials gibt. Mhm. Also ohne eine Ingame-Lösung? Dass wir die abfragen dürfen für unsere Third-Party-Programme. Das wäre super. Ohne eine Lösung von CIG selbst, also sowas wie ein Snareplan in der Star-Map oder eine API, womit Snareplan einfach sagen kann, flieg hoch, korrigiert 3 Grad nach oben oder so, wird die Mantis sterben bei rotierenden Systemen. Die Mantis also insgesamt. Also wäre mir das tatsächlich, wenn das System so komplex wird, dass es CIG dazu zwingt, dass sowas wie Snareplan einfach in-game eingebaut wird. Mhm. Also es ist cool, dass wir es jetzt gebaut haben und dass es da ist, aber ich hätte das ganze System halt gerne einfach in-game, weil da könntest du noch viel coolere Sachen machen. Und? Einfach, ich will mir einstellen, dass ich eine Warnung bekomme, wenn ich jetzt interdikte. Ich würde auch gerne. Ich will mit einem Komponenten. Blick sehen können, was ich mache. Ja. Ich würde auch gerne die Komponenten mir angucken können, die ich da einbaue, was die für Werte haben. Damit wir Airco loswerden können, theoretisch. Ja, genau. Also das aber ich weiß nicht, ob das kommt. Und was die rotierenden Systeme angeht, fehlt uns ja eigentlich nur ein Ausgleich. Das heißt, wir bräuchten irgendetwas, um selber quasi unser Schiff zu trimmen. Ja, ja. Dass du quasi sagst, so viel Vorwärtsstrafe, so viel Sidestrafe, so viel Upstrafe. Und dann könntest du es im Snareplan auch wieder berechnen, wie du es dann, dass du halt einfach auf der Linie bleibst. Ja. Oder das Schwierigste ist halt der Informationsaustausch. Ja, klar. Ja, ich habe es irgendwo in meinen Plänen drin. Gibt es eine Truppe, ich weiß nicht, wer es ist, oder eine Person, die hat ein Google Sheet gemacht, wo alle Planeten, alle Monde drin sind, mit Diameter. Wie groß ist das Physics Grid? Hm? Wo ist die Drehung? Wie viel Uhr ist es da jetzt? Es gibt ja auch diese Uhrzeit-App. Ja. Ja, hier. Es gibt ja auch dieses, wie viel Uhr, wie heißt, ich hab's irgendwo, ich mach's jetzt nicht auf. Da kannst du sagen, der Planet, dann siehst du an der Location, SCD-1, wie viel Uhr ist es da, ist es jetzt hell, wie lange brauchst Sunset und Starset und so, Worst Time, genau. So, und ich glaube, die Sachen beruhen auch auf dieser, oder unter anderem, auf dieser Berechnung dieses Sheets, wo du jetzt sehen kannst. Da ist der Worst Time, genau, da ist die Worst Time. Hat die Worst Time nicht einen besseren Link? Ich glaube, die Worst Time hatte auch einen besseren Link. Nee, das ist der Link von Worst Time. Das Ding mit dem, also Worst Time und so weiter, könnten wir einbauen. Snareplan hat all diese Daten bereits schon gedatamined und abrufbar in den Files von Snareplan. Ja. Ich müsste es nur, nicht anschalten, aber ich müsste es halt einfach nur von Worst Time copy-pasten, so gesehen. Aber Murphy Exploration Group hat das alles Open Source. Wer ist das? Murphy Exploration Group war es, glaube ich. Sowas. Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt falsch sage. Ja, wenn die auch
Es ist ja super Precision, ne? Die holen die Daten ja nicht ab, sondern die wissen, um die Uhrzeit befindet sich der Planet mit dem Diameter auf der Position und in der Rotation. Und das können die predikten in die Zukunft bis hin. Also. Und die Sachen könnte man natürlich auch machen für das System, wenn man weiß, der Planet dreht sich, der Planet bewegt sich mit einer Geschwindigkeit um sein Zentralgestirn in und so weiter und so fort. Und der Mond bewegt sich um sein... Das ist nicht das Problem. Also das Problem ist aber nicht, dass wir nicht wissen, wo die Sachen sind, sondern das Problem ist eher, dass wir von der Eingabe her irgendwie dem Spieler an der Hand gehen müssen, wissen, wo ist seine Mantis gerade. Weil wenn sich ja alles bewegt, dann muss sich die Mantis ja auch bewegen. Ansonsten kannst du... Und da bräuchten wir irgendeine API oder sowas, dass wir quasi die Position abfragen könnten, immer von deinem Schiff, wenn du das aktivierst, dann könnte man diesen Fairplan anzeigen. Aber wenn im Idealfall auch was, muss man nachjustieren. Ja, und im Idealfall auch was wir in der, dass wir im HUD irgendwas zeichnen können, so ein Marker, wo man drauf drehen muss. Entweder und so das oder hast einen zweiten Monitor und dann ziehst du halt, okay, du musst bis auf 2 Meter rauf und 3 Meter nach rechts, damit du wieder drauf bist oder so. Wäre ja auch die Frage überhaupt, wenn sich alles dreht und du stehst mit der Mantis irgendwo, dreht sich die Mantis nicht auch mit und ist dann alles quasi... Genau, ja. Das ist auch wieder so eine Frage. Wie soll das funktionieren? Genau, wie soll das funktionieren? Und dann sogar der eine Planet dreht sich ja schneller und der andere nicht. Drehst du dich auch irgendwie? Ich kann auch die Mantis zu lang sein, teilweise. Also wäre auch, damit es sinnvoll ist, müssten sie ja auch einbauen, dass wir dann einen Orbitalflug machen, also dass wir wirklich einen Orbiten. Und dann hätten wir auch einmal Slingshots drin und sowas, weil sonst würde das ja keinen Sinn ergeben. Du kannst ja nicht alle Planeten sich drehen lassen, aber du hängst wie auf einer Scheibe fest drauf. Das ist ja Quatsch. Ich glaube mittlerweile, CIG hat bemerkt, wie komplex das ist und die machen es einfach nicht mehr. Weil man sieht auch der aktuelle Quantum Drive, wenn man zum Beispiel jetzt Day mal nach Server 5 springt direkt, dann kann man sehen, das aktuelle Quantum-System kann bewegende Objekte gar nicht anfliegen. Dahin fliegt, dann landet man irgendwie 100 Kilometer weit weg. Ja, nach 5 Minuten ist das ja ganz woanders, wenn du da in Quantum 3... Du müsstest eine Kurve fliegen, damit du dann da hinkommst. Genau, die aktuell, also es ist lange nicht mehr so, sie müssen nur eine Variable ändern und dann dreht sich alles. Nee, die Star Map und die Quantum Travel Calculation, die schafft das gar nicht mehr. Die haben diese Funktionalität gar nicht mehr im Spiel. Vielleicht wäre es aus Game-Mechanik, aus Spielmechanik-Gründen auch einfach besser das stehen zu lassen. Ja, ich cool, glaube, das ist besser. Weil dann gäbe es ja diese Punkte, wo du sagen kannst, oh, jetzt ist Hurston und Arkop gerade auf einer Linie. Ja, jetzt können wir schnell handeln, weil ich brauche nur 5 Minuten. Ja, und dann wissen wir alle, oh, da kann man gerade gut handeln und stellen uns dazwischen und so, weißt du? Würde die Komplexität, vom Handelssystem auch vergrößern, weil du ja dann sagst... Ich glaube, es kommt nicht. Ja. Es wäre zwar schön, dass man so dynamische Routen hat, zum Beispiel... Oh, jetzt ist gerade eine Route über Pyrotoll, weil da sind die Jump Gates gerade nah beieinander. Oder jetzt einmal kurz über Terra ist eine tolle Route, Abkürzung oder so. Aber ich glaube, für die technische Umsetzung und damit Star Citizen simpel bleibt, ist es einfach nicht wert mehr. Aber das ist halt für Chris Roberts zu entscheiden, nicht für uns. Ja, aber ich glaube auch, es ist immer noch ein Spiel. Wir müssen vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, vielleicht ist technisch, ist das auch so blöd zu lösen. Ich meine, wir haben ja schon 64-Bit und dann kommen die Jump Points dazu mit den anderen Systemen. Es wird ja schon komplex, noch komplexer. Wir werden sehen. Na gut, aber damit hast du eigentlich gerade die Begründung geliefert, warum gerade in Star Citizen das eingebaut wird, weil wenn etwas technisch machbar ist, dann sagt irgendjemand, ja, aber ich will jetzt und dann warten wir 10 Jahre und auf einmal geht's. Ich sag mal plus 2 Jahre. Dann haben wir auch wieder den Punkt, warum haben wir nicht gleich funktionierende Orbits? Wenn wir nicht realistisch sein wollen, warum haben wir Physics Grid und keine Orbits? Also, es geht noch nicht. Wartet einfach noch. Warum gehen die Gassysteme noch nicht? Die wir seit... Und so weiter und so fort und so fort. Junge, 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 Junge. Ich will nämlich da gerne mal die Tür aufmachen und dann sollen alle rausgesaugt werden, die da in dem... Weißt du? Ja, das hätte ich auch gerne. Haben wir auch schon alles gesehen, ne? Da waren wir noch drauf. Ach ja, schön. So, okay, das ist Worst-Case-Szenario, wenn sich was dreht. Ja, würde ich sagen. Welche, jetzt noch die Wünsche, was würdest du dir wünschen, was kommt, damit... der Tool besser wird oder der Tool wegfallen kann oder... Soll ich mal ganz radikal sein und bitte mal so meinen Idealplan veröffentlichen? Dein Masterplan? Ja. Snareplan lösche ich. Ja. Das ist mein Idealplan. Ich lösche Snareplan und ersetze es mit etwas, was ich Worstplan nenne. Praktisch, ich habe den Plan gehabt,
was jetzt aus zeittechnischen Gründen jetzt einfach nach hinten verschoben wurde. Ich hatte mal den Plan, von UX Corp und all diesen Webseiten, die eine API haben, mir die Daten zu nehmen und sie alle in einem Snareplan-ähnlichen Programm zusammenzuführen. Dann hat man dort einen Trade-Planer drin, einen Mining-Planer, einen Salvage-Planer, einen Snare-Planer. Alles an einem Ort, bewegende, also Worst-Time ist da auch mit drin integriert und alles. Das war mein Plan mal. Ja, mach das nicht. Ist immer gut. Das wünsche ich mir für Snare-Plan. Ob ich das mache? In der Praxis. Nein, das soll die Star-Map können. Die Star-Map soll die Star-Map können. In der Praxis ist es immer besser, wenn du Speziallösungen hast und die, sich nicht, auch, und ja. die sich nicht vermischen. Es ist, sonst hast du bisher Jack of all trades, Master of none. Das ja, aber stell dir mal vor, du hättest ein Tool, in dem die Trader eingeben, von wo nach wo sie fliegen. Ja, stimmt. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn das ein Piraten-Org macht, so ein Worst-Plan, dann ist dann wieder so, ich traue euch nicht Olus. Mit meinen Trading-Daten. Das macht Olus. Das macht Olus dann, genau. Das ist dann von Olus veröffentlicht. Von der Olus steht für den Planeten. Ja. Ah. Das ist nämlich die Trading-Orga. Wir können ja so eine Kooperationssoftware machen, wo wir die Trading-Routen uns hinterlegen und gegenseitig, und dann kann man sich da bewerben als Piraten-Orga, und dann machen wir so eine Konglomerat-Software mit, wir stehen das morgen da auf dem Server und das ihr Pirate steht da Board. Und ein Pirate-Board, genau. Aber da reden wir mal drüber. Aber ein Plan, den ich für Snareplan hatte, also das ist eigentlich, von diesem Plan ist ein Worst-Plan entstanden. Ich wollte mal Trading-Daten in Snareplan reinbringen. Einfach, man kann auf die Karte klicken, Idealfall sogar eine 3D-Karte, aber 3D funktioniert in Webbrowser nicht so gut. Und dann kann man auf den Planeten klicken und dann werden da gesagt, okay, hier kann man Barrel kaufen und so weiter. Hm. Das wollte ich mal machen. Bleib bei dem geilen Zeug, was du da gebaut hast. Ja, also ich bin eigentlich mit dem, wo Snareplan gerade ist, relativ zufrieden. Man kann immer ein bisschen rumschrauben. Ich lese immer gerne Vorschläge von der Community, ob man die noch mit einbauen kann. Aber an sich ist Snareplan dort, wo ich es haben möchte gerade. Plus minus ein paar Details. Die Collette hat auch schon im Chat geantwortet. Ein Bewertungssystem wäre super. Also, dass man die Piraten bewerten kann. Die Piraten, da musst du dann aber die ganze Orga bewerten. Und ich wäre auch für, dass es einen Ort gibt, wo man ein Bewertungssystem abgeben kann, wo man sagen, okay, vielleicht auch auf dem Snareplan, dass man sagt, hier, ich bin überfallen worden von tak, 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 und ich gebe hier 8 von 10 Schmolz. Das fände ich gut. Das quasi. Ja, ist eine witzige Idee, aber von 10 Leuten, die du überfällst, bleibt einer stehen, die anderen 8 reagieren überhaupt nicht, und der Letzte sprengt sich in die Luft und sagt, ich verhandle nicht mit Terroristen. Also, ja. Gut. Seitdem ist Piraterie auch ein sehr lukratives Geschäft, by the way. Also wenn sich nicht so viele Leute in die Luft jagen würden und nicht so viele Leute einfach gar nicht reagieren würden, dann würden wir gar nicht so viel verdienen. Oder Lockout und so weiter. Wir nehmen auch die Kleidung. Wenn einer nichts bei hat und nur Kleidung anhat, nehmen wir die auch. Sonst noch Fragen? Ich würde sagen, wir sind an einem guten Ende angekommen. Wir brauchen das nicht unnötig hinausziehen. Ihr habt noch das letzte Wort. Richtet euer letztes Wort von mir aus an eure Freunde, an die Trader, an die Piraten. Wer möchte gerne anfangen? Letztes Wort habt ihr. Gebe es Breton erstmal. Okay. Erstmal, wenn das jetzt mein allerletztes Wort ist, erstmal danke für die Einladung. Nein, war eine super Zeit hier. Ich freue mich auf den Wort. Auf YouTube. Ich helfe dir auch. Genau. Ich helfe dir auch gerne, das Video in Segmente zu unterteilen. Ja, wir werden es wahrscheinlich. Ich werde es vielleicht auch zerteilen. Mal gucken. Ja. Und dann, ich stecke jetzt nochmal kurz den Link von der Discord rein. Kommt gerne rauf. Macht Vorschläge. Stellt Fragen, die wir hier nicht beantwortet haben. Wir sind immer da. Wir lesen immer. Wir unterhalten euch mit euch gerne. Vorschläge, Bug-Reports, Ideen, Fragen. Immer her damit. Ohne die Community wäre Snareplan lange nicht dort, wo es heute ist. Die Hälfte davon sind Community-Ideen. Wir wollen es für euch verbessern. Kommt her, redet mit uns. Ja, wir sind ganz normale Menschen, ne? Sehr schön. Core Legend.
Ja, ich darf mich da auch noch anschließen. Danke für die Einladung und die Zeit, dass wir das präsentieren durften und auch, dass so viele Leute zugeschaut haben. Sehr, sehr cool. Ich grüße natürlich noch unseren, meinen absoluten Lieblings-Captain Tribune und auch Zitrone, der ja bekannt ist, bei besonders empfindlich bei aggressivem Verhalten zu reagieren. Und jetzt muss ich noch kurz so ein Werbe. Oh, jetzt sein Mikro weg. Oh. Dein Mikro ist dein Mikro, du hast einen Knopf gedrückt. Okay, so rum. Also ich habe einen Knopf gedrückt. Also meine lieben Händler, wenn ihr auf einer Route seid und ihr habt andere Händler, die euch stören und euch die Waren klauen und die Dinge werden nicht abgekauft, kleiner Tipp, geht bei uns auf den Discord, gebt uns einen kleinen Tipp, bekommt einen Kickback und wir sorgen dafür, dass eure Route wieder schön frei ist. Das ist doch ein guter Abschluss. Das ist ein super Tipp. Das ist ein super Tipp. Ja, ich habe das allerletzte Wort. Ich möchte mich bedanken bei meinen tollen Gästen heute. Ihr habt das, also Core Legend auch wahnsinnig gut vorbereitet. Schönen Dank für die ganzen, für den Plan. Dann natürlich noch Danke an Voodoo und Yuri und die Randoms hier reingeflogen sind. war auch geil. Danke an den Chat. Ihr habt richtig geile, viele Fragen gestellt. Dafür natürlich auch super. Vielen Dank. Viele Zuschauer gehabt heute. Ich glaube, der eine oder andere hat was mitgenommen. An Erfahrung, an und so weiter, hat sich vielleicht auch gut unterhalten lassen. Ich kann nur dankbar sein, dass wir das so schnell auf die Reihe gekriegt haben hier. Und ich hoffe, ihr kommt wieder, wenn es den Snareplan 3.0 gibt oder so. Immer. Und wenn wir die Mastermodes haben und gucken, wie dann da weitergeht, auch gerade mit dem Quantum Jumping, was wir da bekommen. Danke an die Mods, die hier auch aufgepasst haben. Ganz natürlich an Milo, mein Main-Mod. Ich würde euch entlassen, würde mich nochmal bedanken und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schönen Dank. Ciao. Das war Outlaws vielen Perspective mit Core Legend und Priton von Dolus. Ich winke auch. Tschüss. Tschüss.